Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zum wahrscheinlich, glaube ich, gezählten 21. Plankenschnack. Ich habe schon wieder so viele grinsende Gesichter, obwohl nur eins. Wartet, ich muss es euch zeigen. Unser Gast grinst schon wieder über beide Ohren. Hättest du keine Ohren, würdest du im Kreis lachen, heißt das im Osten. Hallo, schönen guten Abend. Grüß euch alle. Hallo. Schönen guten Abend. Hallo. Wie ist es euch ergangen? Ja, gegangen war. Bin ich wenig die Woche. Na, echt? Was? Hast du noch kein Pokémon Go? Na, nein, und das ist es eben. Ich warte auf den offiziellen Release. Ich muss diese Scheiße mit australischen Fick nicht haben, meine Fresse. Ich gehe nicht raus. Auch wegen Pokémon nicht. Hauptsache die ganze Zeit Wolverus ruhig Pokémon Go. Mann, ich lasse raus, ich werd zu weit. Okay, vielleicht hätte man vorher schon mal Pokémon Go ansprechen sollen. Aber das ist auch eine Sache, die ich wollte eigentlich besprechen. Lass uns das kurz 2 Minuten nach hinten schieben. Wolverus, stell dich doch mal vor, Mietjung. Schön, dass du da bist erstmal. Danke, dass du die Einladung angenommen hast. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier beim Plankenschlag dabei sein darf. Ich bin der Wolf, bin 7 Jahre alt und wohne im Internet. Gebannt. Gebannt. Und aus dem realen Leben gebannt? Ja. Vor 12 darf man nichts sagen im realen Leben. Fuck, man. Ach, da hat man Verbot. Vor 13 meine ich. Und darf man auch nicht CSGO-Skins betten. Oh, Shots fired. Alles illegal. Ja, nee, Spaß. Mein Name ist Wolverus, man nennt mich aber hier auch Wolf. Ich mache seit fast 6 Jahren jetzt schon YouTube, habe mich von YouTube 2014 ein bisschen zurückgezogen und mache jetzt nur noch Twitch, wie man hier sieht. Und ja. Freue mich, hier zu sein. Hallo. Schön. Was kann man denn bei dir so erwarten auf dem Stream? Alles. Weil ich nicht der typische Streamer bin, der immer nur so, also was heißt typische Streamer? Mittlerweile ist das ja tatsächlich ein bisschen geläufiger, dass die Leute mal auch sich nur nicht auf ein Spiel konzentrieren. Aber die, die wirklich exzessiv davon leben wollen, die haben halt nur ihre 1-2 Spiele. Und ich mache halt im Endeffekt alles, so die Woche 5 verschiedene Spiele. Und die Woche zum Beispiel aktuell mein größtes Projekt ist Enderal, die Total Conversion zu Skyrim. Und nebenbei im Moment wieder etwas mehr Hearthstone, was mich sehr freut, dass ich da ein bisschen mehr Zeit für habe. Und ab und an immer mal wieder Overwatch. Und ab nächste Woche auch wieder Dark Souls 2. Sehr schön. Ich habe gerade gesehen, du hast da so ein YouTube-Ding am Laufen mit Fischkopf. Ja, das haben wir zuletzt angefangen, richtig. Worum geht's da? Ich habe da nie reingeguckt, aber jetzt, wo du da bist, kannst du mir das erzählen. Vielleicht drücke ich da mal drauf, weil Hartz interessiert mich nicht. Ja, das war so eine spontane Idee. Wir haben gesagt, ja, wir machen so Hartz und halt wahnsinnig gerne und wollen endlich mal was zusammen machen. Und anstatt nur dieses typische, jo, wir machen Wolf gegen Fischkorb und spielen einfach mit irgendwelchen Decks, haben wir gesagt, so, wir machen jetzt einfach ein Konzept, wo die Leute sich Decks einfallen lassen können, die wir dementsprechend nie spielen und keine Erfahrung damit haben. Und halt diverse Themen, wie zum Beispiel heute kam raus, alle Karten müssen einen Bart besitzen. und sowas spielst du ja im Normalfall nicht. Mhm. Und dann siehst du halt Plays, die du sonst nicht hast. Und das ist furchtbar interessant. Und so lassen wir uns da immer 2-mal pro Woche verschiedene Konzepte einfallen von den Zuschauern aus. Das hört sich richtig geil an. Das finde ich super. Es macht mega viel Spaß. Heute kam die Bartfolge? Heute kam die Bartfolge bei mir. Gut, dann gucken wir nachher bei Hearthstone. Ja, sehr geil. Bartstone, meint ihr? Bartstone, ja. Richtig. Sali, wie ist es hier so ergangen? Es ist warm. Ich habe das erste Mal Minecraft gespielt. Super. Das erste Mal tut immer weh. Also, ganz ehrlich, ich habe mich da so ein bisschen verguckt, ne? Ich hätte jetzt nie gedacht, in 1,5 Jahren Twitch und wenn die Leute Minecraft spielen, habe ich so zu. Oh Gott, was für Dinger haben die denn da gebaut? Oder ich schaue in solche Streams wie bei Slappy. Technik. Ich verstehe kein Wort. Okay, jetzt spiele ich das Vanilla und es macht Ja, ist immer noch im Bild, nur andersrum. Richtig geil, ja. Aber schön, dass sich das selber auch stört. Finde ich gut. Astrein Wort. Wolf, ist das Wolf eigentlich oder Wolf? Wolf, ne? Wolf, ja. Wolf, okay. Ja. Dann machen wir Wolf. Der Wolf war mit Frau Schmidt. Ne? Wow, das ist eine ganz andere Zeit. Sali, ja. Sali, bitte. Jo, Minecraft. Vanilla macht Spaß, der Chat ist sehr interessant. Ich weiß gar nicht, was... Beschreibung für Cancer. Wow! Sagen wir so, es war so toll. Ich habe so viel Spaß an Minecraft,
dass ich wirklich mal weniger morgens gesprochen habe und wir schon nach 30 Minuten am Zocken waren, das heißt was, ich aber dann meiner Community am Freitag gesagt habe, wisst ihr, ich habe euch doch sehr, sehr gern, heute gibt's mal Minecraft-freien Tag, weil es doch etwas anstrengend ist. Aber ich muss sagen, es macht mega, mega, mega viel Spaß. Mal gucken, ich werde mir das noch ein bisschen angucken. Du solltest abends Minecraft streamen. Meinst du? Ja, ich liebe, also abends Minecraft spielen, ich bin ja immer abends unterwegs, wenn denn, falls ich mal Lust dazu habe, das ist ja immer eher so sporadisch und abends ist das echt geil. Also abends kommen, es sind auch viele da, die ein bisschen besser schissen, aber sie drücken das sehr gepflegt und nett aus, finde ich. Kann aber auch sein, dass ich das überlese mittlerweile schon. Ich habe ja nur schon ein paar Jahre Minecraft gespielt. Kann ich vielleicht machen, vielleicht mache ich das wirklich mal. Am Abend und dann am Tag irgendwas anderes. Gute Idee. Ja, probier mal. Slabby, wie ist dir so ergangen? Ich überlege genau das Gegenteil zu machen. Tagsüber Minecraft und abends dann was Ernsteres. Okay. Aber nee, mir geht's gut. Ich hab, was habe ich denn gespielt? Ach so, hier, Dragon's Dogma. Ganz schönes Spiel. Ja, ansonsten bin ich ein bisschen müde. Ich war gestern ein bisschen länger unterwegs. Warte mal, ist das nicht Standard bei dir eigentlich? Samstags? Nee, eigentlich freitags. Aber ich habe mich gestern ein bisschen zurückgehalten. Trotzdem bin ich ein bisschen müde. Und ich wollte sagen, du streamst noch Red Dead Redemption. Echt? Mhm. Ein bisschen. Oh! Aber nur ein bisschen. Ach so, soll ich den Cowboy-Hut schnell aufziehen? Ja, los, hol mal schnell. Ich pfeife dann. Ich hätte wirklich einen. Ja, dann hol raus das Ding. Komm, wir machen Hainun jetzt. Ja, mach mal Hainun. Los, los, Wolf, warte, wir machen Hainun jetzt hier. Ich habe auch einen, warte. Du musst pfeifen, ich kann nicht pfeifen, ne? Ach so, ich könnte auch Gitarre spielen. Ich kann, das ist immer so lustig, wenn ich pfeifen muss, fange ich an zu sabbern. Ich kann nur leider nicht irgendwie, was spielt man denn im Wilden Westen? Damit ihr nicht glaubt, ich hab zwar den etwas späteren, verstehst du? Bei dir sind Cowboys, ich mach Pirat jetzt hier. Okay, let's go. Und das ist Spanisch. Ist egal, zieh durch. Warte. So, fertig. Wow, wir wollten gerade loslegen. Ich geh die Bohnen mit ziehen und so. Was aber bei dir geht ja alles etwas schneller, meintest du. Reif mit großen Bohnen, dicken Bohnen. Slabby bringt auch komische Sachen ins Bücherregal bei einer Frau. Ja, Slabby, hau rein jetzt! Hallo? Wir haben hier ein Duell! Ich weiß aber nicht, ich weiß, was spielt man denn? Was spielt man? Lass dir was einfallen. Moment, was? Oh. Ich höre nix. Herr Wolf? Falsch. Wir treffen uns um 12 Uhr. Oh ja. Auf der Hauptstraße. Adresse 1. 555. Leck mich am Arsch. Nase. Es wird scharf geschossen. Oh, mit uns immer. Nee, Slabby, da kommt kein Feeling auf Slabby. Oh, nee. Voll versagt. Toll, Slabby, super. Und wir haben uns so eine Mühe gegeben. Echt, oder? Noch Hüte geholt und alles und du hast wieder... Echt, Mann. Scheiße. Müssen wir ein Skript schreiben jetzt eigentlich? Demnächst, dass du vorbereitet bist für Gitarren, Solos? Wir haben noch ein Skript. Ich muss mich als Idiot da bringen. Okay, gut. Das steht doch im Skript. Ja. Ist das so? Ja. Wieder mal geglückt. Gut, Pokémon Go. Was? Nee, was hast du gespielt? Was hast denn du die Woche gemacht? Also ich habe heute vor 2 Tagen den größten Schritt meines Lebens gemacht. Also wirklich meine Karriere, meines Lebens. Mein Coming Out zu, ich streame irgendwann anderes. Also ich habe meinen Sendeplatz, den ich 2,5 Jahre hatte, verlassen. Dam, dam, dam. Was sagt der Sendeplatz dazu? Was sagt wer dazu? Der Sendeplatz. Ja, der Sendeplatz ist jetzt vormittags nicht mehr besetzt durch meine Visage. Jetzt ist halt die Frage, ob das gut oder schlecht ist. Ich weiß nicht. Es fühlte sich komisch an, aber es war Zeit, irgendwas zu ändern, weil das so festgefahren war. Ich habe Arma DayZ wieder für mich entdeckt. Ich habe mit Leuten zusammengespielt. Das war auch wieder sehr schön. Ich habe sonst eigentlich nichts gemacht, außer... diese eine große Sache, die wirklich sehr, sehr groß ist für mich. Und hoffen wir mal, dass toi, 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 alles gut geht. Ja? Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ist halt so Sommerloch, aber das würde ich nachher sowieso gerade nochmal einwerfen als Thematik. So, das Sommerloch.
dieses ominöse Bermuda-Dreieck. Ansonsten war alles cool. Also die Woche war echt sehr, sehr schön. Ich glaube, ich bin sehr nah an meine Community herangekommen an einem Tag. Was sehr schön war. Ist doch gut. Gut. Auf jeden Fall. Wollen wir den blauen Balken bei Sally noch wegmachen eigentlich? Oder? Hat Sally einen blauen. Was? Sally hat einen blauen Balken? Ja, der macht nichts. Ich bin gerade schon wieder so primitiv. Oh mein Gott! Ja, das ich frage nur nicht, dass das Design ist. Und Wolverus, Herr Wolf hat das Auge, schön. Dankeschön. Ja, machen wollen das wir. Das Auge des Tigers. Ich denke, du bist ein Wolf. Was bist du denn jetzt? kannst du dir jetzt mal aussuchen, was du jetzt bist? Ich kann mich hier nicht entscheiden. Hey, wir sind hier nicht im Zoo, ja? Okay. Nicht? Nee. Oh, Mann, Sali wieder, weißt du? Sali hat Garaks Platz eingenommen. Aber gut, dass du das gesehen hast, weil ich hab's nicht gesehen. Wieso sind hier überall diese blauen Balken an den Seiten? So, Sali, du bist jetzt echt groß, okay? Bitte, bitte nicht die Brüste rausstecken, danke. Ich hab auch, okay, ich super, hab auch einen danke. Blauen Balken. Danke für den Hinweis, Leute. Ach, Regie wieder. Oh, ihr habt alle. Hallo, ja? Ich hab auch einen blauen Balken. In der Hose, oder was? Nein, rechts. Echt, was ist denn? Oh ja. Gott, siehst du? Nee, und alles nur, weil Moment. Ich heute. Alles nur, weil ich gegessen habe vorhin. Deswegen esse ich nicht, während ich arbeite. Versteht ihr das Problem? Ich musste mir ja Chinesisch reindrücken. Ich wollte nichts damit jetzt anfangen, aber ich dachte mir vielleicht. Sag doch ruhig, Mann, Mopsi, du bist voll unprofessionell, wie du dir vor meinem Gesicht Chinesisch ins Gesicht gedrückt hast und dann. Lass mal Social das Eating nennt man das. Ja? Okay, hättest du das streamen können jetzt? Nee. Mache ich nur noch. Ich hab. Echt? Ja. Ja, darfst du doch jetzt. Ja, ich, das. Ich liebe es. Das ist richtig gut. Das macht echt Spaß. Ist das nicht genauso wie Minecraft? Von der Kamera zu essen? Ja. Mhm. Vom Publikum her? Hä? Achso, nee, geht. Na, meinst du nicht? Also, jetzt mal ehrlich. Wenn ich. Jetzt stell dir mal vor, ich setz mich hin und esse vor der Kamera. Wie viele Leute kommen da rein? Wow, Fettsau, wie viel frisst du denn? Dreckiges Schwein, guck dich mal an. Und dann, also ich würde mir so extra noch so Soße ums Gesicht schmieren und Tzatziki und so und voll. Feinrippen. So ein Feinrippen anziehen. Schön, dass das die Fett Idee. So. Ja, Social Media. Ob das in Richtlinien erlaubt ist? Ja, warum also denn nicht? Ich habe unglaublich Spaß daran. Solange man keine Nippel zeigt. echt? Oder Hintern. Aber wie ist denn, also. Ich esse ja vor der Kamera gar nicht. Also selbst wenn ich ein Brötchen esse, mache ich die Kamera aus, weil ich mag das nicht. Hm? Ich fühle mich dann wirklich wie ein Affe im Zoo, den du zuguckst, wie er eine Banane isst. Ja? Hm? Ist das komisch? Nö. Nö, also, gar nicht. Ich verstehe es. Ich finde das super. Ich sag halt, entweder mache ich jetzt eine Pause von 5 oder 10 Minuten, ne, wenn ich am Durchstreamen bin, von morgens bis in die Nacht rein. Entweder mache ich jetzt den Pausenscreen oder wir setzen uns zusammen hin und wir essen zusammen und dann bin ich am Quatschen halt. Ich bin ja... Ich habe es mir angewöhnt, langsam zu essen. Und deshalb, ne, eine für Mutti, bla 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 bla. Eine für Fatti, bla 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 bla. Und das ist super. Wir haben uns hier das Regelwerk durchgelesen. Also du musst halt zu sehen sein und dein Essen. Es dürfen keine Videos im Hintergrund laufen oder Games. Und ja, ich finde das klasse. Ich habe die letzten Tage, habe ich, ja, ich, und ich habe was Gesundes entdeckt. Couscous mit frag nicht, aber es ist super lecker. Und dann sitze ich da und esse mein Essen und unterhalte mich mit dem Chat in der Zeit. Ich finde das mega entspannend und angenehm. Könnte ich die ganze Zeit machen. Echt? Ist Kannibalismus nicht auch im Prinzip Social Eating? Wow. Wo wir wieder bei den Richtlinien wären. Wow. Der war... die Richtlinien sind echt interessant, ne? Du darfst zum Beispiel ist Kannibalismus nicht... verboten, oder? Wenn ich jetzt meine Fingernägel kaue, ist das jetzt auch schon Social Eating? Nein, das zählt nicht zu Social Eating. Okay. Genauso wenig darfst du Nations bestimmte Sachen essen oder ungenießbare Sachen essen. Also das darfst du alles nicht. Ne? Also es ist ganz interessant. Ich mach's gern. Ich genieße das richtig. Also nom, 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 und miteinander reden. Ja, wenn Dings fertig ist, die Küche, dann könnte ich ja auch auf dem Stream endlich das essen, was ich gekocht habe. Das ist eben auch, ne? Wenn du fertig bist mit Kochen, dann zack, Social Eating und jetzt futtern wir das, was wir gerade zubereitet haben. Oh, und dann kann man noch zusammen quatschen, das ist mega. Ja, bloß bei mir sieht Essen halt immer nicht so appetitlich aus, weil ich esse halt wie ein Scheundrescher. Ich habe halt hab mit meinem Vater früher Wettessen gemacht. Ich vertilg dir halt so eine Ente in 5 Minuten und dann bin ich fertig. Das ist aber wieder, also du darfst nicht Wettessen machen und du darfst kein... Gegen mich selber? Also, kriegt doch keiner mit. Gegen dich selber schon, aber jetzt gegen jemand anderen, das darfst du nicht machen. Wow. Das ist schon wieder verboten. Wie viel Burger musstet ihr nochmal im Stream essen? 30. 30? Jeder.
Ja. Bürger. Das wollte ich auch nochmal machen demnächst. Das ist mega. Was ist daran mega? Das ist super. Also das ist halt so eine Herausforderung, mal 30 Bürger essen? Aber ich mache nie wieder nur normale. Ich werde das nächste Mal echt ein bisschen durchmischen. Das ist nur diese gleichen Burger, ey, da kommt der... Nee. Das glaube ich gern. Also so ein bisschen durchmischen, aber das ist super, das macht auch Spaß. Da steht übrigens eine schöne Idee, also bald heißt das Planken Snack. Wir können ja auch Social Eating am Sonntag machen. Bin ich dafür. Nicht Brettergeschmetter, wir schieben uns einfach kulinarische Leckerbissen ins Gesicht, ja? Und dann, super. Das klingt ja echt gut, das ist eine tolle Idee. Nicht. Ich esse nicht die Banane oder das Eis. Warum? Am Stiel. Warum? Kommt, nein, mache ich nicht. Nein. Hey, Sex Hells, habe ich gehört. Ja, ich bin letztens so, oh, komm, hol ich mir eine Banane. Und dann bin ich kurz vor der Kamm und denke mir mit der Banane, wow, nee, das machst du nicht. Ne? Zurück, Banane schneiden mit Gabel und dann habe ich es. Echt jetzt? Ja. Man okay. merkt, du bist noch in der Ausbildung, was Sex Sales angeht. Ja, nee, das mache ich nicht. Ja, Wolf, dann erzähl doch mal, wie läuft denn das? Du kennst dich da ja aus anscheinend. Jetzt bin ich gespannt. Ne? Was? Nein, gibt's nein. Gibt es da noch Bananen oder sind das gleich die großen Gurken? Du weißt doch, 32 Zentimeter. Zucchinis. Hey. Zucchinis selbst gezüchtet, so groß, Junge. Ratz. Stefan schält sich die Gurke, ne? Und dann einfach nur mit Salz und beißt da die ganze Zeit so rein. Also ist gar nicht so abwegig. Ist nicht abwegig. Nein. Mhm. Ist auch lecker. Steht das im Regelwerk drin? Das würde mich mal interessieren. Dass man Bananen nicht essen darf. Nee, aber jetzt überleg doch mal, nehmen wir einfach Frau XY. Hey, das wird abgehen, das wird einschlagen wie eine Bombe. Also du darfst dir das nicht von den Brüsten essen. Nein, einfach nur eine ganz normale Banane, schön in so Schokotunken und dann so. Das mach ich morgen und im Hintergrund läuft YMCA. Jetzt aber mal Butter bei den Fischen, das wäre doch der Renner, oder? Also damit machst du einmal, dann hast du die Miete zusammen. Das nächste Jahr wahrscheinlich. Was? Aber dafür müssten erstmal die Bits implementiert werden für alle. Nee, das geht bestimmt auch so. Ja, ich probiere das Dienstag mal. Vielleicht kriegt Dienstag her die Miete zusammen, wenn ich eine Banane esse oder so. Mal gucken. Ich mach das mal. Und dann nehme ich noch zwei Kirschen oder so, die babbel ich dann daneben, steck die dann so. Ja, das ist eine gute Idee. Super Idee, das nennt man Bananensplit. Ja, toll. Vernachlässige dann die Kirschen nicht, ne? Nein. Ganz bestimmt nicht. Niemals vernachlässigen. Ja gut, dann haben wir Social Eating ja schon abgehakt. Das war ja auch so eine Sache, die neu eingeführt wurde bei Twitch, ja. Wohl war. Super. Haben wir gut gemacht. Wolf hast gut gemacht. Also war eine schöne Überleitung. Als Gast eindeutig zu gebrauchen. Kann man wieder einladen. Aber Bits ist auch, hat Slappy schon gemacht. Also in letzter Zeit sind die Überleitungen zu den Themen einfach wahnsinnig, ne? Aber jeder auch so. Gleich auf Zack muss ich nicht machen. Aber kommen wir jetzt gleich schon zur größten Neuerung? Wie, das ist doch nicht die größte Neuerung. Ich finde, das ist so mit Abstand die brisanteste. Ja, aber und deswegen reden wir ja auch am längsten darüber. Ja. Krass, okay. Oder wolltest du das jetzt so, ja, bitte? Okay, hast du es eilig? Gut, vielleicht. Nein, ganz im Gegenteil. Ich dachte, wir kommen erst zu den kleinen Sachen und dann als Main Event quasi die Bits. Wir haben danach noch ganz viele kleine Sachen, weil... Richtig. Bei Twitter geht nachher die Post ab, du. Da wirst du 2 Stunden lang mit Fragen bombardiert. Just the tip. Ja, Überleitung dazu, Hashtag Plankenschnack bei Twitter, Freunde der Sonne, könnt ihr eure Fragen stellen. Und ich glaube, Ray, so wie letztes Mal, wirst du das übernehmen, weil Doggy nicht da ist. Ihr könnt, falls ihr keinen Twitter habt, könnt ihr bestimmt auch Ray mal antickern. Aber Doggy Twitter ist nicht wichtig. Da. Nee, Doggy ist, glaube ich, nicht da. Oder ist gerade, ich weiß es nicht. Aber Bits würde ich schon gerne aufgreifen, weil das ist, wird sehr lange dauern, glaube ich. Just the Bits. Aber wir können auch die andere Geschichte mit dem Glücksspiel vorgreifen, wenn ihr das wollt. Es ist ja so, dass bei Twitch das CSGO-Betten verboten wurde. Ihr dürft das nicht mehr streamen. Ja. Ah, soweit ich informiert bin, darf man das nicht mehr. Und da gehen gerade echt da geht ein bisschen was ab. Willst du das kurz aufklären, Slappy, oder Nee, das mit Twitch, das weiß ich gar nicht. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Also Twitch ist das nicht mehr erlaubt zu streamen, soweit ich das weiß, CSGO-Glücksspiel.
Nur CSGO-Glücksspiel oder kommen da auch die anderen Glücksspiele, wie zum Beispiel jetzt diese Online-Casinos? Poker und so. Das Ding ist halt, ich habe in letzter Zeit mal ein bisschen rumgeguckt und ich habe weder Poker noch sonst irgendwas gesehen. Also es gibt kein, Poker ist zum Beispiel noch drinne. Wenn ich jetzt mal kurz bei den Counter-Strike-Lümmels reingucke, da ist nichts zu sehen. Und da ist sonst oben eigentlich immer voll die Party gewesen. Ich weiß nicht, also Poker ist noch vorhanden. Sieht wohl so aus, als wenn es nur dort war. Ja? Wie heißt nochmal der eine Streamer mit dem größten Kenza-Chat auf Twitch? Oh, wir wollen ja kein Name-Calling machen. wollte ich gerade sagen. Also zumal, was ist hier mit Kenza, Leute? Also ein bisschen gepflegt können wir uns schon ausdrücken. Okay, Ebola. Was denn? Ich hab gedacht, das heißt Ferien. Es sind Ferien. Es ist ein Ferien-Chat, bitte. Es ist Ferien. Sagen alle im Chat. Es sind schon wieder Ferien. Oh ja, das nächste Bundesland, da kommt dazu. Es sind Ferien. Das ist so. Ich hab gedacht, das sagt man. Aber was da nur passiert ist, um das einfach kurz aufzuklären, da ist halt eine Affäre gewesen, wo zwei größere YouTuber in einer Affäre verwickelt waren oder immer noch sind, wo es darum ging, dass sie eine eigene CSGO-Betting-Seite hatten oder auch haben und dort die Inhaber von sind. Und du musst halt, wenn du solche Sachen promotest, deklarieren, dass du dort involviert bist. Ob es nun Besitz ist oder auch nur Sponsored Gameplay. Bist du verpflichtet zu. Und die haben das nicht getan. Und jetzt ist es halt so, dass, also da ist wirklich richtig was am Laufen. Vorgeschichte dazu kommt dann auch noch, weil da davor ist auch noch wieder was passiert, warum CSGO Betting jetzt gerade so ein bisschen im Kreuzfeuer ist. Die beiden haben also nicht deklariert, dass sie dort Eigentümer dieser Seite sind und das auf mehreren Videos haben das promotet und so weiter und so fort. Und somit ist halt das Glücksspiel mit CSGO-Skins oder was auch immer da alles eingesetzt wird, ein bisschen ins Licht gerückt worden und alle haben sich das mal so ein bisschen angeguckt. Und nicht daraus resultierend ist, dass Twitch das halt nun verboten hat, meines Wissens nach, dass man das nicht mehr darf. Und es kam auch dazu, dass davor jemand mit einer gewissen Seite Einblicke gekriegt hat in Ergebnisse und so weiter und so fort und er konnte halt nachvollziehen, wann er gewinnt und wann er nicht gewinnt fürs Promoten und so weiter und so fort und da gibt's halt echt einige Sachen, die da ein bisschen im Argen sind und ich habe mir immer nur so gedacht, Geld, Gier ist sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich und ich weiß nicht, also ich verfolge das halt ein bisschen, weil mich das interessiert und also wenn die Jungs Pech haben, müssen die halt einsitzen, weil das ist halt so, naja. Da können wir ja jetzt, also das ist ja kein Name-Calling, wenn wir deren Namen jetzt nennen. Nee, absolut nicht, nein. Also das waren Team Martin und halt Syndicate. Syndicate, und richtig. Syndicate ist halt ein ziemlich bekannter Name, auch auf Twitch halt vor allen Dingen. Ich glaube, der war der Erste, der einen Stream von einer Person geführt hat, der über 100.000 Viewer gleichzeitig hatte. Mhm. Und das ist schon ganz schön. Also zur Geschichte nochmal, sie hat es ja zusammengefasst, mehr oder weniger ganz schön. Das hat halt ein YouTuber rausgefunden, der Honor the Call heißt er, glaube ich, hat noch nicht so viel Traktion bekommen in den Medien, bis es halt dann tatsächlich H3H3 halt aufgenommen hat. Ne, die kennt man von seinem Emote hier, Vape Nation, auf Twitch. Das ist der macht manchmal halt Goofs und Gaffs und manchmal macht er halt richtig halt ernste Recherche und so. Und das war dann halt ernste Recherche. Das hat er dann halt einem größeren Publikum vorgekaut und seitdem ist das halt wirklich explodiert in den Medien. Und dann hat der Team Martin noch zwei sehr, sehr, naja, halbe Entschuldigungsvideos produziert, wo er sich mit einem Golden Retriever in seiner Millionenvilla in Hollywood Hills präsentiert hat und sich entschuldigen wollte, à la I'm sorry. Falls ihr die South Park-Folge kennt, so à la BP. Und ist halt nicht so gut angekommen. Und jetzt wurden sie tatsächlich auch schon verklagt von Leuten und da gibt es wohl schon eine Sammelklage. Ja.
Die Frage, die halt daraus resultiert, die ich gerne in die Runde schmeißen würde, ist, wie steht ihr selber denn als längere Twitcher schon zu diesen Themen allgemein? Also auch jetzt Pokern ist ja nicht nur CSGO-Glücksspiel. Es gibt ja auch diese Casino-Häuser und so weiter und so fort. Wie ist denn da eure Einstellung zu? Also, Sally, wie siehst du das? Ich weiß nicht, ob das so auf so eine Plattform wie Twitch gehört. Das ist so... weiß ich nicht. Müsste ich mir ein bisschen länger Gedanken zu machen. Das ist... also ich finde es... nee. Ich meine, das ist echtes Geld, was sie da ja immer... Das ist so mein erster Gedanke. Ist das echtes Geld, was sie da verspielen? Du kannst es zu echtem Geld. Ja, du kannst es zu echtem Geld machen. Ja. Also, und dann ist das so... Nee, halt die hauen da manchmal, die Großen, die hauen da manchmal Summen rein, da wird's der... Ich weiß nicht, das ist so ein Vorleben von dem Leben, das ist genauso wie alles, wie heißen diese komischen Soaps, ne? Wer wohnt in der WG in einem Loft von 200, 300 Quadratmetern, ne? Und der eine ist Rosenverkäufer und der andere sonst was, wo du dir denkst, so, es ist halt so oft fernab der Realität. Es ist, ich weiß nicht, ich bin für Glücksspiel so. Wobei eine gepflegte Runde Poker, wenn man alle zusammen an dem Tisch sitzt, wirkt das irgendwie anders, als wenn das so im Netz. Das sind ja die Mädels, ne, die dann so hübsch präsentieren und dann die Karten da noch so rausgeben. Och, wo kommt die Karte? Nein, also es wird ja schon professionell gemacht, aber es ist halt was fürs Auge und ich halte da nicht so viel von. Wie sieht das bei dir aus? Ja, auch junge Menschen gucken das ja. Ich meine, Twitch ist ab 13 Jahren, ne? Und oh ja, guck mal hier, ne? So funktioniert ja, mach ich auch mal. Ne? Es ist. Nee, ist wie Alkohol trinken und rauchen. Muss nicht unbedingt sein. Auf Twitch weiß ich nicht, muss nicht unbedingt sein. Schwierig. Als Erwachsene kann ich das, ja. Ne? Ich habe jetzt kein Problem, kein Suchtproblem in der Hinsicht. Also. Nicht in diese Richtung. MMOs. Ja, das ist eine andere Sucht. Aber da kann ich mich. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Könnt, weiß nicht. Weiß nicht. Also Twitch gucken ist nicht ab 13. Sich am Twitch-Chat beteiligen ist doch ab 13. Lies mal die TOS richtig, bitte. Twitch ist ab 13. Ich kann mich mit Kindern vor Twitch setzen und Twitch gucken. Lies bitte die TOS, Terms of Service, und such dir genau das raus, bitte. Danke. Ja, aber du kannst es ja nicht verhindern. Du kannst es nicht verhindern, aber dort steht explizit drin, dass die Teilnahme und das Sehen auf Twitch ab 13. Slappy sagt ja nur, er kann sich mit dem 8-Jährigen hinsetzen und Twitch gucken. Ja, natürlich, das kannst du ja machen, du, solange die Person das Aufsichtsrecht einhält. Heißt das? Du weißt, ihr wisst, was ich meine. Natürlich. Das geht ja, aber es geht ja darum, dass auch andere alleine zugucken. Da ist halt wieder die Frage, wie sehr nimmst du als Entertainer deine Verantwortung wahr? Das zum Beispiel ist auch so eine Frage, die sehr ist. Das ist alleine schon viel zu schwierig, da kannst du ja allein schon in die Gewaltschiene gehen. Ich habe, wenn ich jetzt Bock habe, irgendein Spiel ab 18 zu spielen, dann kann ich nichts anderes tun, als einen Haken in meine Option zu setzen, dass ich am Anfang meines Streams das bestätigen muss, dass du 18 bist. Das kann aber jeder. Ja, eben. Und das ist alleine ja schon völlig falsch eigentlich. Ich will das ja gar nicht. Ich will ja verhindern, dass unter 18 Leute mir zugucken. Aber ich kann es gar nicht. Ja. Das ist hart, finde ich. Das ist halt so eine Sache, wo ich auch, weiß ich nicht, seit Jahren irgendwas gerne hätte, wo Leute das halt angeben müssen, dass das nicht funktioniert. Weil ich nehme meine Verantwortung sehr ernst, sag ich mal. Ich rauche zum Beispiel, ich trinke nicht vor der Kamera, also weil ich nicht möchte, dass Leute sich das abgucken oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber auf der anderen Seite, das ist halt auch so eine Doppelmoral, weil du spielst dann halt sowas wie God of War und zelebrierst das, als wenn
dass der größte Hollywood-Film von den Teletubbies geworden ist, ja? Und dann sitzt du da, du schreist, du liebst das und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite rauchst du nicht vor der Cam. Und dann denkst du dir auch so, wow, was für eine Doppelmoral. Aber du kannst es halt, absolut, nicht, du kannst es halt nicht ändern irgendwie. Es ist wirklich ein schwieriges Thema, solche Sachen zu unterbinden. Und ich glaube, da hilft auch nicht nur reden. Da kann auch Twitch nichts dran ändern. Ja. Das müsste dann erst irgendwie von irgendeiner Weltpolitik, keine Ahnung, geklärt werden, ob es nicht irgendwann so ein Internet-Personalausweis oder elektronischen gibt. Kannst nur verschärfen, aber nicht verhindern. Ja. Das ist das Problem. Hm. Wird aber immer so sein. Das wird die nächsten 50 Jahre noch schon ein schwieriges Fall. Thema sein. Wie stehst du zu dieser Glücksspielgeschichte oder hast du da irgendwie gar nichts zu sagen, Wolf? Also das, was diesen ganzen CS-Leuten passiert ist, vollkommen gerechtfertigt. Sorry, da bin ich knallhart. Ist nicht richtig, was selber zu verantworten, Ende der Geschichte. Und zu dieser Poker-Geschichte bin ich kein Fan von. Ich habe das auch ganz kürzlich erstmal irgendwo gesehen, dass man tatsächlich in so richtige Online-Casinos gehen kann, wo tatsächlich dann echte Croupiers sind. Mhm. Die wirklich über Twitch interagieren mit dem bescheuert? Ja, das ist voll im Jahr 2000. Nein! Ich nicht mal, dass ich Zeit dafür hätte, mich mit sowas zu beschäftigen, ja. Aber willkommen im Jahr 2016, dachte mir, wie gruselig ich dachte. Ich dachte erst, das ist halt eine Aufzeichnung oder so ein geskriptetes Spiel. Und habe ich aber gesehen, weil dann habe ich irgendwie ein Video geswitcht und dann habe ich exakt dieselbe Tussi, die bei dem anderen Stream gerade war, da gesehen. Dachte mir, okay. Das ist meine Bestätigung, das ist ein geskriptetes Programm. Und dann gucke ich rüber und dann haben die wirklich in den 5 Minuten, wo ich den Channel gewechselt habe, zufälligerweise ist die Tussi genau darüber gegangen, wo der andere Channel war. Dann dachte ich mir, wow, okay, erstmal, das ist ein krasser Zufall, aber dann egal. So. Und nein, finde ich nicht gut. Weiß nicht. Allgemein alles, was da mit echtem Geld zu tun hat und pipapo, ich finde das auch krass, dass das so hart zelebriert wird von den Leuten, die zugucken. Was gibt dir das eigentlich, frage ich mich da an der Stelle. Was ich okay finde, wie Sally auch schon gesagt hat, wenn man selber an der Runde sitzen würde zum Beispiel, wenn ich die Möglichkeit hätte zu streamen, wie ich zu sechst an einem Tisch sitze mit meinen Kumpels und wir mit normalen Poker-Chips spielen würden um nix, dann fände ich das vollkommen okay, weil Poker ist an sich ja ein cooles Spiel. Ja. Oder wenn es im größeren Rahmen wäre, dass ich sage, von mir aus geht's um echtes Geld, aber nur aus Charity-Zwecken. Dann ist das auch in Ordnung. Aber nicht zur persönlichen Bereicherung oder zur Aufgeilung von irgendwelchen anderen Menschen. Aber das wäre ja auch wieder Doppelmoral, weil Charity ist ja dann auch wieder Geld, weißt du? Also, verstehst du, wie ich meine? Das wäre ja, aber da bereichert sich ja keiner. Ja, doch schon. Da wird schon, denke ich mal, noch was in die eigene Tasche. So. Ich weiß nicht, wie das ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hätte, sowas zu veranstalten, dann würde das ja nicht passieren, zum Beispiel. Mhm. Mag unmöglich sein. Kann man sowas tolerieren, denke ich. Also es gibt ja wirklich schon, es gibt Leute bei Poker, die da wirklich sehr etabliert sind, die richtig Schmott drücken, also richtig penunzen und dann so drei, vier Tische spielen, Online-Poker-Turniere und sowas. Es ist halt so, Poker ist halt das Kartenstrategiespiel, was es gibt halt so. Und ich, keine Ahnung, das ist für mich auch so. Ja, weiß ich nicht. Für mich hat das da nichts zu suchen. Zumal es ist halt, ich sag mal, es wird halt um Summen gespielt, die für einen normalsterblichen Menschen, die sind überhaupt nicht greifbar. Also wenn ich mir, ich mir Leute ansehe, die einfach so an einem Abend 15.000 Dollar verjucken, fernab der Realität. Und da das Leute noch so für donaten, um den Betrag wieder aufzufüllen, das ist halt wirklich fernab von Realität. Und also ich sag mal, es gibt kleineren, jüngeren Menschen, auch naiven Menschen, ein falsches Bild vom Leben. Und halte ich echt für grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da geht's bei CSGO los und im Online-Casino hört's auf. Also, Beim Casino heißt es immer, die Bank gewinnt immer. Und das darf man halt nicht vergessen. Also, wenn man sich sowas anguckt und dann sich abgucken möchte, irgendwie das, oder den Jungs jetzt zum Beispiel bei Syndicate und Teamaten, die halt
komischerweise immer gewonnen haben und super viel Geld damit verdient haben. Und wenn es mal schlechter lief, dann hatten sie off-Stream oder off-Cast mal eine Glückssträhne, komischerweise. Hatten wieder voll viel Geld und dann konnten sie dafür wieder im Video drum spielen. Die waren halt die Bank. Sie haben ja als Bank gespielt. Und wenn ich jetzt da selber mitmache, dann darf ich da halt nicht vergessen, dass es auf jeden Fall ein Verlustgeschäft ist. Je länger ich halt spiele. Poker im TV ist doch nichts anderes. Doch, im Fernsehen ist nicht Twitch. Twitch ist interaktiv. Das ist nicht das Gleiche, in meinen Augen auf jeden Fall nicht. In dem Moment, wo jeder sich hier am Chat und so mit auch am Stream beteiligen kann, ist das nicht wie Fernsehen schauen. Dann ist das nicht wie Stefan Raab und hier das Pokern, sondern das ist wirklich etwas anderes. So sehe ich das. Das würde ich gar nicht sagen, weil im Endeffekt ist es genau dasselbe. Weil es geht immer nur um das Geld. So. Aber zum Beispiel sitzt doch auch keiner vor dem Fernseher und guckt XY Pokershow und wenn da irgendeiner ein Blatt gewinnt, sitzt er zu Hause und sagt: Yes! Jawohl! Geil, dass er gewonnen hat, Mann! Wo ist mein Paypal-Konto? Ich schicke ihm jetzt 100 Euro an sein Postfach, wenn ich eins finde. Aber auf Twitch, wenn er gewinnt, rasten alle aus. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Ja, das ist diese Stimmung, die geschaffen wird in einem Stream. Das ist ja, so ein Chat ist ja auch, ne, ich sag immer so eine Masse, dass das nimmt dann mit und das hypt dann mit und dann wird man auch mitgezogen in dem Moment, wo man so ein bisschen nüchtern sich das anguckt und dann so, yay, ne? Ich glaube, bei manchen Sachen kann man sich dann nicht entziehen. Also, wenn man da nicht so, was heißt charakterstark, aber ihr wisst, was ich meine. Und das funktioniert bei Fernsehen halt nicht. Da kommen irgendwann, wenn die Werbung kommt, beantworte mal die Frage, heißt es das Auto im Heuhaufen oder die Nadel im Heuhaufen? Ja, und da so kriegen die ihr Geld rein. Das Auto. Aber, ja, beantworte die Frage. So kriegen die halt ihre Donations rein. Aber Twitch ist da wirklich, das ist anders. Ich sehe das nicht wie im Fernsehen, das ist nicht das Gleiche für mich. Ich schon, weil, weil die zugucken, egal, also der Hype, ja, da gebe ich euch recht, aber die Leute, die Poker gucken, die denken auch, dass sie im Fernsehen auch Geld machen können. Und dasselbe ist Twitch auch. Ich hab auch mal Poker geguckt. Es ist nichts anderes. Was ist das denn? Es ist genauso wie vorhin stand im Chat auch Tennis. Ich meine, jeder kann nicht Tennis spielen, okay? Punkt. Also ich denke nicht, dass irgendwie... Wenn wir jetzt 100 Personen nehmen, die dich Wimbledon angucken, weiß ich, wer da gerade Nummer 1 ist. Ich glaube, der Tscheche und Federer oder wer auch immer. Das Tscheche. Jetzt. Serbe, Entschuldigung. Er ist übrigens cool, der Serbe. Mir fällt sein Name noch nicht ein. Djokovic, danke. Das hört sich an wie Schokolade auf Tschechisch. Djokovic. Okay. War nicht böse gemeint. Ich denke, dass das da bei diesen Geschichten. Glücksspiel ist halt so. Einfacher zugänglich, würde ich sagen. Dieses Geld ist einfach einfacher zugänglich. Und Glücksspiel steht schon nicht seit Jahren und der Leuchte. Ob das jetzt im Fernsehen kommt oder auf Twitch, das ist halt die Leute, die es verteidigen und sagen, ja, es hat eine Daseinsberechtigung, es ist legitim. Das sind Menschen, die nachdenken können. Okay, das sind Geister, die gefestigt sind und vielleicht auch mal nicht nur von vorne bis Facepalm denken, sondern auch mal um die Ecke rumgehen. Und dann gibt es aber wieder andere, und das ist die große Masse, glaube ich, die einfach so, Poker, 100.000 geschafft, ey. Das ist die andere Masse. Und da glaube ich, deswegen finde ich das immer sehr gefährlich. Und gerade bei Twitch ist es halt so, wie Wolf das schon gesagt hat, da ist es ein ganz anderes Feeling. Da ist das halt, du guckst dazu, der Chat ist gehypt. Ich sag nur Bob Ross, okay? Ich meine ganz ehrlich, wer von den Leuten guckt sich Bob Ross an? Die Leute gucken Bob Ross, weil im Chat Ruined steht, Ruined oder sonst irgendwas. Ohne Scheiß, das finde ich auch gerade sehr geil, weil das vorhin auch gerade im Chat stand, so von wegen, wer würde denn Bob Ross gucken ohne den Chat? Ja. Also ich hatte auf Twitch mit Bob Ross keinen Spaß wegen dem Chat. Nicht? Ich hab den Chat nicht geschaut. Ich fand das genial. Absolut aus. Ich guck's wegen Bob Ross. Richtig. ASMR. Genau, danke. Der Chat hat das für mich noch so mit einer Kirsche versehen, weil das echt witzig war. Also ja, manchmal ist es witzig, aber manchmal auch nicht. Eben. Am Anfang. Ja. Weil ich Bob Ross auch nicht gekannt habe. Ne? Und dann so, oh Gott, ruiniert. Und oh Gott, was hat er denn gemacht? Und dann,
Aber er lief ja doch eine ganze Zeit lang und da habe ich gar nicht mehr so auf den Chat geachtet, weil es halt die ganze Zeit sich nonstop wiederholt hat. Ja, eben. Ja, das ist wohl richtig, aber so entsteht halt, also ein Twitch-Chat muss man, so wie Sali sagte, mal als homogene Masse sehen. Das ist eine Herde Wildtier, die losrennt. Und die kreiert Hype. Und Hype kreiert manchmal Dinge, die man nicht kontrollieren kann. An euch da draußen, wer hat schon mal bei einer Donation Train donated, obwohl er eigentlich gar nicht donaten wollte? Fragt euch das mal. Ich bei dir heute. War aber keine Train. Ja. Ich wollte noch irgendwas sagen. Achso, wegen den Casinos. Es gibt halt einen Grund, warum diese ganzen Casinos halt reguliert sind. Staatlich und politisch und weiß ich nicht wie. Das ist halt das Problem an diesen CSGO-Gambling-Seiten, dass die halt eben nicht reguliert sind. Und die müssten halt mal so langsam, also eben aus Schutz vor eben diesen Leuten, die davor sitzen und sich denken, oh, ich kann gefiedern. Also wenn wir jetzt vergleichen, echte Casinos, ne, ich weiß nicht, ob man das bis jetzt geändert hat, aber so vor 10 Jahren war das noch so, dass du erst ab 21 ins Casino durftest. In Schweiz vielleicht. Nee, das ist so ab 18. Auch. 21. Bei uns war es auch ab 21. In Deutschland war ab 21. Also Casinos, jetzt auch Spielhallen. Casino. Spielhallen Nein, sind nicht Spiel, 18. Ein Casino. Ja. Okay. Ein Casino ist Eintritt ab 21. Und du das kann sein. Also, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber hat auch seinen Grund. Ja. Ne? Das ist nicht, wenn wir so ein bisschen gucken. Und deshalb ist ja, ne? Wie macht er? Was denn? Nee, ist schon gut. Ich weiß aber nicht, mach du. Entschuldige, weil Dizzy, du vorhin doch meintest, von wegen, dass du gar keinen so großen Unterschied zwischen Twitch und einer Fernsehübertragung zum Beispiel siehst. Mhm. Wie das eigentlich schon der Name ist, im Fernsehen ist es doch einfach nur eine Übertragung des, ich sag jetzt mal Sports, ja? Dieses Kartenspiels. Aber bei Twitch ist es eine Persönlichkeit, die du hast. Und wo du eigentlich gar nicht mal zwingend wegen dem Pokern an sich mitguckst, sondern wegen der Persönlichkeit, die das tut. Und ich finde, dass das schon ganz andere Welten sind. Stimmt, wenn mich der nervt, der da ist, zack, dann schalte ich halt nur in dem Bereich weiter, aber zu jemandem anderen. Stimmt auch. Okay. Ist immer noch ab 21. Aber ich glaube, die Intentionen sind doch dann immer noch dieselben, oder? Meint ihr nicht, dass die Intentionen immer noch dieselben sind, warum man dann Poker? Um Geld? Nicht? Also bei mir nicht. Ich sehe das anders. Ja gut, aber du bist auch, sagen wir mal, gefestigt im Stübchen. Wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass da so viele Tassen wackeln, wenn du dich bewegst. Wenn du verstehst, wie ich meine. Und klar, im Pokern, bei den Turnieren und im Fernsehen, klar hast du da auch Stars und so weiter. Aber denen bist du ja nicht nah. Die wissen nicht mal, dass du anwesend bist. So, okay, bei den ganz großen Leuten auf Twitch wissen die das auch nicht per se. Aber ne, so wie bei dir zum Beispiel. Will. Ja, weißt du, nee. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und, das ist schon vollkommen anders. Ja. Ja. Ich lese den Chat auch nie. Was? Abgehoben. Kann ich verstehen. Hat ja auch keinen Sinn. Ja. Casino-Zutritt ist abhängig vom Bundesland in Deutschland. Die meisten sind ab 18, schreibt mir gerade Boggy. Also in das Bayern ist es 21, safe. Okay. Baden-Württemberg 21. Ich guck gerade mal nach, Mecklenburg. Ich wohne in Sachsen seit 10 Jahren und guck immer noch nach Mecklenburg. Läuft bei dir. Aber so oder so, ne? Spielhallen sind auch für mich nicht Casinos, aber halt das Gleiche. Also du darfst auch nicht irgendwie als 17-Jähriger dich an einarmigen Banditen setzen und solltest du auch nicht. Solltest du allgemein nicht als 30-Jähriger nicht an einarmigen Banditen. Ja, und dann vergleich jetzt aber mal CSGO-Skin-Gambling-Seiten, wo du einen Coin würfelst mit einem einarmigen Banditen. Das ist im Prinzip exakt das Gleiche. Ich möchte kurz mal, ich weiß, Wikipedia zitieren, Entschuldigung, Wikipedia, aber hier könnt ihr auf dem Bildschirm, könnt ihr sehen, wie die Dings sind. Also Bayern und Baden-Württemberg sind die einzigen beiden Bundesländer, wo es 21 ist. Das ist immer. Oh, alle anderen. Ich habe in Baden-Württemberg immer gelebt. Alle anderen sind ab 18. Was machen in Baden-Württemberg nicht sogar die Tanken irgendwie ihre Schränke zu ab 10 oder so?
Nee, das ist in Mecklenburg-Vorpommern auch so. Oh Gott. Ich war da in mal grässlich. Kommst du abends nach Hause ins Hotel, nach einem Tag arbeiten und dann kannst du noch nicht mal irgendwie den Getränk kaufen. Nee, ist ein NRW. Also. Nee. In NRW ist immer offen. Ja, ich weiß. Habe ich schon gesehen. Ihr spielt einfach andere Personen, Entschuldigung. Okay, macht nichts. Ich musste halt essen, Entschuldigung. Deswegen sollte man nie essen in der Vorbereitung. Wen haben wir denn jetzt wo? Wer spielt denn jetzt wen? Oh, ich bin die Sally. Wolf ist... Wie was? Geil ist das denn? Ja, ist doch endlich habe ich mal die Brüste, die ich verdient habe. Endlich, seht ihr, das machen wir halt. Streamer der Woche wird heute ein Rollenspiel. So, also easy peasy. Easy peasy, Streamer der Woche wird Rollenspiel. Das haben wir doch easy, locker und fluffig gemacht, so. Warum muss ich denn dieser Slapsticker schon wieder sein? Ach nee, ich bin Wolverus. Nee, du bist Wolf. Vor allen Dingen, ich bin nicht selber. Ich muss mich selber spielen, das ist cool. Ja, toll. Ich bin fein raus. Ne? Ich bin auch der schlechteste Schauspieler von allen. Entschuldigung. Wollen wir dieses Thema so im Raum stehen lassen? Weil toll. Ich glaube, wir haben das ja nun ausführlich behandelt. Ja, wer sich nochmal einen guten Überblick beschaffen möchte auf Englisch, der guckt mal bei H3H3. Du könntest ja währenddessen das Video mal raussuchen, wäre doch nicht schlecht, oder? Ja, das könnte ich ja mal machen. Ja, toll, du machst ja sonst nichts gerade. Ja, mach eben. Das mal. Und lass uns jetzt auch was essen. Nein, ich sag's dir, esse nicht beim Arbeiten. Da kommt nur Mist bei raus. Blaue Balken, vertauschte Kameras. Weißt du, das macht halt jedes Mal, müsst ihr euch vorstellen, einen echt schlechten Eindruck, wenn man einen Gast hat, ja? Das sieht so unprofessionell aus. Aber das macht auch den Charme, glaube ich, aus vom Plankenschnack. Versuchen wir es mal so zu verbuchen. Jetzt haben wir doch Social Eating, da hast du mehr Zeit, das mal zu üben. Nee. Da ist der Link von Kartoffelkatze, danke. Nee, ich esse nicht vorm Stream. Irgendwann vielleicht, wenn ich dann wieder sportlich fit bin, so, dann vielleicht, aber jetzt gerade nicht, nein. Die Bits, meine Damen und Herren. Wie ist denn da so der Gemütsstand bei euch? Achso, hat man mich gehört? Ich glaube nicht. Ne? Nee. Ich sehe das neutral, habe ich gesagt, sorry. Jetzt schon wieder das Volumenpedal auf unten. Ich bin da relativ unentschlossen, was das betrifft. Ich habe jetzt momentan nicht vor zu spenden, aber ich hatte, als ich das erste Mal auf Twitch gekommen bin, hatte ich auch nicht vor, Geld zu spenden und habe dann erst ein Jahr später damit angefangen. Von daher, das wird sich wahrscheinlich dann in Twitch hinein implementieren, wenn es alle haben, und irgendwann wird man dann das auch das erste Mal den ersten Bit sich kaufen und spenden, und dann zieht sich das dann doch wieder rein irgendwie. Die Sache ist erstmal die, haben sich alle darüber belesen? Sind alle im Bilde von uns Vieren? Von uns Vieren, aber wollen vielleicht sind ja Leute im Chat, die noch nicht ganz gelesen genau sind. Darum geht's, deswegen habe ich gefragt. Immerhin sind wir hier bei HCDC. Holy Schmidt. Bitte was? Hast du gerade meine Community beleidigt als unbelesene Menschen? Siehst du, was ich meine? Deswegen kommt ihr in den Chat und dann? Deswegen gehe ich samstags nie feiern. Jetzt wisst ihr warum. Warte mal kurz. Bin ich nicht der Arsch, der die ganze Zeit Quellen postet, andauernd irgendwelchen Schnodder bei Twitter, dass die Leute sich das durchlesen, und dann sagst du sowas, Slappy? Ich weiß ja, wen ihr die nächsten paar Tage im Stream nicht mehr guckt, ja? Gleich mal Unfollow drücken, Freunde der Sonne. Hier. Da unten ist er. Und unsubscriben, nicht vergessen. Ja. Oh Gott, wie kannst du denn sowas sagen? Vor allen Dingen sagst du das von der Community mit einem Altersdurchschnitt von 30 bis 50. Okay? Da ist nichts mit vergessen wir, weil wir betrunken sind am Sonntag. Die sind alle straight im Leben. Jetzt ist vorbei. Straight edge. Was sieht da aus? Bits, möchte das jemand von euch zusammenfassen oder soll ich das fix in zwei Sätzen verpacken? Ich kann das auch fix in zwei Sätzen verpacken. Nee, du hast verschissen. Also. Warum? Weil ich belesen bin? Ja. Mach doch mal, Slappy. Bits ist eine eigene Währung, die quasi jetzt Twitch einführt. Momentan läuft da ein Beta-Test mit ein paar Erwählten, tatsächlich aus Erwählten, nicht Ausgewählten, kann man schon fast meinen, Streamern. Zum Teil die größten Streamer, zum Teil Leute, bei denen das ganze Bit-System relativ gut reinpasst, wie zum Beispiel hier dieser Musiker, ich habe seinen Namen vergessen, dieser ich sag mal Opa aus dem... Der Piano-Man. Der Piano-Man. Piano-Man. Ja, Impro-Man oder wie er heißt. Ja, genau.
Genau, bei dem, weil es halt gut passt, ne? Er spielt halt Musik und da passt das Cheering auf jeden Fall ziemlich gut. Und solche Leute halt, mit denen läuft gerade der Beta-Test und das ist im Prinzip, du kaufst erst die Bits als extra Währung, virtuelle, bei Twitch über Amazon Payments und kannst die dann teilweise auch einzeln, also du kannst auch ein Bit in Chat reinsetzen und dafür kriegt dann halt eben der Streamer, so wie ich gehört habe, momentan 1 Cent pro ein Bit, also Dollar-Cent, nicht Euro-Cent. Kannst natürlich vollkommen übertreiben und dir 10.000 Bits kaufen und die für in einer Chat-Nachricht direkt alle wieder verballern bei einem Streamer, bei dem den du sehr gerne hast. Es ist im Prinzip eine dritte Art, den Streamer zu unterstützen, was den Vorteil auch gleichzeitig hat, dass Twitch daran mitverdient und eben nicht wie bei den Donations PayPal. Was manche als schlecht ansehen, weil die Twitch dadurch vorwerfen, sich daran zu bereichern zu wollen. Aber ehrlich gesagt, ich unterstütze lieber Amazon und Twitch als PayPal, wenn ich ehrlich sein soll. Aber das ist nur meine Meinung. Hast du gesehen, wie viel? Wie viel? Ja, das kommt halt, ne, du kaufst halt die Bits für, wenn du, ich glaube, 100 Bits kaufst, bezahlst du 1,40. Das heißt, 40 Cent gehen noch obendrauf an Twitch-Amazon. Das passt ja, aber ist bei PayPal bei einem ungefähr dasselbe. Es aber ist später. Es ist eine Staffelung. Und umso mehr Bits, umso weniger. Oh. Bei 308 Dollar kriegst du gerade mal 250, also was heißt gerade mal, $250 gehen an dich. Das ist immens viel. Das heißt 90%. Moment, was heißt gehen an dich? Die Abrechnung kommt ja nicht beim Spenden an den Streamer. Die Abrechnung kommt, wenn du sie dir kaufst. Quasi. Ja, also. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand so viel kaufen möchte, weil er einen bestimmten diesen Betrag quasi ja dir geben würde, wolle. Ja. Ja. Also wenn du sagst, ich möchte, dass er 250 Euro kriegt, oder Dollar kriegt, dann muss er aber für 308 einkaufen. Das ist rechnen sehr viel Geld. Ja, natürlich, das staffelt sich halt, ne? Wenn du 1 für 1,40, also 100 für 1,40 kaufst, dann hast du halt 200 für 280. Und wenn dann eben 81% quasi von dem nur an dich gehen und bei PayPal sind es dann 99%, dann musst du dich schon fragen, Jetzt kommt aber wieder das kleine, feine, mittelschwere Aber, woran wieder keiner denkt. Die Seite bezahlt sich nicht von Sonnenschein und Fürzen. Sicherlich. Ich stimmt auch. Es sagt ja auch keiner, dass Twitch dafür kein Geld kriegen soll, um Gottes Willen. Ich bin da sogar voll dafür. Was ich jetzt kurz mal anbringen möchte, ist, nehme einen normalen Donation-Betrag, sagen wir mal, von 2 Euro. Wie viel wird von PayPal und von deinem jeweiligen Donation-Dienst abgezogen? Denk mal. PayPal sind es, glaube ich, 79% und Twitch dann 75%. Also da tut sich nicht viel bei so kleinen Beträgen. Und wir gehen von kleinen Beträgen aus, nicht von großen. Bei großen sagst du. Bei großen, ja. Ich weiß ja nicht, wenn bei dir die Leute immer Fuffis reinknattern, dann kann ich das natürlich verstehen. Aber darauf will ich nicht hinaus. Nein, Moment, aber ich verstehe jetzt was nicht. Das ist doch eine prozentuale Aufstaffelung und je mehr derjenige eben an Bits kauft, umso weniger Prozent bezahlt. Also umso weniger Prozent nimmt ja. Das ist der Einkauf. Mhm. Es geht aber jetzt, das ist an den Streamer. Jetzt hast du deine Bits so und jetzt möchtest du deine Bits ausgeben. Genau. So, und es geht darum, was am Ende beim Streamer ankommt. Ja. Darum geht's gerade. 1 Cent ein Bit. Kommt beim Streamer an. Für ein Bit kriegt er 1 Cent. Genau. Da wird nichts mehr runtergezogen. Das bei ist der Abrechnung. Das ist das, was Twitch so schreibt in ihrem. Aber denjenigen, der das Bit kauft, zahlt ja nicht nur 1 Cent. Nee. Das stimmt. Ja, natürlich, aber das ist ja auch der. Du musst ja immer rechnen, du hast den Dienst von Amazon. Den Dienst von Twitch. Das. Also da kommt schon, also ich meine, natürlich ist das, wenn du das nachher hochrechnest, wenn du in Saudi-Arabien tanken gehst und den Tankwart bezahlst, bezahlst du bei einem Ami-Schlitten auch mehr. Es wird prozentual, wird es immer mehr sein nachher. Mhm. Und wenn du, weiß ich, wenn du 500 Euro donatest beispielsweise, dann kommt da auch eine ordentliche Summe dazu, die du abgeben musst. Die natürlich aber dazu nicht so hoch sein wird.
Also die werden wahrscheinlich nicht so hoch sein, die Summen, aber es ist völlig normal, dass solche Gebühren wegfallen. Jetzt mal abgesehen davon, ja, von diesen, die Idee an sich. Die ist toll. Ich finde die toll. Ich finde die auch toll, die Idee. Ich finde das schön. Aber die Umsetzung. Es gibt halt, es gab ja so eine große Diskussion, oh, jetzt wird dieses Zwei-Klassen-Prinzip wird halt jetzt viel, viel größer, ne? Weil du bekommst ja vorne an deinem Namen, bekommst du so ein kleines Icon dran. Ganz ehrlich, ich musste dann so in mich reinhorchen, sei, wie ist denn das? Wenn ich donate, ist mir das egal, ob das angezeigt wird in einem Stream oder nicht. Das ist mir wurscht. Aber wenn ich irgendwo resuppe, ist das eigentlich nichts anderes. Ich bezeige mit einem Resub in diesem Moment, wo ich den abdrücke, sagen wir mal 17 Monate, in diesem Moment sage ich, hallo, schau mal, ich zahle schon 17 Monate 4,99 Dollar hier. Was anderes sage ich, ich unterstütze diesen Streamer jetzt schon 17 Monate und ich bin darauf stolz. Und ganz ehrlich, ich gehöre zu den Menschen, Donations und so interessiert mich nicht, aber auf meinen Resub bin ich stolz. So, dass Ja, ich schon voll. so, ja, ich bin da stolz drauf. Und darum finde ich es nicht schlimm, dass es, ich meine, das ist ein Zusatz. Es das heißt ja nicht, oh mein Gott, ihr müsst jetzt alles andere abschaffen und nur noch mit Bits, die da reinkommen, sondern es ist ein Zusatz. Und ich finde das eigentlich, es gibt Leute, die wollen zeigen, dass sie einen Streamer unterstützen. Es Ja, gibt das ist ja Leute, auch die gut wollen so. das lieber, ne, so unterm Tisch, hier hast du was. Und es gibt halt auch Leute, die wollen das zeigen. Und die haben dann dieses kleine Icon da vorne dran. Und das ist ja egal, wenn du jetzt in diesem Monat, sagen wir mal, ein Bit hingegeben hast und im nächsten Monat 100 Bits, summiert sich das ja. Das ist so ein bisschen wie Trophäen freischalten vorne dran, dass sich die Farbe von dem Icon, ja, die Farbe von diesem Icon vorne, ich finde das nicht schlimm. Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, hast du dieses Icon dann überall und nicht nur da, wo du den Bit gesendet hast. Nein, 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 nein. nein, nein, Nur in im dem Kanal. Chat. Nur im Nur Kanal. in dem Ja. Chat. Nur Ja. in dem Hast du ein Chat. eigenes Icon dann Ja, nochmal? genau. Genau. Und das kann man aber auch ausstellen. Das Gott geht sei auch. Dank. Das kann man auch ausmachen. Und du Als danke, liebe Kartoffelkatze, dass du das sogar schon auf Twitter beantwortet hast, weil da dachte ich mir, wenn man das nicht ausstellen kann, raste ich Nee, aus. kannst du Und zwar ausschalten. aber auch als Chatter, ne? Also du kannst auch dann auch Ja. ausstellen, Das dass du kannst du die auch ausstellen Badges von lassen. anderen Leuten Ja. nicht sehen kannst. Du kannst auch eine Mindestgrenze als Streamer setzen. Das wird das Erste, was ich sein machen, also machen werde. Die Ja. 100, die einer? Willst du nicht die ganze Zeit einer haben? Nee. Ich habe das in den anderen Streams, ich habe das ja, seitdem das da ist, bin ich viel am Schauen und so. Und das war am Anfang, hatten alle noch einer drin und jetzt haben alle erhöht auf 100, ne? Also Ja. wenigstens 100 Bits. Ich mache Weil das dann. Ding auf 500 hoch, gleich von Anfang an. Ist mir Ja, Sellout! Nö, Das ist warum? mir doch. Find ich in Ordnung. Ne, kann ja jeder selber entscheiden. Wäre, ne, ich, bei mir muss ich ja immer von der potenziellen Möglichkeit, dass ich irgendwann mal Partner sein werde, sprechen, weil ich ja selber kein Partner bin. Aber wäre das für mich, würde das irgendwann zutreffen. Ich würde zum Beispiel auch die allerhöchste Badge für meinen Kanal ausstellen, weil ich nicht möchte, dass Leute bei mir im Chat diese Tausender, 1000 Euro, Dollar-Badge neben ihrem Namen stehen haben. Warum? Wisst ihr, was ich meine? Warum? Nee, das verstehe ich Weil ich überhaupt nicht. das zu protzig finde. Aber jetzt bin ich ein Jahr lang bei dir, Ja. ja? Und ich gebe dir, sagen wir, ein Jahr lang einen Hunderter im Monat. Ja. Dann Alter, ist dann will ich das. aber nach einem Jahr, will ich aber da vorne auch mein Symbol haben, ja? Ja, aber dann bist du bei Nee, mir an der falschen weil Adresse. wenn ich ein Jahr lang einen Also Stream. 100 Euro, ja, aber 1000 Euro finde ich zu viel. Aber es summiert sich doch. Ja, natürlich. Dann kann Aber ich es dann. aber nach 2 Jahren, nachdem die Bits eingeführt worden sind, kann ich das dann wieder aufmachen. Aber ich möchte nicht, dass man daran sieht, dass mir einer in einem Monat 1000 Euro geschenkt hat. Fände ich ein bisschen übertrieben. Ich persönlich. Das ist jetzt kein Appell jetzt irgendwie an Streamer, die das halten sollen. Das kann jeder halten, wie er will. Ich persönlich möchte nicht, dass Leute bei mir im Chat potenziellerweise mit dem 1000 Euro Bling Bling Teilchen im Chatten Also können. da muss ich sagen, da halte ich zu Slappy. Wenn man mich unterstützen möchte, ist das eine super Sache. Es ist wichtig, dass man die Streamer unterstützt, aber ich bin auch der Meinung, dass ich nicht möchte, dass mich jemand unterstützt, weil er geil auf das Badge vor seinem Namen ist, zum Beispiel. Ich will, dass er mich unterstützt wegen meiner Arbeit, für das, was ich tue und nicht, weil er dafür was kriegt, was dann nur ihm gehört. Das finde ich nicht gut. Also, das klingt jetzt arg negativ, aber
Wenn dann... Ich finde das nicht schlimm. Es gibt halt Leute, die wollen das. Du musst ja gar nicht diese Bits, du musst sie ja gar nicht kaufen. Es ist ja, ja, so das Schöne ist ja, er kann das ja dann von sich aus eingestellt haben, solange ich das nicht sehen muss und jemand anders auch nicht, der das nicht will, ist das ja auch vollkommen okay. Ich finde das nicht aber schlimm. Aber trotzdem, ich finde das so, es ist ein Tick too much. Ich weiß nicht, so ein 20., 30., 40. Resub? Ja, aber das siehst du ja nicht dauernd. Und du musst es auch nicht jeden drücken. Monat. Jeden Monat. Ja, aber es gibt nicht. Die Leute, aber es gibt die Leute, die das drücken. Ja, das ist aber, das ist irgendwie was ganz anderes, oder nicht? Weiß nicht, finde ich nicht. Also wenn jetzt jemand zum 24. Mal in Folge subbt, ja, dann kann der da stolz drauf sein, als wenn jetzt einer reinkommt und zum ersten Mal 1000 an den Channel protzt und dann sagt, oh, guck mal hier. Ich weiß, was du meinst. Ja. Also im Grunde genommen, aber, mach du, Entschuldigung. Nee, das ist... Kann ich? Ja. Es ist eh alles nur Geldmaschinerie, Punkt. Hype, mehr nicht. Egal, wer den größten E-Penis hat. Im Endeffekt ist das eigentlich nur eine Hilfe von Twitch, Punkt. Ja, natürlich. Um noch mehr Hype zu kreieren und noch mehr Geld zu machen. Wer da am Ende nachher den größeren Oschi hat im Chat, richtig, ja, ist, spielt eigentlich gar keine Rolle. Weil ja, am Ende... Nee. Lass mich doch ausreden. Ja, ich lass dich ausreden. Am Ende des Tages kriegt der Streamer sowieso genug Geld. Ob Abzüge oder nicht. Weil uns als gepartnerten Streamern verdammt nochmal geht's scheiße gut. Punkt, aus, Ende. Egal, wie viel da abgezogen wird. Egal. Weil die haben so viel für uns kreiert. Eine ganze Maschinerie, womit du Geld drucken kannst, wenn du auch nur einmal deinen Kopf anstrengst. Kannst du. Punkt. Jetzt packen sie noch was oben drauf, wo noch mehr... Penisse gemolken werden. Die ganze Zeit. Immer rein, immer her damit. Woo! Her! Es geht nicht um Content. Für die Leute, die das wollen, da kann man das machen. Für Leute wie Slappy, Wolf und mich, uns interessiert das nicht, weil wir wollen Content kreieren und für den Content bezahlt werden. Bei Sally. Bei Sally ist es nicht so schlimm. Sie möchte aber trotzdem für ihren Content wahrscheinlich, gehe ich mal ganz stark von aus, so wie ich dich kenne, entlohnt werden. Und da ist das halt so eine Sache. Man kann es aufstellen. Man kann es einfach aufstellen und fertig ist so. Für mich. Und das finde ich gut. Für mich. Ich hatte Angst, das geht nicht wie bei dem Allianz Horde Ding. Konnte man das nicht aufstellen? Nein. Doch, man konnte Chatty benutzen und da ging es nicht. Ja, das kann sein. Ja, also aber ich bin fast wahnsinnig geworden. Also es ist halt, das kann man halt wieder sehen, wie man möchte. Das Ding ist halt, was ich wieder ein bisschen. Was mir sauer aufstößt, ist das Potenzial, was daraus entsteht. Nehmen wir doch jetzt einfach mal als Beispiel, hoho, wir haben ein großes Giveaway. Und da gibt's fluchse Köpfe, die einfach eine App programmieren, wie das Giveaway-App jetzt gerade. Nur Leute mit, sagen wir mal, 500 Bits dürfen da mitmachen. Alter, Verwalter, Leute würden töten für eine... Corsair, schieß mich tot, mechanische Tastatur und 200 Bits reinballern. Und dann rechne mal hoch, wenn du so und so viele Leute da drin hast. Das wird aber auch so oder so auf jeden Fall in den Richtlinien verboten werden. Das ist an sich wie ein Sub-Giveaway und soweit ich weiß, ist das auch von Twitch aus verboten, ein Giveaway nur für Subs aufzumachen. Soweit ich weiß, ich bin jetzt da nicht hundertprozentig belesen drin. Ich weiß, dass es schon Fälle gegeben hat, auch in jüngster Zeit, wo Leute, denen es egal war. Bei uns? Die machen dann halt einen Sub-Only-Chat auf und sagen, jeder, der mitmachen will, schreibt was in Chat. Das heißt, umgehen die quasi mehr oder weniger die Sperre. Oder, ne? Du kannst es in Europa nicht machen. In Amerika gibt es dafür eine Glücksspielkommission und deswegen, okay, da geht's hier nicht. Achso. Das ist mein Stand. Okay. Das ist mein Stand. Und ich sehe es kommen. Ich sehe genau solche Sachen werden kommen. Und ich weiß, dass da Leute hinterher sind und es wird der Sellout des Todes betrieben werden damit. Aber ist halt die Frage, ist das jetzt so schlimm oder nicht so? Ja. Leute, Das Ding ist weiß halt, ich nicht, Geld wächst nicht auf den Bäumen. Ne? Der eine macht das halt, der andere macht es nicht. Der eine nutzt das und der andere nutzt es nicht. Ob wir das gut finden oder nicht, ist ja was anderes. Aber ja. Viele, viele beschweren sich auch, dass sich Twitch da was nimmt. Ja, das Geld wächst nicht auf den Bäumen. Ich sag nur, dass es mir nicht gefällt. Ich sag nicht, dass es verboten sein sollte. Verboten sollte sowieso so wenig wie möglich sein. Ich hab das jetzt nicht gerade richtig verstanden. Also wenn man jetzt speziell ein Giveaway macht und man sagt, man darf an dem Giveaway aber nur teilnehmen, wenn man insgesamt
200 Bits reinballert. 200. Also rein von der Sache her würde das wahrscheinlich gehen. Das ist ja gar nicht so, wenn ich jetzt gerade überlege, damit umgehst du ja eigentlich dieses, ne, ansonsten, du darfst ja nicht sagen, naja, wenn ihr jetzt hier einen Zehner donatet, ne, dann nee, seid ihr da mit in dem Pool. Das darfst du nicht. Nee, das geht nicht mehr. Aber mit dem Bits würde das in der Theorie funktionieren und dann würde man das wieder entkräftigen. Und das ist eben mein Gedanke. Dass das existiert, ist mir eigentlich relativ egal. Aber mein Gedanke ist eher, dass man da wieder andere TOS aushebeln könnte. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Zum Beispiel. Ja. Und es ist seit 2014 ist dieses Donate mir 5 und du bist in einem Pool drin verboten, zum Beispiel. Und auf das, Twitch? Ja. Und das könntest du aushebeln. Damit. Und da gibt es noch so viel mehr, was du machen kannst. Das hört gar nicht mehr auf, so viel kannst du damit machen. Ich habe schon so viele Ideen gehabt. Ich wäre ja, also in der Theorie, wenn ich ein Arschloch wäre, wäre ich der Sellout-Meister. Ich habe so viele Listen, wie du da, du könntest halt unendlich viel damit machen. Und dann bräuchtest du zum Beispiel auch keinen Donation-Button mehr. Und das geht halt wunderbar runter. Das ist halt so, warum ich dieses Cheering-System eher als zweischneidiges Schwert sehe. Ich persönlich, bin ich ganz ehrlich, ich persönlich hätte viel lieber einen hauseigenen Donation-Dienst. Ich würde das so lieben, wenn Twitch einfach nur zu Hause bei sich einen Dienst anfertigt, wo Leute donaten können. Ist das nicht mit den Bits? Nee, nein. Diesen ganzen Quatsch weg und einen hauseigenen Donation-Dienst. Da mit allem drum und dran, das wäre toll. So, dass du am Ende des Jahres oder am Ende des Monats von denen ein Paket Geld kriegst. Punkt. Ja. Und du bist bei einer Bude, nicht bei zwei, nicht bei drei, nicht bei fünf. Bei einer. Ja, aber was ist jetzt der Unterschied zu den Bits, was du jetzt Der sagst? Unterschied zwischen den Bits ist einfach, dass das überhaupt nur Klimbim-Systeme sind mit irgendwelchen Nachrichten und so. Das ist halt nicht, in meinen Augen finde ich, ist das Cheering-System nicht dasselbe. Und das sind halt schon wieder drei verschiedene Sachen. Du hast, mir zum Beispiel würde das unfassbar auf die Nüsse gehen, wenn du ständig... Du hast einen Sub-Alert, du hast einen Resub-Alert, dann hast du noch einen Host-Alert, dann hast du einen Cheering-Alert. Und das ist halt, für mich ist das einfach nur, und das ist wieder der Punkt, was mich an dieser Cheering-Sache stört. Es ist einfach nur ein Dienst, wo du auch wieder Geld empfangen kannst. Aber das Ding ist halt, bei uns dreht sich schon so viel um Geld. Es ist halt einfach in letzter Zeit alles, und ich schließe mich selber auch ein, es ist einfach immer nur noch Geld, 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 Geld. Und es wird immer mehr und mehr und mehr. Du hast deine Wishlist, du hast das, du hast jenes. Du bist mittlerweile, bist du so zugeschissen mit dem Kack, dass nur noch Alerts kommen eigentlich. Und du kannst halt so viel benutzen. Und das ist, und da ist für mich halt der Punkt, wo ich sage, Cheering, nee. Also ja, es ist halt Daseinsberechtigung, aber es ist dann irgendwann zu viel. Und da würde ich halt hätte ich lieber gesehen, dass sie sagen, okay, pass auf, hey Leute, wir haben hier den hauseigenen Dienst für euch. Auf geht's, let's go. Ihr seid nicht mehr bei Dritten. Und daran könnten sie halt auch ihr Geld verdienen. Und zwar nicht wenig. Aber anstattdessen machen sie dem Ganzen halt irgendwie mit diesem Donate-System, machen sie das Bit-System irgendwie Konkurrenz. Und anstatt sie einfach sagen, hey Leute, passt auf, wir haben das Ding gemacht, kommt da hin, das sind genau dieselben Preise, ich wette mit euch, 90% der gepartnerten Streamer gehen ins Hauseigene, weil da alles dann fertig ist. Punkt. Und da sehe ich schon wieder diese Diskrepanz zwischen diesen ganzen Sachen. Und für mich ist das auch nur ein Donation-Dienst, mehr nicht. Klimbim-Spielerei mit Hype dazu kreieren, mit Zeichen und Badges. Ist das? Also ich persönlich muss sagen, ich finde es besser, dass es halt noch eine dritte Sache ist. Neben den Donations und den Subs. Persönlich. Ich wünsche mir noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel die Badges, die Sub-Badges, die halt mit der Zeit besser werden und schöner. Das wäre cool. Also ich weiß, dass man es nicht machen wird, aber was wäre, wenn man jetzt laut Richtlinien von Twitch keinen Donation-Button mehr führen dürfte? Wäre kacke. Ja, dann dürfen wir alle nur noch Bits benutzen. Ja. Man könnte das doch theoretisch machen. In der Theorie? In der Theorie könnte man das wahrscheinlich in die TOS schreiben, aber da wird wahrscheinlich irgendwo ein Gesetz stehen, dass das... Ich glaube nämlich auch.
dann wird irgendwo an irgendeiner Ecke ein Gesetz stehen, weil sonst wäre deswegen das wird das ja auch nicht stattfinden. Aber jetzt mal so als interessantes Thema eigentlich so, wenn man das machen könnte, würde man das bestimmt doch sofort machen, oder? Ja, warum nicht? Klar. Ist doch gut so. Ich ganz ehrlich, ich wäre ein Befürworter dafür. Ich würde es lieben. Alles auf einen Haufen, nur bei einer Bude, ja, eine Abrechnung, hier, leck mich am Arsch, da hast du deine Scheuabrechnung, hier ist dein Geld und fertig, hau ab. Ich würde das lieben. Ich würde das so geil finden. Da wäre ich der Erste, der auf die Straße geht, yes, das Leben hat wieder einen Sinn. Woo, wir sind nur noch bei einer Partei, yes. Und dann können sie meinetwegen auch noch die Amazon-Wishlist können sie auch noch übernehmen. So. Und dann haben wir alles drin und dann können wir abhauen. Das wäre so geil, ich würde das so lieben. Aber nein, sie führen Bits ein. Oh. Ja. Also ich habe eher das Gefühl, dass sie bei Bits gedacht haben, wir brauchen ein hauseigenes Donation-System und haben das halt ein bisschen weitergedacht und haben es dann halt, die haben es natürlich irgendwo abgeguckt, ne, weil dieses ganze, diese ganzen Micropayments, die gibt's auf Streaming-Seiten schon auf der ganzen Welt, schon seit Ewigkeiten. Diese ganzen Social-Eating-Seiten, die halt jetzt neu auf Twitch sind, die gibt's halt schon seit, ich weiß nicht, Äonen im Internet, wo Leute essen und sich dabei streamen und andere Leute ihnen dabei zugucken und ihnen halt eben diese Micropayments zuschicken. Oder noch andere spezielle Seiten, wo Micropayments auch sehr gebraucht werden. Ich möchte übrigens, wo es dann auch zu privaten Streams kommt, wenn jemand genug gestreamt hat. Ihr wisst, wovon ich spreche. War das nicht mit deiner Kreditkarte, wo du, wie hieß du nochmal, Kalle? Nee. Was? Wie hieß du nochmal auf deiner Kreditkarte? Ich? Ja, letzte Sendung. Du hast ach so, Ralle. Oder Ralle. Was? Ja. Aber den Sound hätte ich gerne, ganz ehrlich. Mit meiner Casting-Coach hier. Ich hätte gerne den Sound von diesen ominösen Seiten als Streamer. Von, ihr wisst schon, diesen Cam-Girls aus der Zoohandlung. Hm. Sounds? Mhm. Was? Ich stehe auf dem Schlauch. Na, es gibt doch diesen ganz speziellen Sound hier, diesen von den, ich weiß gerade nicht, wie die Seiten heißen, keine Ahnung, ich bin da nicht. Ich habe wahrscheinlich nicht nennen. Die haben da einen Sound? Ja, wenn jemand donated. Nein. Ach so. Ja, da gibt es so einen ganz bestimmten Sound, Mann. Ich kann den nicht nachmachen. So geht er so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was? Aber den hätte ich gerne, wenn die Bits reinkommen. Wovon ja, jeder, der den Sound kennt. Oh, warte, ich suche das jetzt gerade. Von welchen Seiten? Ich rede hier über diese Einhornseiten, wo Leute Einhörner malen den ganzen Tag. Ich suche den Sound kennst jetzt. Kennst du den? Hä, von welchen Seiten redest du, Dizzy? Du machst mir Angst. Einhörner malen? Ich bestelle mir erstmal eine Kiste Bananen für mein Social Eating und dem Bitsystem. Das mache ich auf meine Amazon-Wunschliste. Lass ich mir eine Kiste Bananen zuschicken. So. Ich finde es leider nicht bei YouTube. Ich würde es euch gerne zeigen. Komisch. Mann! Da musst du wohl bei einer anderen Tube. Kennt ihr alle den Sound nicht? Nee, sagt mir jetzt nicht. Oh, der hat eine etwas größere Streamerin, hat den sogar als Donation-Sound drin. Echt? Der irgendwie so geht das. Und Mann, ich kann das nicht nachmachen. Ich gehe jetzt, ich schäme mich jetzt so. Den Sound. Ja, schäm dich. Den Sound hätte ich halt gerne. Ja, das kannst du ja trotzdem machen. Da kriegst du ihn ja. Mach doch mal. Jetzt. Ich schön an Support eine E-Mail geschickt. Hey, dear Twitch, ich würde gerne diesen wundervollen Sound haben, wenn mir jemand Bits donatet. Ich werde mich auch nicht ausziehen. Ich denke nur, dass das ein sehr nettes Feature sein wird. Ja, du kannst ja eigenen Sound nehmen, ne? Hey, ich glaube, ich habe einen neuen Donation-Sound am Dienstag. sehr gut. Oh Mann. Dizzy, der ist auch schwer nachzumachen. Danke, Dobsi. Wenigstens einer, der zu mir hält. Na, wenn es einer, den anscheinend weiß, von was kennt, du redest. Ja. Ich schicke euch das nachher mal. Nach dem Stream schicke ich euch das mal. Ihr werdet wissen, wovon ich rede. Ja. Aber wie ist denn das? Werdet ihr das benutzen? Oder sagt ihr gleich von vornherein so, nee, ist nicht so meins? Ich würde es benutzen. Mit gewissen Einschränkungen. Schöne Pflaumen. Dali, du hast so schöne Pflaumen. Hast du das, Bananen sind aus, heute gibt's Pflaumen. Entschuldigung, ich bin dann schon. Die sind gerade hineingegeben worden von der. Ja. Denk an die Kirschen. Ich habe schöne Pflaumen, nicht wahr? Vielleicht müsste ich den Sound für sonntags aktivieren, immer wenn du da bist, Dali. Bitte? Kann ja sein, vielleicht ist das ja so eine Nummer.
Ja, ich lasse mir den nachher mal vorspielen. Okay. Hm. Von Stefan, oder was? Nee, von dir. Oh. Oh, jetzt aber du, hallo. Nu, nu, nu. Werdet ihr das benutzen oder nicht? Bits? Ja. Ich lasse mir so ein Glas mit einem Gehirn. Und da fallen die dann rein. In mein Gehirn. Ich nenne die dann Zellen. Gehirnzellen. Nein, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich würde das mal ausprobieren. Paddy, magst du vielleicht den Sound mit uns teilen, wenn du ihn hast? Ich gebe dir auch ein Permit. Ich würde ihn jetzt nämlich gerne hören und auch den anderen kurz zeigen. Aber bitte ohne Schmuddelvideo dazu, ja? Danke. Jetzt aber ein Kappa dahinter. Oh oh. Ach, du hast du hast wahrscheinlich. Ja, Kappa ist für mich bloß so ein Punkt am Ende vom Satz. Das ist, oh nee, er hat wirklich? Kappa hat für mich keine Bedeutung mehr. Das ist ja ein toller Sound. Warte mal. Das ist er? Wait, they might understand right. Say, das kann er nicht sein, oder? Das, was? Doch, genau der Sound ist das. Echt? Ja, genau der Sound ist das. Der ist so wahnsinnig. Was? Ja, so viel Hype für nichts. Wow! Das sind halt so die gängigen Seiten, wo der Alter, Sound halt läuft. Alter, mein Handy hat vor 15 Jahren so eine Soundkulisse gehabt. Jeder kennt diesen Sound und genau dieser Sound kommt aus dieser Industrie, meine Damen und Herren. Jeder weiß, was das ist. Ich kenne ihn nicht, aber gut. Ja, du bist anscheinend nicht mit Ralle auf der falschen Seite mit deiner Kreditkarte. Schön, was da als nächstes Video vorgeschlagen wird. Weißt du Bescheid? Das habe ich schon geschlossen, da habe ich gleich den Ton ausgemacht. Hab ich nicht gesehen. Ich habe es Gott sei Dank nicht angeklickt. Danke, Paddy. Du hast mir gerade einiges an Zeit gerettet. Mach ich mir als Handy-Sound. Als du machst ja einen Ringtone als Handy-Sound? Ringtone. Scheiße. Ja. Ringtone. Wollen wir mal ins Sommerloch gehen, oder? Wir haben Sommer? Ja. Was? Also. Ja. Lasst uns, das ist mir ja vorhin so in den Sinn gekommen. Das ist auch mal so eine schöne Sache. Wir sind ja jetzt gerade im Sommer. Und es gibt ja immer sehr ausgiebige Gespräche. Über das Sommerloch. Wie, ja, ist denn so, wie ist denn so eure Empfindung bezüglich des Sommerloches? Darf ich gerade? Nee. Warum nicht? Nee, wie weil darf du ich? Du schon gefragt hast. Ja, eben. Pflaumen. Nein, hör auf damit, sonst kommt der Klingelton gleich. Oh. Ja, No Man's Sky wurde verschoben, ich hab Sommerloch. Ich hab nicht, ich hab momentan so nichts Neues zum Zocken. Es ist halt, es kommt gerade nichts raus, was mich... Es erscheinen schon Spiele, aber die großen Sachen, auf die ich warte, die kommen halt erst im August. Also für mich ist spieletechnisch momentan Sommerloch. Deshalb ich auch alte Sachen, Minecraft und ja, solche Sachen. Oder gerade eine Woche lang nur kreativ mache, weil ich irgendwie so... Was denn? Warum? Ich habe einen schönen Tweet gerade gekriegt. Perfekte so. Überleitung von Camgirls zum Sommerloch. Also ich fand die auch gut. Es war halt so ein kleines Scharmützel. Wenigstens einer hat mich verstanden. Mach weiter. Bei mir rattert es schon seit 5 Minuten, wie ich den Witz zu Sommerloch bringe. Aber gut, hätten wir jetzt auch also erledigt. Ganz am Anfang habe ich noch gesagt, er sagt Sommerloch und Bermuda-Dreieck in einem Satz. Ne? Und ich fange an, ich war die Einzige, die gelacht hat. Und ihr so, Stream hat angefangen. Und ich, Sommerloch, Bermuda-Dreieck. Ah, ah. Ja, und jetzt hier, nach einer Stunde, eineinhalb Stunden werdet ihr wach. GG. Super. Ja, bitte erzähl doch weiter, Sali. Schön, dass ihr auch schon da seid. Ja, spielt sich. Bananenstream im Sommerloch. Was? Wow. Nein, Loch. Ja. Okay, können wir jetzt. Da war eine Katze. Pussycat. Mach doch deinen Satz zu Ende, Sali, komm. Ich hab vergessen, was ich gesagt habe. Möchte vielleicht sonst noch jemand. Erzählt ihr mal, ich bin raus. Wolltest du jetzt wirklich über Sommerloch sprechen? Ja, ja. Achso, ich dachte, das wäre nur der Witz gewesen. Nein! Nein, ich finde dieses Thema recht interessant. Wolf?
Ja, bitte. Also erstens, ich habe kein Sommerloch, weil Enderall raus ist. Das heißt, ich bin erstmal beschäftigt den Sommer. Und selbst wenn es nicht rausgekommen wäre, meine Liste der Spiele, die ich in Streams spielen muss, ist so unendlich lang, ich habe niemals irgendwo ein Sommerloch. Merkst du das auch gar nicht so von bei deinem Stream so generell? Also, dass im Sommer weniger los ist bei dir? Oder? Da ich ja jemand bin, der eh dauernd was anderes macht, kommt das gar nicht so vor, tatsächlich. Das ist gut. Das ist ziemlich gut. Aber trotzdem sehr schwer zu handeln. Oh, da kann ich die Lieder singen. Ja. Hast du auch manchmal Krisensitzung bei dir hier oben? Auf jeden. Gut. Wollen wir vielleicht darüber auch mal ein Gespräch führen? Oh. Über das Innere? Hey, ich meine, wenn wir schon bei Sommerloch sind, das wäre die perfekte Überleitung. Da kann man mal auf den Tisch legen. Da muss man dann, man kann sich aussprechen, seht das mal so. Und jetzt fällt es auch nicht so auf, weil wir sind zu viert, ja. Man kann in der Masse untergehen. Ich bin der Größte, komm, ich mach mich auch breit. Okay, let's go. Warte, ich lass den Sound gerade nochmal laufen. Slammy, wie ist denn das bei dir so? Sommerloch? Ja. Ich weiß, ja, das ist halt schwierig immer zu erkennen, das Sommerloch, finde ich, bei Twitch, weil Twitch eine Seite ist, die halt ständig auch wächst, egal ob Sommer ist oder nicht. Ich merke das dann immer nur, dass es halt, dass eher die Zahlen als solche eher stagnieren, als dass sie runtergehen. Also die Viewer bleiben nicht weg, aber es wächst langsamer, habe ich das Gefühl. Daran erkenne ich dann das Sommerloch, wie zum Beispiel bei Minecraft, bei so großen Spielen, bei denen natürlich wesentlich mehr los ist als bei kleinen. Deswegen ist es halt schwierig, das Sommerloch als solches jetzt zu sehen. Ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt dieses Jahr und habe das mal ziemlich präzise beobachtet. Und das Witzige an der ganzen Sache ist, dass das Sommerloch eigentlich gar nicht vorhanden ist. Weil das Sommerloch eigentlich nur eine Umschichtung von Viewern ist und Streamern. Aus dem ganz einfachen Grund, weil im Sommer sind Leute draußen. Viele. Nicht alle, wir zum Beispiel nicht. Sieht man ja, wir sind nicht braun. Vielleicht doch, weiß ich nicht. Wolf, gehst du? Okay. Oh, ja, ich bin auch rausgegangen. Also. man geht raus. Aber du hast im Sommer überhaupt eigentlich nichts weniger. Du hast in der Gaming-Industrie, hast du ein Sommerloch? Es gibt nichts. Das ist wirklich wahr. Aber im Sommer kommen die ganzen Indie-Entwickler. Und die nutzen genau das Gap im Sommer. Also wenn ich mir den Release-Kalender auf dem Telefon immer anschaue, den wir ja haben, da ist alles voll. Da ist alles voll mit Indie-Spielen im Sommer. Das ist der Wahnsinn. Kein einziger AAA-Titel, aber Indie-Titel. Und da sind echt gute mit dabei. Also selbst da glaube ich, dass dieses Loch mittlerweile gestopft wurde. Auf Twitch selber denkt man immer, dass man ein Sommerloch hat. Aber das ist einfach nur eine Umstrukturierung. Ihr müsst mal darauf achten, im Sommer lernt ihr super viele neue Leute kennen. Achtet mal darauf. Ich habe zum Beispiel diesen Sommer und auch letzten Sommer super viele neue dazu bekommen. Weil die einfach nicht dem Stream zu gucken, wo sie sonst zu gucken, weil der wahrscheinlich rausgeht oder was auch immer, spielt ja keine Rolle. Aber es ist einfach nur eine Umschichtung. Und dann nachher, wenn es wieder kälter wird oder schlechtes Wetter ist oder was auch immer, sind die Leute alle wieder da. Also dieses Loch ist eigentlich gar nicht vorhanden. Das also ist... Ich habe... Ja, bitte? Nein, das Loch ist gar nicht vorhanden? Ja, das Sommerloch ist gar nicht vorhanden eigentlich. Ich habe... Oh Gott, warte, wie sage ich das jetzt am besten? Oh Gott, bei mir herrscht gerade, also ich habe gerade, nein, das kann ich so nicht sagen, das klingt alles falsch, aber das strengt mich jetzt zu sehr an, da einen gescheiten Satz drum. Also ich habe gerade Sommerloch in mir. Es ist so schönes Wetter und ich habe irgendwie nicht richtig Bock, diese extremen Story-Games zum Beispiel zu spielen. Das ist mir gerade alles zu... Und draußen die Sonne. Bling!
und grillen, yay, und gute Stimmung, ja, und dann so, oh nö, ich will jetzt nicht so eine düstere Stimmung und oh, und Tränen und ich will jetzt so mega Story-Sachen, will ich gerade gar nicht anfassen, das hab ich. Nee, ich beschäftige mich gerade lieber mit kleinen Sachen, so wie dieses Plug-Ink oder Minecraft. Minecraft ist für mich, da geht aber die Zeit so extrem schnell um, aber es ist für mich, diese Story-Sachen, das ist gerade so, nö. Das ist so mein persönliches Sommerloch gerade. Oder mein, ja, weiß ich nicht, ob es mit dem Sommer zu tun. Ich denke, es hat ein bisschen mit dem Sommer zu tun, weil ich sitze da und ertappe mich selber so, ach, ich würde gerne mal raus. Es ist, ne? Ja, ich würde, das sage ich auch momentan im Stream, Stefan fährt irgendwo nach Deutschland, ich so, ich würde da gerne irgendwie mitfahren. Ich will echt gerade, ja, das ist so mein eigenes Sommerloch, was ich gerade habe. Kleine Sachen statt großen Sachen. Na, wir haben doch gesagt, wir tun auch ein bisschen den Geist ansprechen. Ja, das eben. Halt also unser eigenes Sommerloch. Ja. Ich hab das so extrem gehabt, dass ich da gesessen bin und so, ich liebe meine Community und ich habe auch Lust auf meine Community, aber ich habe keinen Bock, diese Fallout. Ich liebe Fallout 4. Es macht mir wirklich Spaß. Das Addon ist toll, aber ich konnte mich nicht darauf konzentrieren. Weiß ich nicht. Und dann habe ich eine ganze Woche lang kreativ gemacht. Und das hat mir gut getan. Eine Woche, ne? Okay, es hat 30 Grad und ich spiele mit Wolle rum, ist jetzt vielleicht auch nicht gerade. Aber es macht mir trotzdem um einiges mehr Spaß, als mich so intensiv auf irgendwelche Story-Sachen gerade einzulassen. So, nö, dann häkel ich mir jetzt ein Totoro. Ja, das ist gerade bei mir. Wie ist das bei euch so, Jungs? Wenn ihr mit eurem, also ich denke mal, im Sommer hat man am meisten mit seinem Geist zu kämpfen, oder? Oder ist das bei euch das ganze Jahr über so? Ja, vor allem, wenn du tagsüber streamst. Bei mir zumindest. Bei mir fällt es weniger ins Gewicht, da ich mehr nachts streame und mir das deswegen weniger auffällt. Ehrlich gesagt. Ja, aber schläfst du dann nicht tagsüber, wenn du nachts streamst? Ich schlafe nicht lang, deswegen. Okay. Dafür siehst du aber echt gut aus, Magge. Dankeschön. Ja. Dafür siehst du echt gut aus, finde ich. Ich kämpfe. Mein Körper hat sich so krank dran gewöhnt in den letzten 3 Jahren. Ist schlimm geworden. Wie viel Schlaf brauchst du? Ja, es kommt ganz so voran. So 3-4 pro Tag, wer weiß nicht. Was? Boah. 3-4 Stunden? Ja. Kommt natürlich ganz drauf an. Aber so unter der Woche, wenn ich dann normal streame, ich schon, ja. Aber das ja, ist wenn man 13 wenig. Stunden am Tag streamt, geht das halt dann anders. Oder ist das echt ungesund nach einer Weile? Hm. Ja, ich sag ja. So, der Körper hat sich so dran gewöhnt, dass es mittlerweile geht. Ja. Willst du machen? Also ich habe auch angefangen und habe bis in die Toten immer gestreamt damals. Und mich hat das, aber weil ich halt eben 6-7 Stunden Schlaf brauche täglich, mich hat das dann irgendwann so angenervt, dass ich halt immer erst um 13 Uhr wach geworden bin. Vor allem im Sommer dann. Dann hat mich das genervt. Aber gut, wenn du 3-4 Stunden schläfst und damit auch umgehen kannst, ich kann damit gar nicht umgehen, wenn ich 2 Nächte am Stück 3-4 Stunden schlafe, dann will ich mir die Kugel geben. Dann kann ich gar nichts mehr. Dann beneide ich dich auf jeden Fall. Oh, so beneidenswert ist das gar nicht. Nope. Absolut nicht. Also, ich würde nicht tauschen. Also, ich würde sofort tauschen, wenn ich könnte. Wollen wir tauschen? Weiß ich nicht. Wie lange schläfst du denn? Ja, so 8 Stunden ist Minimum bei mir. Das ist schön. 6 bis 8. Also, ich schlafe Minimum 8 Stunden. Wenn ich nicht 8 Stunden schlafe, dann verschiebe ich den Stream. Oh ja, cool. Ja. Gute Einstellung, ganz ehrlich. Also ich kann dir, weil ich diese Phase, die du, glaube ich, irgendwann in dir hast, mit dir teilen möchte. Ich habe 2 Jahre lang auch 3-4 Stunden geschlafen, habe 1,5 Schachteln bis 2 Schachteln Zigaretten geraucht und habe nur Cola gesoffen. Alter. Ja, weil du das anders nicht auf die Reihe kriegst. Also du wirst ja wahrscheinlich auch Koffein zu dir nehmen dann. Nein. Echt nicht? Nein. Gar nichts? Nein. Respekt. Okay, cool. Also auch kein Kaffee, gar nichts? Nein. Das ist kein crazy. Kaffee. Keine Cola. Dafür keine siehst du Energies. Nichts, keine Energies. Dafür siehst nicht du echt schlecht. Gut aus. Ja. Aber irgendwann wird dir dann irgendwer mal was sagen. Und bei mir hat sich das dann zwischendurch angekündigt. Und da, ab dem Punkt habe ich gesagt, dass ich es nicht mehr allzu lange machen kann. Ich habe ab dem Punkt dann gesagt, wofür machst du das eigentlich? Und genau diesen Gedankengang hatte ich vor kurzem. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal kurz besprochen. Und vor kurzem habe ich mir gesagt, so, warum? Wozu denn?
die Leute gucken dich auch so, egal ob du nur eine Stunde später anfängst oder so, die haben Twitter und die Leute, die das nicht sehen wollen, die mögen dich sowieso nicht. Also, ergo, ich habe zum Beispiel jetzt, als ich gesagt habe, ich habe den größten Schritt meines Lebens gemacht, ich habe nach 2 Jahren meine Streamzeit geändert. Nach 2 Jahren, ich habe 2 Jahre jeden Morgen um 12 angefangen, bis 16 Uhr, 18 Uhr und Open End. Jeden Tag. Ich habe mir jetzt gesagt, warum? Das Ding ist, du brauchst keine 8 Stunden Stream, keine 9, keine 10, 11, 12, 13. Wofür? Das wird auch nicht mehr. Du verdienst eh nicht, du wirst nicht mehr Geld verdienen, du wirst nicht mehr Publikum kriegen, weil du irgendwie gar nicht 13 Stunden entertainen kannst. Das geht gar nicht. Du kannst nicht 3 Stunden oder 8, 9, 10 durchziehen. Vergleich das mal mit der Arbeit. Ganz normal Arbeit, wenn du arbeiten gehst. Du hast eine Frühstückspause, du hast eine Mittagspause, du stehst so auf zwischendurch, weil es gesetzlich alles pipapo ist. Da fragt man sich dann, warum sollte man das tun? Wir arbeiten sowieso schon viel mehr als ein Normalsterblicher, der eine 40-Stunden-Woche hat. Also warum sollten wir da noch einen drauflegen und uns fertig machen? Ich habe mir jetzt gesagt, ich gehe morgens zum Sport, ich stehe irgendwann auf, ganz gemütlich. Das ist der Luxus einer Selbstständigkeit. Und gehe zum Sport, mache hier, wenn ich vormittags Bock habe, streame ich, zwischendurch vlogge ich, was auch immer, beantworte meine PMs und dann fange ich an, um 16 Uhr zu streamen. Und ich schlafe seit, ich glaube, 4 Monaten oder 5 Monaten, habe ich mir gesagt, spätestens um 3 bist du im Bett, dann stehst du um 11 auf und dann hast du deine 8 Stunden. Nicht weniger. Gibt's bei mir nicht. Kannst du knicken. Dann sage ich, Leute, ich bin eine halbe Stunde später da oder ich fange eine Stunde später an. Aber mach ich nicht mehr. Wofür? Du machst den Buckel krumm. Und das Ding ist halt, je mehr du mit dir selber zufrieden bist und mit dem, was du machst, desto besser ist dein Stream. Desto besser bist du. Du bist ausgeschlafen, du bist fit, du hast keinen Stress, du bist einfach locker, fluffig durch die Buchs und kannst dein Content bringen. Und ich denke, dass das vielen... Also ich habe Angst vor dem Schritt. Ich habe ganz, ganz große Angst auch, dass ich oft solche Sachen sage. Aber Leute sind erwachsen genug. Und die Menschen, die dich dabei unterstützen, dass du das machen kannst, dir sozusagen dein Zwiebelleder füllen, genau die Menschen werden das verstehen und die werden das für gut heißen und die werden deinen Stream dafür danach umso mehr lieben. Auf jeden Fall. Und die Einstellung, die du jetzt hier gehst, die unterstütze ich zu 100%. Also das, was du jetzt machst, ist richtig. Gut, dass du es tust. Ich wünsche euch auch, dass ihr das macht. Also ich habe auch einige Umstellungen noch dieses Jahr vor. Also von dem her, da wird einiges passieren. Ja. Weil das Gute an der ganzen Sache ist, was auch einhergeht, dass man kriegt ja einen Knicks irgendwann weg. Wir jonglieren mit Zahlen die ganze Zeit rum. Das kann keiner verheimlichen. Auch wenn Geld keine Rolle spielt, wir jonglieren trotzdem damit rum, weil wir Steuern machen müssen und so weiter und so fort. Und es ist ein Geschäft, Punkt. Und diese Zahlen machen einen Kirr in der Birne. Und wenn es nur deine Viewerzahl ist oder wenn du ein Sommerloch hast oder was auch immer. Ich denke, dass das viel wichtiger ist, einfach rauszugehen, entschuldig bitte Stream und den hier zu machen. Einfach hier. Wofür? Ab in dein Hintern, mach das Ding jetzt, schlaf aus, mach was du willst, dafür bist du Streamer, dafür bist du selbstständig, dafür bist du Entertainer. Wir sind nur Leute, die ein Lodderleben verkörpern. Nach außen. Wir schlafen aus und wir streamen. Alles andere, so. Dafür musst du deine Zeit nehmen. Und so zu wissen. Aber das Trauen ist halt sowas, ne? Für mich war das zum Beispiel, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren, mal abgesehen davon, von glaube ich 2 Migräneattacken, wo ich wirklich fast eine Woche ausgefallen bin, bin ich immer da. Ich bin zu meinen Zeiten da und ich habe auch Spaß daran. Und jetzt gerade nach 1,5 Jahren, gibt es was ich einfach, wie eben dieses Kreativ, ich wollte das unbedingt machen und ich habe aber ein bisschen Angst davor gehabt, ne? Jetzt kommen eben die Leute und du bietest 1,5 Jahren Gaming-Content mit den größten Story-Games, die es gibt und dann auf einmal nicht. Davor habe ich ein bisschen Angst gehabt, muss ich sagen. Und das habe ich dann aber auch angesprochen, dass es mir momentan schwerfällt, Content zu bringen. Dass es mir lieber wäre, vielleicht mal einen Montag und einen Dienstag dann frei zu machen, um den Kopf frei zu bekommen. Und was mache ich in der Zeit? Ich sitze da und häkel, weil es gerade dieses ist, was ich gerade machen möchte. Ja, oder kann ich das eventuell mit der Community verbinden? Und ich bin froh, dass ich das angesprochen habe, weil das ist super gewesen. Wir sind alle da zusammengesessen, haben erstmal geredet, ne, und mit gefrühstückt und es war echt schön. Also ich
mal trauen. Auch für andere Streamer, die sich vielleicht sowas nicht trauen, trauen, das in der Community anzusprechen und einfach mal machen. Das tut, also mir hat es unglaublich gut getan. Das mit diesen Zahlen, Entschuldigung, ja? Entschuldigung, nee? Sally, nee, bitte was. Kein Problem. Ich bin es heute gewohnt. Nein, nee, aber nicht von mir. Auch von dir, Liebes. Nein. Auch du warst heute einmal dran. Nein. Möchtest du eine Pflaume? Ja, aber nur von dir. Wow. Der Rington. Ja, genau. Nein, es ist, man sollte seiner Community, glaube ich, oft mehr vertrauen. So, man macht sich immer Sorgen, ne? Da oder mal mehr, mal weniger. Ich merke, dass es gibt dann so Zeiten, wo ich irgendwas Tolles zum Zocken habe, worauf ich schon die ganze Zeit gewartet habe. Und was mich mit, da gucke ich überhaupt, da interessiert mich gar nichts. Ich will spielen. Oh. Ne? Und dann gibt es halt so wie jetzt gerade. Und da ist das alles ein bisschen zäh und fühlt sich auch viel an. Und dann ist das schön, mal eine Woche lang. Nee, mach jetzt. Den dazu machen und dann häkle ich eine Woche lang. Und es war super. Und ich mache das wieder. Das sind sowieso noch so ein paar Sachen, die ich ändern möchte. So. Wie war das mit den Zahlen? Naja, weil die sie vorhin gesagt hat, das mit diesen Zahlen jonglieren. Dazu fällt mir halt auch nur ein, weil ich es auch jetzt gerade wieder lese, weil mein, in Anführungszeichen, Denkfehler das ist, dass ich auch mal etwas mehr an meine Gesundheit denken muss und so weiter. Mehr schlafen, auch mal Tage frei machen etc. Klar, stimme ich hundertprozentig zu und ich sollte das auch tun. Aber wo wir eben dann zu diesem Zahlenjonglieren kommen, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, als ich jetzt 6 Tage auf dem Full Force war und quasi meine einzigen 6 Tage freien Tage am Stück im Jahr hatte, wenn du nach Hause kommst und du siehst, dass in den 6 Tagen 60 Subs weg sind, ja, dann wird aus deinem Denkfehler kein Denkfehler mehr, weil du dann wieder weißt, wenn du nicht schaffst, wenn du nicht reinhaust, kommt nix. Weißt du, wo da dein Denkfehler ist? Soll ich dir den Denkfehler erklären? Sehr gerne. Du hast 60 Subs weniger, weil die Leute den Resub-Button nicht gedrückt haben. Und die, ja, Leute, kommen wieder aber, und drücken deinen Knopf. Aber die kommen ja dann wieder, sobald der Stream wieder an ist. Ja. Ja. Moment. Die Subs werden gezählt, wenn die Leute auf den Knopf drücken? Ja. Werden die Subs nicht bei dir gezählt, nur weil sie bezahlt haben? Nein. Ehrlich? Ja, wenn du das deaktivierst, wird es durchgezählt. Wenn sie wieder auf den Knopf drücken, werden sie über die gezählt. Das seht ihr zum Beispiel, wenn Leute Goals haben. Es gibt Leute, wo das ausläuft und so. Aber ganz ehrlich, Leute, ganz ehrlich. Jetzt wirklich Butter bei den Fische. Ich war eine Woche bei Sali. Ich war eine Woche bei Sali und habe auch welche verloren. Eine Menge. Und dann kommst du danach mit dem Mindset, genau dasselbe, was du hast auch, Wolf. Du kommst und sagst, okay, jetzt. Komplett Sellout. Jetzt geht alles los, erstmal wieder auffüllen, bis wir bei Standard sind. Aber wofür? Wofür? Das Ding ist halt, die Leute merken das. Und da kannst du machen, was du willst. Ich merke das, ich sehe mich oft, gucke ich mich von außen an, sehr oft, und ich hasse mich selber dafür. Und deswegen mache ich das, was ich jetzt mache. Wofür? Die Leute wissen ganz genau, wann du überarbeitet bist. Die wissen das. Und ich sag dir so, wie das ist. Und wenn du nur 4 Stunden am Tag streamen würdest und du kommst da rein und hast die Laune deines Lebens, du machst die komplette Rotze und die komplette Sause in deinem Stream, die Leute werden dir das mehr danken, als wenn du 13 Stunden streamst. Wer guckt denn bitte 8 Stunden aufwärts den Stream? Am Stück. Denk mal drüber nach. Die Leute, die dich wirklich sehen wollen, die dich unterstützen wollen, die deinen Stream lieben, die sind, egal zu welcher Zeit, wenn sie von der Arbeit kommen, sind sie für dich da. Punkt. Und sie werden wiederkommen und sie werden immer wiederkommen. Je mehr du streamst, desto beschissener wird dein Charakter, desto ausgelauchter bist du irgendwann und du vergraulst die Leute. Und genau das habe ich 2,5 Jahre lang, habe ich genau das gemacht. Und jetzt ist aber es vorbei. Aber hast du auch gebraucht, die Zeit, um... Ich habe 2,5 Jahre gebraucht, um das zu lernen. Ich wollte nie auf irgendjemanden hören. Was meinst du, wie oft mir Leute gesagt haben, lass das, das hat keinen Sinn. Wenn deine Freundin da ist, mach Urlaub. Ich habe nie gesagt, ich mache keinen Urlaub, kannst du knicken, leck mir am Arsch, ich stream. Eine Woche zu Sali fahren, nee, kannst du knicken, da machen wir den Stream an oder hier läuft gar nichts. Jetzt fahre ich irgendwo hin, ich nehme einen Vlog auf, das reicht den Leuten auch. Oder poste bei Twitter was. Die Leute wissen, dir geht's gut. Und wenn du halt nur 3 Stunden streamst, dann streamst du halt nur 3. Ich bin leider noch nicht an dieser Position. Für mich ist
Ich habe, ich musste hart für arbeiten, um gepartnert zu werden, zum Beispiel. Ich bin jetzt noch nicht so lang Partner, es ist jetzt der 4. Monat und seitdem ich Partner bin, bin ich noch mehr am Ranklotzen als vorher. Wobei ich gedacht habe, es wäre gar nicht möglich. Aber ich mache jetzt noch mehr und ich merke momentan so ein bisschen, dass es mir halt nah über den Kopf wächst, weil ich nicht überall sein kann. Weil die Zeit, die ich streame, diese Zeit kann ich nicht damit verbringen, Sachen zu organisieren, Telefonate zu führen, E-Mail-Zeugs, das und das zu organisieren. Das versuche ich dann nach dem Stream. Und dann sind die Zeitfenster so klein, weil so wenig Zeit und ich bräuchte mehr Tage und mehr Stunden. Und das ist was ich momentan noch nicht so im Griff habe. Also, manche schalten runter, wenn sie Partner werden. Bei mir ist es mehr geworden. Also, ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen, bis ich das dann lockerer angehe. Momentan muss ich aber auf mich gucken, weil ich merke, dass mir die Puste ein bisschen ausgeht. Ich würde also, das ehrlich... Habe ich dich unterbrochen? Nee. Ich dachte, du wärst fertig. Okay. Also, ich würde das Ganze ein bisschen ambivalenter sehen, ehrlich gesagt. Ich würde das, solange du... Es gibt Momente in deinem Leben, wo du wirklich mal für ein Jahr oder zwei sowas durchziehen kannst. Solange du halt wirklich einen Plan hast und solange du wirklich ein Ziel vor Augen hast, dann ist das alles auch gar nicht schlimm. Ich habe das mittlerweile gemerkt, seit ich auf Twitch bin, wenn ich immer dieses Ziel habe, was ich mir irgendwann vorgenommen habe. Sagen wir jetzt im Juni hatte ich einfach nur das Ziel, 5 Tage die Woche wirklich zu streamen und wirklich mindestens 6 Stunden online zu sein. Das war so einfach für mich, weil ich mir das eben vorgenommen habe. Und wenn du dir das für ein Jahr vornimmst und du schaffst es tatsächlich, diesen Plan aufrechtzuhalten, dann ist das, glaube ich, noch nicht mal so schlimm. Und es geht, glaube ich, auch relativ gut, dass du nicht eben, ich weiß jetzt nicht mehr die Worte, die Dizzy benutzt hat, aber dass du halt ausgelaugt wirst am Ende, weil eben du auf dieses Ziel hingearbeitet hast. Das Schlimme ist halt nur, wenn du dir einfach nur vornimmst, okay, ich streame jetzt jeden Tag, das alles. Kein Plan, einfach nur jeden Tag streamen, dann klar, dann wird's schwierig. Und wenn du das verlierst, dann solltest du am besten Urlaub nehmen, dich ein bisschen zurücknehmen, ein bisschen reflektieren und neue Ziele artikulieren. Aber das ist es gar nicht. Es ist einfach momentan, man versucht so vieles auf die Reihe zu bekommen. Man hat neue Dinge im Kopf, man möchte neue Projekte starten. Warum lachst du? Weil mein Scheißheft so voll ist, dass ich nicht mal, wenn ich oben was wegstreiche, kommt unten schon wieder was dazu. So, und man denkt halt, ne, so, du musst jetzt erstmal, also so denke ich, ich muss jetzt erstmal das und das und das und das abbauen und sobald das alles erledigt ist, kann ich, ne, wieder gemütlich machen. Das Problem ist, dass immer etwas dazukommt. Ob das jetzt grafische Sachen sind, ne, dann bist du da am Gucken, dann bist du da am Hinterherrennen, dann möchtest du das machen, du möchtest jenes machen und du musst auf Menschen warten, du musst mit dem anschreiben, dann musst du den, dann möchtest du dies und das. Leider dreht sich nicht die Welt um mich, sondern jeder dreht sich für sich und ich muss warten, bis einer sich dann endlich mal wieder in meine Richtung gedreht hat und ich so winke und sage, hallo, bitte, ich kann nicht abschalten. Nehmen wir mal als Beispiel Emotes, ja, da hast du da das angegeben und da hast du das bestellt, dann wartest du da drauf, dann kommt was, dann ist das nicht so, wie du das haben, dann lässt du das wieder ändern, dann wartest du wieder und dann wartest du, dann hast du aber zigtausend andere Sachen auch noch und es ist einfach... Warum funktioniert ihr nicht alle so wie ich? Warum macht ihr das nicht jetzt? Dann ist jenes und dieses und das. Es ist wirklich ein Haufen Zeug, was man als Außenstehender vielleicht gar nicht so sieht. Das ist, ich glaube, Dizzy, du machst auch gerade Merchandise, bist du gerade dran, ne? Ja. Alter Verwalter! Du musst halt Leute finden, die das dann für dich zeichnen. Dann musst du deine Vorstellungen bringen. Gleichzeitig hast du den Stream, der am Laufen ist. Du möchtest aber hier, ich möchte auch noch das Backen machen. Ich möchte gleichzeitig auch noch das Häkeln machen. Ich möchte auch noch Gaming-Content produzieren, meiner Community nah sein. Und ach ja, ich bin verheiratet. Ich habe auch noch ein Privatleben. Ja. Ja, Sali, ich bitte dich, also ganz ehrlich, deiner labidaren 8 Stunden, die du da streamst, was soll denn das? Komm, hör auf. 8? Ich habe letztens 12 Stunden am Stück gehäkelt. 12? Was? Nee, 13 waren es. Aber wow. Dann war er fertig. Ja, also 8 wäre schön momentan, aber das ist es halt nicht, ne? Und es ist halt, es ist viel.
Und ich bin froh, dass ich jetzt langsam Hilfe bekomme von, oh Gott, dann kommt ja noch diese, jetzt mache ich noch einen Blog, damit man die ganzen Kreativsachen auch irgendwo nicht auf Facebook suchen muss, zigtausend Links, sondern du bist ja immer am Gucken, dass du alles ordentlich hinkriegst. Es ist nicht nur, ach, ich stream jetzt 5 Tage, ich stream jetzt 6 Tage, dieses ganze Drumherum, du möchtest ja, also ich möchte, dass alles funktioniert und schön ist, dass alles rund ist, dass das rund ist. Und momentan hat es 10.000 Ecken. Und es sind keine kleinen Ecken, die man so mit schleift, sondern es sind solche Kanten. Und ich bin immer nur am Schleifen. Und das merkt man halt irgendwann, ne? Und es ist, ja, aber ich krieg langsam Hilfe. Das ist... Wir hatten das Thema schon mal, ne? Mit den 4 Glühbirnen. Privatleben, halt... Gesundheit, Fitness, ja. Und... Ja, okay. Das ist viel. Es ist nicht nur so ein bisschen Stream. Aber wisst ihr, was das Witzige ist? Ich lerne immer wieder was Neues dazu. Ich habe immer Menschen, die schmeißen Baseballknüppel auf mich. Also sie werfen irgendwann Erbsen. Dann sie werfen Erbsen so, dann kommen Papierschnipsel und irgendwann haben sie keinen Bock mehr und dann werfen sie Knüppel. Und dann, wenn die Knüppel kommen, dann denkst du schon so, warte mal. Mhm. Und dann schmeißt sie noch was irgendwas, sucht dir irgendwas aus, Kieselstein oder Obelix oder irgendwie sowas. Ich habe zum Beispiel bei den Sachen, die du jetzt gerade angesprochen hast, Sally, vielleicht als Tipp, announce einfach nichts im Stream. Sag den Leuten nicht, was du machen willst. Das ist denen sowieso egal. Weil du hast keinen Zeitdruck. Gar nichts. Nix. Du kannst da spielen, machen und tun. Du musst dich um nichts kümmern. Wenn du abends keinen Bock hast, sagst du, ja, leck mir mal, schreib keinen Bock. Aber du willst es doch erledigt haben. Nö, will ich nicht. Doch, ich will mein das Job, erledigt das Ding haben. Das Ding ist, ich sehe das mittlerweile so, mein Job ist es zu entertainen und zu streamen. Alles, was drumherum ist, und dann mache ich das, wenn ich das will. Ich mache das nur noch so. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Bis mich Herb angeschrien hat im Teamspeak, bis ich es dann endlich in meine Birne eingetackert gekriegt habe. Aber ja, ich sag nichts mehr. Das bringt euch nichts. Und das Ding ist halt, dieser ganze Stress. Ich spreche mal für mich selber, okay? Ich weiß ja nicht, ob das bei euch so ist. Ich spreche für mich selber. Wenn ich das letzte halbe Jahr zusammenfasse, merke ich, dass ich eine schlimme Schiene gehe, in die ich gar nicht hin will. Also charakterlich, sowohl als auch gewisse Dinge, wie man sich gibt. Und das entsteht dadurch, dass ich mir Stress mache. Stress mache des Wachsens, Stress machen von mehr Sub, Stress machen in all mögliche Himmelsrichtungen. Irgendwas. Das kommt durch alles mögliche Dinge, die nebenbei passieren. Aber warum? Die Frage ist, was ist dein Minimum? Die habe ich mir gestellt jetzt. Was ist dein Minimum, wo du deine Rechnung bezahlen kannst und dir kannst du was Schönes kaufen zwischendurch? Bam. Frage beantwortet? Gut. Das Limit habe ich mir gesetzt. Alles da drüber ist Obolus. Jetzt ist die Sache, warum dürfen wir keinen Spaß haben? Computerspiel macht Spaß, natürlich. Alles drumrum ist aber genauso kacke. Also es ist halt wie ein Job auch. Da kann mir keiner erzählen, ich bin da selber auch, manchmal habe ich keinen Bock, irgendwas zu zocken. Gerade im Sommer zum Beispiel denke ich mir auch so, und dann hast du keine Lust. Also, ergo, was machst du? Du hast die Freiheit, dir das rausnehmen zu können. Diese Freiheit haben wir. Niemand will wissen, was wir davor machen. Niemand will wissen, was wir danach machen. Das interessiert keinen. Im Endeffekt wird im Internet alles abgestempelt als Mimimi, wenn man mal was sagt. Punkt. Aus. Ende. So ist es. Außer du hast deine ganze eingefleischte Community. Ergo, was machst du? Du machst den hier. Und was machst du dann? Das, was dir gefällt. Was gefällt dir? Du stehst dann und dann auf, wann du Bock hast, dass du 8 Stunden schlafen kannst. Dann gehst du zum Sport und dann kannst du den ganzen Kack machen und irgendwann machst du einen Stream an. Such dir eine Zeit aus, die dir gefällt. Und dann ist alles cool. Die Leute werden das unterstützen, weil du viel gelassener bist. Die Gelassenheit, deine Gelassenheit geht irgendwann flöten, weil du nur noch unter Strom stehst. Wenn ich mir das jetzt bei Wolfrus zum Beispiel, bei Wolf vorstelle, ich weiß, wie er sich fühlt. Ich habe es auch gemacht. Du stehst nur unter Strom. Du gehst schlafen, bist unter Strom und du stehst auf. Du hast in den 4 Stunden, hast du so gepennt. Okay, morgen stehe ich auf. Augen zu. Yes, geht weiter. Aber bei dir ist es auch nicht anders gerade, ne? Du hast ja auch gerade zigtausend Projekte, oder? Ja, die da ja, kommen, hab ich. Die gemacht werden wollen. Nee, auch Wolf meinte ich gerade. Zigtausend Zeug. Da, wie ist es? Bist du da nicht auch mal am. Das ist halt so eine Sache, so an sich, was du da erzählst und mit diesem gefühlt aufrecht im Bett stehen und so schlafen. Irgendwie, und ich weiß nicht wie, kriege ich es halt einfach hin.
Ich bin im Stream, da könnt ihr meine Leute fragen, ich bin im Stream nicht unter Strom. Ich bin nicht schlecht gelaunt. Wenn ich zum Beispiel mal merke, dass ich irgendwann mal einen Punkt erreicht habe, wo es mir zu viel wird für heute, das ist zum Beispiel bei Spielen, wo ich mich wirklich hart konzentrieren muss, da merke ich das, dann höre ich auch auf. So wie bei Dark Souls zum Beispiel. Wenn ich merke, boah, ich sterbe nur noch, ich krieg nichts mehr hin, dann mache ich den Stream aus. Wenn ich merke, ich spiele Hearthstone und mache nur noch Misplays, mache ich den Stream aus. Und aus irgendeinem Grund kriege ich es einfach gebacken, all das irgendwie gleichzeitig hinzukriegen. Ich meine, ich kenne das, wenn ich meine, es ist so schlimm mittlerweile geworden, dass ich mir einen verfickten Terminkalender gekauft habe. Der randvoll mit irgendwelchem Zeug steht jeden Tag. Wo ich mir denke, wie weit ist es gekommen? Ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, so viele Jahre ohne Terminkalender zu leben und jetzt auf einmal so, weil irgendjemand kommt um 14 Uhr und sagt, so, und jetzt legen wir los. Und ich so, was, wir hatten heute um 14 was? Und dann war so der Punkt gekommen, okay, ich kann es mir nicht mehr gleichzeitig alles merken. Ich brauche jetzt diesen Terminkalender. Und trotz allem bin ich nie schlecht drauf. Mir geht's immer dabei gut. Ich weiß es selber nicht, wie ich es mache. Weil die schlechte Laune eher von der anderen Seite kommt. Das ist halt das. Also, wenn ich kurz reingehen darf, rein. Ist egal. die Sache ist die, ihr dürft halt auch nicht die Leute rauslassen aus der Überlegung, die halt eben genau andersrum ticken und in die andere Richtung tendieren. Und zwar in die lethargische und faule Seite. Die sich, wenn sie sich keinen Plan machen und nicht regelmäßig irgendwas machen, die dann sofort irgendwie aufhören, wirklich überhaupt irgendwas zu machen. Ich spreche da aus Erfahrung. Wenn ich keinen Plan habe, wenn ich keinen Plan habe und nicht weiß, wo ich hin möchte, und dann werde ich schlecht gelaunt. Nicht, weil ich zu viel mache, sondern weil ich zu wenig mache. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Das ist es. Ich bin auch so, ich bin dieser Workaholic, ich muss es tun. Also was heißt, ich muss es tun? Ich fühle mich selber besser, wenn ich es tue. Ich auch. Ich brauche das auch, ja. Aber es ist dabei ist es mir scheißegal, ob das morgens ist, ob das abends ist, ob das Sommer oder Winter ist. Es ist halt einfach so. Es muss gemacht werden. Vielleicht habe ich gerade meine Midlife-Crisis. Ob es gemacht werden muss, ist eine andere Sache. Es will gemacht werden. Ja, das ist muss für mich. Also muss gemacht werden. Sonst ist man selber halt nicht zufrieden. Ja. Das ist halt das Herz, funktioniert dann nicht richtig. Aber weißt du, ich kann dich verstehen. Und ich finde es gut, Leute zu treffen, die genauso ticken. Aber warum? Damit, dass wir mit 40 irgendwann nur noch den Durchfall haben und nicht mehr schlafen können und sonst was haben? Immer dicker werden, bei dir jetzt nicht, aber bei mir zum Beispiel, weißt du? Warum? Die Sichtweiche ist absolut nachvollziehbar und möglicherweise auch wahr. Wir liefern wahrscheinlich genau den gleichen Content, wenn wir uns vielleicht 1-2 Stunden mehr nehmen würden am Tag. Ja. Und sogar besseren, gehe ich ganz stark davon aus. Also bin ich der Meinung. Und bei mir ist es halt wirklich jetzt angekommen, wo ich sage, hey Leute, ich habe euch lieb und so. Wisst ihr, sag ich immer, es bleibt dieselbe Streaming-Zeit, aber ich mache das jetzt, wann ich will. Das ist auch gut so. Ja. Und das mit den ganzen Terminen und so, weißt du, das kriegt man auch alles hin. Und man sollte halt einfach, ich mache auch immer weniger. Also ich sage dann den Leuten, nee, lieber nicht heute, lasst uns das morgen machen. Das rennt ja nicht weg. Egal, das selbst mit Emotes oder Merch oder Termine mit, ich sag mal, Termine von Firmen sollte man wahrnehmen, immer. Punkt. Da ist keine Diskussion. Termin, Firma, Instant ist gelockt, ja. Aber der Rest, alles so drumrum, hey, die Leute müssen auch warten. Alter, Vater, wir schrubben, also ich schrubb in Hochzeiten, also ich habe in Durchschnittszeiten 120 Stunden die Woche schrubbe ich. 120. Nur Stream. Nur. Das reduzierte sich auf 100. Selbst 100 ist abartig viel. Selbst 80. Selbst 60, das sind, ihr stellt euch mal die Zeiten rein und dann schreibt euch das mal auf den Zettel und dann guckt ihr euch das vorm Schlafengehen mal an und dann klappt ihr den Zettel wieder zu und dann geht ihr schlafen und dann steht ihr auf, wann ihr wollt. Und die Zeiten werden nicht weniger. Es wird ja nicht weniger. Es wird immer mehr und mehr und mehr und mehr und irgendwann, egal, du bist wahrscheinlich noch resistenter als ich, Wolf,
Hut ab. Nach 3 Jahren, das geht nicht mehr. Warum? Ich bin 30. Ich arbeite mehr als der Durchschnitt. Also warum sollte ich das tun? Ne. Na, du hast ja auch vollkommen recht. Ich werde ja auch zurückfahren. Das wird für mich halt jetzt noch ein bisschen dauern, aber der Plan ist ja auch da. Weil ich ja selber weiß, ich werde ja auch nicht jünger. Eben. Ja? Also, was soll das? Ja. Aber Stress ist schön, muss ich sagen. Stress ist was Gutes fürs Herz. Da ist man dann, da läuft die Pumpe. Frage ist, ich funktioniere mit Druck am besten, ne? Ja, es war schon früher so. Wenn ich keinen Druck habe, dann bin ich so. Tut schon gut. Nur momentan ist es einfach so. Kann man ja auch mal haben, ne? Mal, ja. Ja, kann man mal haben. Also ich bin ansonsten nicht der Typ, der. Ich habe mich auch neu. Entschuldigung. Nee. Ich habe mal mit einem eng Vertrauten gesprochen. Und hat mir das mal zu Gemüte führen lassen. Das passt auch gut zum Sommerloch. Und er hat mir gesagt, ganz ehrlich, Dizzy, ihr seid 8 Stunden am Reden, ihr lest 8 Stunden den Chat und ihr spielt 8 Stunden lang eure Spiele. Und das macht ihr, also du machst das schon 2,5 Jahre, jeden Tag. Wäre ich du, dann wäre ich hier oben schon komplett. Also versteht ihr, wie ich meine? Es gibt Leute da draußen, die haben so viel Respekt davor, was passiert und die das auch verstehen. Und genau diese Leute, die werden dich dafür lieben, dass du was für dich tust. Sie werden das tun. Und ich weiß, dass sie das tun werden. Und ich glaube, dann hätte man auch das Problem, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dann hätte man auch das Problem im Sommerloch nicht. Weil man sein Stübchen aufgeräumt hat. Sein Stübchen ist frei. Man war, weiß ich, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich gehe morgens zum Sport, dann denke ich abends nicht daran, was gestern war, sondern habe mir die Scheiße aus dem Leib geprügelt und dann ist alles wieder cool. Und ich denke darauf, das ist halt mein Gedankengang, den ich mit euch teilen wollte, dass man, wenn man sich außerhalb bewegt, von der ganzen Welt hier, weil wir stecken ja nur in dieser Welt eigentlich, wir gehen damit schlafen, wir stehen damit auf, dass man, wenn man kurz diesen Strom pro Tag einmal unterbricht, dass das gut für einen ist. Egal, ob man viel macht oder wenig, aber dass man diesen Zeitpunkt findet und dann hat man auch diese Probleme im Kopf nicht mehr. Egal, ob jetzt mit Zahlen oder mit was auch immer, weil man wieder Spaß hat. Man weiß halt so, okay, scheiße, ich habe mich jetzt eine Stunde aufs Fahrrad gesetzt und bin Fahrrad gefahren, dann komme ich nach Hause, yes, und dann streamen wir erstmal. Geil, richtig schöne Entlohnung. Und darauf freue ich mich am meisten. Und ich glaube auch, dass das gut für den Kopf ist, dieser Ausgleich. Stimme ich zu. Ja. Also es gibt kein Sommerloch, meiner Meinung nach. Nee, gibt's nicht. Haben wir schön zusammengefasst. Ja. Kurz und prägnant mal kurz drauf angesprochen. Ja, das war super kurz und super prägnant, ja. Wollen wir kurz eine Pause machen? Timeout. Okay, wir haben 2 Stunden gemacht. Wie steht's eigentlich beim Fußball? Ich weiß es nicht. Aber, Leute, ich würde mich sehr freuen, ihr da draußen, die gerade zugucken, ihr könnt eure Fragen noch stellen bei Hashtag Plankenschnack bei Twitter. Ihr könnt euch auch, glaube ich, bei Ray oder bei Doggy, Blaudoggy, meine Mods melden. Die schicken das an den Hashtag Plankenschnack weiter. Ich denke, wir werden danach, nach dieser Runde, illustren Runde, das aufgreifen und darüber nochmal sprechen. Und dann gehen wir ganz kurz in die Pause beim Plankenschnack. Und sind in, ich denke mal, 2-3 Minuten, können alle sich was zu trinken holen, Pipi machen und so, dann sind wir wieder da. Ich lasse keine Musik laufen, sonst hat YouTube wieder Probleme damit. Die mögen die Musik nicht, von daher, der Bildschirm ist einfach nur leer und ihr seht Holz, mehr nicht. Viel Spaß. No fun allowed. Zählt die Masern im Holz. Bis gleich. Dum, 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 dum.
So, ich glaube, wir sind wieder da aus der Pause. Sind wir anwesend, alle Mann? Anwesend. Anwesend. Ich fehle. Okay. Oh, scheiße. Echt? Slappy ist weg. Hey, tschüss, Slappy, war nett mit dir. Das hat Spaß gemacht. Warte, wo war deine Cam nochmal? Nee, das war Sali. Hier, Slappy ist weg. Okay, nein, Spaß. Ich habe meine Brille gesucht. Habt ihr gesehen, dass die ganze Zeit hier lag? Nee. Ja, aber wir haben es dir nicht gesagt. Ich bin echt gerade durch die Wohnung. Wo ist meine Brille überhaupt? Die hast du mit nach hinten genommen, Schatz. Nee, die habe ich nicht. Und da lag sie die ganze Zeit. Ja. Ich sehe Brillen nicht. Warum? Echt nicht? Nee. Kennt ihr das, wenn ihr überlegt, ob jemand eine Brille hat, aber ihr die Person gerade nicht seht? Ich könnte niemals, zum Beispiel jetzt gucke ich gerade drauf, aber wenn mich irgendwie morgen jemand fragen würde, trägt die sie eigentlich eine Brille, könnte ich ihm nicht sagen, ja oder nein. Weil ich aus dem Kopf nicht, ich sehe die Brille dann nicht. Okay, aber nicht Bart siehst du. Bartz? Ja, Bartz, ja? Bartz. Sag nichts Falsches. Bartz sehe ich. Also weiß ich nicht, wenn man dich dann am nächsten Tag fragt, wenn man mich morgen fragt, hat Sally einen Bart, dann sage ich ja klar. Besonders hübschen. Ich esse da noch eine Pflaume. Besser ist das. Ach nee, wir sind ja live. So, ja. Der Rington. Wie, hat sie schon angemacht, oder was? Ja. Ja. Ach so. Es läuft schon, ja, ja. Bei Twitter geht heute richtig viel. Heute sind alle, glaube ich, im Fußballfieber. Da kam richtig viel bei Twitter rein. Ja? So ja. Viel? Ja, Boggy ist immer sehr aktiv und dann... Oh, Boggy. Und dann zwei Fragen. Also, wow, bei Twitter ging heute echt alles. Also, ich glaube, wir haben sie im Grunde Boden geschnackt heute. Ihr könnt immer noch... Alles schon beantwortet. Ihr könnt immer noch unter Hashtag Plankenschnack, Vierfachkreuz, Gartenzaun, wie auch immer ihr das Ding wollt, nennen wollt, Plankenschnack, könnt ihr Fragen stellen. Ich habe euch gerade auf Twitter gezeigt, wie man das mit dem Hashtag macht, Leute. Also haut jetzt mal rein. Also hier, Herr Wolverus hat gezeigt, wie das geht, ne? Ja. Hier ist aber eine, was denkt ihr, was für neue Social-Sachen soll kommen sollen? Sollen noch kommen? Was denkt ihr, was für neue Social-Sachen sollen noch kommen? Was kommt also noch? Was man noch als Social Media implementiert quasi. Ja, als Social-Sache. Noch mehr? Wollte gerade sagen, was braucht man denn noch? Bitte nicht, wa? Bitte nicht. Ich möchte, dass die Clips automatisch abgespielt werden in Twitter. Das hätte ich gerne. Oh nee, muss nicht sein. Ich glaube, Social also nicht so wie automatisch, dass wenn du runter scrollst, so. Sondern so dass du draufklicken kannst, quasi wie ein YouTube-Video und das direkt in Twitter gucken kannst. Das meine ich. Achso, du wirst immer auf diese extra Twitch-Seite dann verlinkt, meinst du? Ja, ja, genau. Ja, okay. Manche kriegen das hin, komischerweise, aber die meisten, wenn ich die jetzt anklicke, dann werde ich immer noch auf die Twitch-Seite halt geschickt. Okay. Das habe ich über Twitter noch nicht getestet, zugegebenermaßen. Ich glaube, das war auch mehr so auf Social Eating und sowas bezogen. So habe ich das jetzt verstanden. Ach so. Ja, so habe ich das verstanden. Aber war schön, dass ihr das erklärt habt. Das ist gut. Sind gute Sachen dabei gewesen. Naja, das wird ja noch verändert, ne? Also zum Beispiel die Creative-Schiene kriegt ja diese ganzen Hashtags jetzt mit da rein. Ja. Da sind jetzt noch ein paar dazugekommen. Ich glaube, was waren das? Crocheting fällt da auf jeden Fall mit rein und also Häkeln. Aber es gibt jetzt auch nicht Textil, sondern Fiber Arts. Wenn du halt häkelst und in die Richtung was machst. Fiber Arts. Die haben halt ein extra Directory für die Creative-Sache, dass du dann halt hinter Creative nochmal ein Slash dran setzen kannst und dann halt nochmal reinschreiben kannst, Crocheting oder Maling. Maling. Extreme Maling. Blue Maling. Die sind ja schon lange da. Und jetzt gibt es ja nochmal dazu nochmal Unterkategorien. Genau, genau. Ah. Also wäre quasi bei Drawing Bob Ross. Sozusagen. Mhm. Okay. Ah. Gottes Willen. Ja, okay. Ich vergesse die immer. Wenn ich jetzt kreativ wirklich mache, ich vergesse immer diese Hashtags, auch beim Backen. Na, was soll ich denn machen? Hashtag Backen, Hashtag Muffins, Hashtag was soll ich da? Ja, so, was soll ich denn da alles hashtaggen? Ich bin im Bereich Kochen. Hashtag kreativ. Alles kreativ, fertig. Ja, irgendwie. Hashtag Buswarting. Mega kreativ. Hashtag, so. Okay. Ich glaube ja, dass wir wieder in die Richtung Justin TV gehen. Da tun wir ja auch schon die ganze Zeit. Ich warte nur drauf. Inwiefern meinst du das? Mit dem mehr kreativ? Nee.
mit dem Gaming-Content Gaming-Content über genau. Über was? Gaming-Content wird nur noch ein Unterbereich. Nur noch ein Teil sein. Es wird so viele Sachen geben bald. Dass einfach alles nur noch, also alles gestreamt wird. Und Twitch war ja ursprünglich eine Gaming-Plattform. Ja, genau. Und seit es jetzt eben dieses Non-Gaming gibt und jetzt Creative, geht das halt wieder zu, quasi back to the roots ungefähr. Mhm. Ist ja aber auch gut. Ich finde es nicht verkehrt, solange man es nicht übertreibt. Ja. Also ich finde jetzt gerade das Kochen und Backen und diese Kreativsachen wie Häkeln, Stricken, Sticken finde ich auch sehr, das finde ich ganz interessant. Auch das Malen gucke ich mir sehr gerne an, muss ich sagen. Da bin ich schon, ja, soll doch seine Spalte haben. Ich finde das in Ordnung. Ja, solange nicht einer streamt, der sich die Zehennägel schneidet, ist mir das eigentlich auch wurscht. Aber darfst du ja nicht. Laut Toast darfst du keine Füße zeigen. Keine Füße, aber Fingernägel lackieren gibt es jetzt. So, sowas, ja, von mir aus. Das ist sehr creative. Das ist kreativ. Ja, es gibt halt für alles einen Abnehmer. Also. Ja. Dann verkaufen die bald hier Duschschaum auf Twitter oder Twitch. Oder? Ja, das wäre cool. Ja, ja, mit Sicherheit. Oh, dann duschen, so bis da Handycam und dann. Ach so. Ach, du so richtig Dushing heißt das dann. Dushing. Dushing. Kreativ Dushing. Kannst dann mit quasi dem mit dem Schaum... Kreis drehen. Und, ja. Nee, mit dem Schaum machst du dann ein Bad, ein Iro, so, ne? Mann, bin ich heute wieder kreativ. Ist der Wahnsinn. Was mir fehlt auf Twitch, ist momentan die Möglichkeit, quasi Periscope zu machen, also im Handy zu streamen. Geht auch. Auf Twitch direkt. Super geht? Schade, ne? Ja. Geht? Kannst du auf Skype anrufen. Und dann, ja, was denn? Ja, du rufst von deinem Handy Skype auf deinem PC an und dann hast du es doch. Ich meine jetzt vom Handy direkt. Das direkte Funktion, ja. Ach so, ja, okay. Kamera sehen und dann nur ein Handybildschirm, damit ich halt zum Beispiel Pokémon Go, worüber wir auch reden wollten, rausgehen kann und das dann automatisch über Twitch streamen können. Oh, das wäre super. Endlich würde ich mal meinen dicken Arm nach draußen bewegen und Pokémons fangen. Du hast nur einen dicken Arm? Ja. Ach so. Das ist der mit dem... Oh, nee, das sagt... Es ist nach 10, ist alles gut. Aber es kommt ja auch auf YouTube. Ja, mit dem fange ich die Pokémons. Darum ist der so... Ne? Ja. So. Mit dem kümmerst du dich um die Kirschen. Beim Social Media. Kann mir einer dieses Pokémon erklären, was da dran geil ist? Das macht Spaß. Ich versteh's nicht. Man läuft rum und fängt Pokémon. Diese fetten Viecher sind mir so egal. Was, Pokémons? Nee, Pokémons sind klasse. Also ich bin ja momentan am Überlegen, ob ich mir... Mein letzter Gameboy ist ein Gameboy Advance. Also so diese kleine... Vor allem Advance. Das war die französische Variante. Ja. Hast du was gegen Französisch? Advance. Das ist der Advance. Den habe ich halt. Das ist der letzte, den ich gekauft habe. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich mir... So ein, oh Gott, die haben ja jetzt Totschlägernamen. New 3D XL. Was wollte ich kaufen? 3DS XL. DS. New. Ja, ja. New. 3DS XL. Es muss ja New sein, damit da irgendwas bla bla bla. Mal gucken, irgendwann mal. Darf ich euch kurz mal eine Frage stellen? Und zwar bringe ich jetzt ein Beispiel. Mein Mitbewohner war gestern mit seiner Freundin grillen und Freundin. Die beiden sind von dieser Grillparty losgegangen mit ihrem Handy, um Pokémon zu fangen. Die ganze Party ist aufgestanden, hat ihre Handys genommen und ist Pokémon fangen gegangen. Wollt ihr nicht eigentlich irgendwann mal ein soziales Leben noch haben? Oder wollt ihr draußen mit euren beschissenen Handys rumlaufen und irgendwelche imaginären, kackfetten Viecher fangen, die dann in eurem Handy drin sind? Wollen sich Menschen Pokémon ja auch nicht so füttern, Mensch. Wollen sich Menschen nicht mehr unterhalten? Ja, ich meine, das ist aber jetzt echt das Extrembeispiel. Nein, das ist nicht extrem. Jeder, also die Leute rennen raus, um Pokémons zu fangen. Ich würde das jetzt mal, ich finde das lustig, dieses Pokémon Go. Ich wollte mir das einfach, erst habe ich gesagt, wow, nee. Aber irgendwie, vielleicht als Motivation, mal so ein bisschen vor die Tür zu gehen, vorm Stream. Früher war ich gehe nicht spazieren, ich habe keinen Hund mehr. Warum soll ich spazieren gehen? Ich habe keinen Hund. Ich weiß nicht, wie die Bäume da draußen aussehen. Ich kenne das alles hier. Ich brauche nicht spazieren laufen. Gibt's keine Katzenleihen? Ja, doch, aber mit 5 Katzen, weißt du, dann bin ich echt die Verrückte, die Katzen wirft. Ja, wieso? Mit 5 Katzen ziehen sie wahrscheinlich dann auch wie ein Hund. Hundertprozentig.
Und habe ich mir gedacht, ist vielleicht mal eine gute Idee, mal gucken, wenn ich da draußen rumläufe, vielleicht finde ich ja ein Onyx oder sowas. Keine Ahnung. Ein Onyx, klar. Ja, ich will ein Onyx haben. Sehr geil. Na, aber guck mal, was das, was du halt meintest, finde ich, ist eben das Extremsbeispiel. Klar, das gibt's und das ist fragwürdig. Aber und dann gibt es auch tatsächlich die Leute, die dann tatsächlich jetzt anfangen, spazieren zu gehen, weil sie ihre Pokémon-Eier brüten müssen, weil erst nach 4 Kilometern dieses Ei schlüpft. So. Bitte was? Moment, Moment. Wie bitte was? Ja, irgendwie sowas. Was? Ich hab gedacht, ich gehe nur raus und fange das und dann habe ich's. Nein, du hast doch Pokémon-Eier und die schlüpfen erst, wenn du eine bestimmte Anzahl gelaufen bist. App deinstallieren. Arsch, nö. Ehrlich? Sowas gibt's und dann gehen die Leute tatsächlich spazieren. Jetzt ist es natürlich, muss man sich fragen, braucht es wirklich eine verdammte Pokémon-App, damit Leute endlich mal wieder ihre Beine bewegen? Ja, eben. Das ist natürlich die fragwürdige Sache. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, guck mal, ich fliege zum Beispiel nächsten Mittwoch nach Berlin, wäre es jetzt verwerflich, wenn ich auf meinem Flug und auf dem Weg nach Berlin nebenbei ein bisschen mich umschaue, ob irgendwelche Pokémons da sind? Boah, beim Fliegen, weißt du, wie viele Kilometer du da machst? Ey, die Dinger müssen plopp, 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 plopp. Die müssen so rauspoppen, ploppen. Ey, voll gute Idee. Also versteht mich bitte nicht falsch. Ich finde diese Sache auch sehr positiv, dass Menschen rausgehen und sich vielleicht auch draußen treffen und dadurch soziale Kontakte entstehen. Aber ich sehe mittlerweile es so, dass Menschen nur noch vor ihren Drecks-Handys sitzen. Egal, ob du auf die Straße gehst, die Leute haben nur noch dieses Kackding in der Hand. Das ist richtig, ja. Und das fördert das Ganze noch. Der positive Nebeneffekt ist, sie gehen raus. Ja, aber sie gucken draußen nur noch aufs Handy. Und da draußen sind wie viele Menschen umfasst die Erde? 81 Millionen und dann ist Deutschland, ist die Grenze. Da draußen gibt es ja nichts mehr dann. Also. Das ist mir sowas, ganz ehrlich, das ist so... Das ist doch nicht anders, wenn ich mit meinem Mann irgendwo in eine Lounge gehe, ne, und wir sitzen da zusammen und unterhalten und reden uns und gegenüber sitzen ein Pärchen. Dazwischen würden 2 von Dizzy passen, ja, so weit auseinander und jeder mit dem Handy. Eben. Also, das ist schon immer so, das ist mir sowas von egal. Ja, und das aber dieses Pokémon fördert dieses Ganze noch. Glaubst wieder. Du? Ja. Also bei mir jetzt nicht. Ich würde einfach nur mal gucken, was ich ja, unterwegs finde. Aber was ist, wenn jetzt ein Pärchen zum Beispiel zusammen zum Pokémon-Fang geht? Dann tun die immer noch mehr, als wenn sie daheim sitzen würden und ihre scheiß Leute in WhatsApp schreiben. Das ist wiederum richtig. Und deswegen sage ich ja, da ist ja nicht nur alles schlecht dran. Das habe ich ja, also ich gebe euch ja recht, dieses Pokémon Go hat auch Gutes, aber in meinen Augen zu viel Schlechtes. Weil ich bin halt so ein Typ, wenn ich rausgehe, mich macht das wahnsinnig. Ich würde den Leuten am liebsten ihre 700-Euro-Handys aus der Hand schlagen. Aber volles Pfund drauf auf dem Boden, am besten noch drauftreten und dann sagen, hallo, guck mal, hey, oh, Hammergrafik. Hey, guck mal, da ist ein Baum, das ist gut, riech mal dran, schon mal dran geleckt, wie der schmeckt, guck doch mal. Und das geht halt irgendwie flöten, also ich verstehe das nicht. Und da ist wieder das Ding, wo ich dann sage, okay, Pokémon. Dann ist die Pokémon-App doch jetzt die Schuld, das wird sich eh nicht ändern. Nein, ja. Natürlich, das habe ich ja gar nicht gesagt. Es fördert das Ganze halt nur wieder noch. Weißt du? Das meine ich. Ja, für eine Woche jetzt vielleicht, komm. Denke ich mir auch. Mal gucken. Mal gucken. Miitomo war ja auch so ein Riesenhit. Was ist denn Miitomo? Ja, siehst du. War die erste App von Nintendo. Oh, okay. Dann auch die erste Woche alle Leute installiert und voll toll gefunden. Gut, da steht jetzt Pokémon drauf, das wird sich ein bisschen länger halten, aber. Mich interessiert Pokémon jetzt nicht so, weil das halt alles so ein bisschen vor meiner Zeit, so ganz knapp vor meiner Zeit war. Bei mir in der Schule waren nicht so viele Leute, die Pokémon halt gespielt haben. Das waren dann, als ich noch zur Schule gegangen bin, waren halt eher die kleineren dann mit Pokémon zugange. Ich habe rausgekramt. Ich habe noch Blau und Rot. Mehr habe ich auch nie gehabt, aber die habe ich. Die ersten sind. Ja, ich habe auch Yellow gespielt damals, aber weil ich halt immer schon Nerd war, aber jetzt so die nicht Gamer, die trotzdem ab und zu mal ein Spiel in die Hand nehmen, an denen ist das in meinem Altersbereich, zumindest bei uns in der Schule, halt komplett vorbeigegangen, dann schon. Von daher. In der Schule haben irgendwie alle nicht, also meine Schulzeit, das waren alle nicht so Zocker. Ich glaube, wir haben uns auf dem Schulhof nie über Games oder sowas. Da gab es mal dieses komische Ei, was da alle gefüttert haben. Tamagotchi, aber bei WoW, bei WoW ging es richtig ab bei uns an der Schule. Also, da war ich nicht mehr in der Schule. Gut. Ja. Also wir haben Krückstock. Wir haben in der Pause mal eingejagt und haben dich verdroschen. Und das hat dann immer regelmäßig gewechselt. Ja, du warst ja auch ein Bully.
Ey, das stimmt nicht. Ich wurde gebullied. Nee, du hast nur Leute verdroschen, aber du hast keinen Bulli. Du wurdest von den Leuten, die du verdroschen hast, wurdest du gebullied. Ne? Deswegen ohne Witz, ich wurde auch verdroschen in der Schule. Ja, ich auch. Ich habe mich früher mit einem, Paul ist sein Name. Der war 5 Meter kleiner als ich. Alter Vater, der hat mich aber richtig verdroschen. Alter Vater. Da habe ich dann versucht, so Rumble in the Jungle zu machen, aber alter Vater, der hat ja aber richtig einen vor der Laterne geknallt. Und da war in der 4. Klasse das Licht aus und dann hast du erstmal auf dem Boden gelegen vor der Klasse. Huh! Hey. Danach hat es dann aufgehört. Nee, aber bei uns war sowas auch gar nicht. Tamagotchi ging völlig an mir vorbei. Das gab's bei uns auf der Schule, aber diese anderen Sachen jetzt so. Ich weiß, man hat sich außerhalb von der Schule, da gab es dann schon die Nerds, wo man dann zusammengesessen ist und Dr. Mario oder der erste Mario Maker und sowas gespielt hat, SimCity, alles auf dem Super NES. Aber in der Schule war das nie Thema. Monkey Island war nie Thema in der Schule. Weiß ich nicht. Die haben immer ganz komisch geschaut. Da habe ich es ja richtig erwischt. Wir haben uns damals mit unserem alten klobigen Gameboy und diesem komischen Linkkabel die Pokémon Battles geliefert in der Pause. Echt? Ja. Cool. Das war verdammt cool. Und dann die Pokémon-Karten, die es noch gab. Also ich glaube, ich habe da die richtige Karten? Zeit. Stell dir vor, es gibt Pokémon. Na, also was heißt Karten? Also nicht, ich meine nicht die Trading-Card-Games, sondern diese für die Stickerhefte da. Okay, ich gebe zu, ich bin nur ein Mitläufer. Welcher Jahrgang bist du, Wolverus, falls du das sagen 89. Möchtest? Ja, okay, siehst du. Und du warst einer von den Jüngeren halt. Dadurch. Du bist 4 Jahre jünger als ich. Ja. Das ist dann wiederum das Pokémon-Alter dann halt so damals gewesen. Damals gewesen, ja. Ja. Das war halt, ja. Demnächst kommt auch Dark Souls Go. Das ist gut, das ist gut. Da wäre ich aber so schnell draußen, huh. Aber was fange ich denn da an? Seelen oder was? Oh ja. Dann scannst du andere Leute auf ihre Seelen. Und dann musst du sie umhauen und dann kriegst du die Seelen. Oh, cool, oder? Erstmal so eine richtig schöne Bud Spencer-Schelle. Was soll das denn? Ja, sorry, du hast Seelen. Traurig, musst Level up machen. Ja, Moment, du kannst aber auch dann aus dem Krankenhaus wieder aufwachen und da hinlaufen. Wenn du auf dem Weg nicht nochmal umgehauen wirst, dann kriegst du deine Seelen zurück. Ja, genau. Oh Mann. Ein schöner Kommentar von Rubber Ducky. Ist euch aufgefallen, dass Leute selbst im Restaurant nebeneinander sitzen und nicht mehr reden? Ja, das war aber früher genauso. Nee, echt? Ich bin echt kein Freund, ich bin wirklich kein Freund und das sage ich immer und immer wieder von diesen zynischen Behauptungen, dass heute alles schlimmer ist, weil alle Leute nur noch mit ihrem Handy rumsitzen. Ich bin dann, ich finde das immer so grässlich, wenn Leute das sagen. Ist aber so. Ja, aber früher hat man halt mit der Zeitung da gesessen und halt nicht mit dem Handy oder mit dem Buch und nicht mit dem Handy. Heute hast du halt einen E-Book-Reader, ja sicher. Also pass auf, ich kann dir das sagen. Ich habe zu Hause eine Gang gehabt, ne? So eine Dreirad-Gang. Und oha. Ganz ein harter. Was meinst du? Ich habe früher Hardcore-Musik gehört, verstehst du? Wir haben früher mehr geredet. Viel mehr. Heute sitzen die Leute, ich krieg das Kotzen, wenn mein Kumpel, also das ist der Einzige, mit dem ich noch zu tun habe, wenn der herkommt und auf sein Handy guckt. Ich sag ihm jedes Mal, Robert, leg das Drecksding weg, sonst hau ich es dir aus der Hand. Du siehst dich nicht viel, aber da musst du doch nicht mehr. Bei mir ist zum Beispiel auch in der Küche, beim Essen, ist Handyverbot. Ist Handyverbot. Nimmt da irgendeiner das Handy in der Hand, der kriegt sofort ein paar auf den Finger und dann ist das Handy weg. Ja, aber dann hast du halt ist es zu machen, ne? Zu sagen, ja. Zu müssen, das ist das Traurige. Aber das liegt dann halt eher am Menschen und nicht am Handy. Dann haben die Menschen halt früher einen Gameboy in die Hand genommen und haben darauf Pokémon gespielt halt. Also ich weiß nicht, wo ihr aufgewachsen seid. Bei mir war das nicht so. Social Media und sowas, man ist schon reizüberflutet und so. Man hat halt die Möglichkeiten heutzutage und das hattest du früher nicht. Tut mal mit leid. Mit dem Fernseher. Aber doch nicht unterwegs, das ist doch Quatsch, Slappy. Wir reden von unterwegs. Gameboy war doch auch unterwegs. Was hast du denn in deinem Leben gemacht, Slappy? Jetzt sagen wir mal, pass mal auf, ich bin rausgegangen und bin auf Bäume geklettert und hab Scheiß gemacht, den andere Kinder auch machen. Und trotzdem gab's die weirden Kinder in meiner Klasse, die damals schon ein bisschen komisch waren und halt sich nicht so am Social Life aktiv beteiligt haben. Ja, ich war auch komisch und hab mich nicht beteiligt, aber trotzdem habe ich so einen Quatsch nicht gemacht. Weißt du, wie ich meine? Es ist, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch etwas komisch oder sehen Sie, ich hab nichts gegen Handys, ich mag Handys, ich mag Social Media, ich liebe diese Sachen. Aber wenn Freunde, nehmt einfach mal das Beispiel, du gehst mit deinem Freund oder mit deinem Freund, Freundin geht ihr weg
Bei mir, mich kotzt schon an, ständig immer Essen zu fotografieren. Ich fotografiere jedes Drecksessen, was ich in meinen Körper reinschaufel und hab's auf dem Handy. Jedes. Ich nicht. So, ich schon. Ich hab das gelernt. Ich hab vor Twitch, hab ich kein Twitter, hab ich noch nie benutzt vor Twitch. Und Facebook, ja, vielleicht einmal im Jahr auf diese Seite geguckt. Auch was es davor gab, dieses VZ, Stefan war da drauf. Ich war da überhaupt nicht. Ich habe mir das angewöhnt, zu posten, Bilder von den Dingen zu machen, ne? Weil dann hieß es immer, Mensch, Sally, warum hast du nicht ein Foto gemacht? Ja, weil ich Hunger hatte. Der Burger hat mich angeschaut. Ich hatte Hunger. Entschuldigung. Ja, aber das nächste Mal machst du mal ein Bild. Okay. Und ich habe das wirklich so in 1,5 Jahren habe ich gelernt, von Dingen, die ich erlebe, die ich sehe, Bilder zu machen und sie zu teilen. Ich habe das vorher nie gemacht. Gar nie. Das Einzige, was ich damit sagen möchte, ist, dieses Argument, dass Kinder verdummen, weil sie zu viel Medien das ist konsumieren, jetzt aber neu. Das ist so alt wie der Buchdruck tatsächlich. Diese Argumente sind sowieso hohl, zu sagen, dass früher alles besser war. Ich habe zum Beispiel, wenn ich sage, früher war das anders, dann meine ich, früher in meiner Zeit war das nicht so. Und dass heute jeder ein Handy hat, ist auch klar und ist auch völlig in Ordnung. Und dass Jugendliche über WhatsApp schreiben und nicht in der Telefonzelle draußen stehen und 50 Pfennig einwerfen, ist auch normal. Ja. Aber irgendwo ist das soziale Gefüge oder das soziale Auftreten heute anders. Also, und durch solche Apps, die persönlich ich auch nicht schlecht finde, weil Geocachen ist nichts anderes außer als Pokémon Go, finde ich auch nicht schlecht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass eine ganze Party Pokémons fangen geht. Alter Vater, die Leute sind Anfang 20, die gehen effing Pokémons fangen. Kann man die tauschen? Wenn es denen doch Spaß macht. Nee. Echt nicht? Kannst ja nicht mit denen kämpfen. Du hast sie da nur? Gab's nicht eine Pokémon-Arena? Irgendwie mein Mitbewohner hat erzählt, dass er gestern eine Pokémon-Arena besetzt hat unterwegs. Es gibt verschiedene Teams, glaube ich, die du am Anfang auswählst. Rot, Gelb, Blau, Pink, weiß ich nicht. Und dann spielst du quasi immer für dein Team. Und dann musst du quasi deine Orte tatsächlich auch verteidigen. Da gab es ja schon Geschichten, dass irgendwelche Polizeiquartiere in USA plötzlich ein Gym waren und deswegen da zwei Teams gegeneinander gekämpft haben und den Polizeibetrieb behindert haben und so. Aber ich habe auch Geschichten gelesen, wo jemand, der nicht schlafen konnte, um 3 Uhr nachts aufgewacht ist, in den Park gegangen ist, um halt ein bisschen Pokémon Go zu spielen und da Leute halt kennengelernt hat. Das, dann die Polizei gekommen ist, weil er halt mit im Park mit zwei Farbigen stand, halt ein 40 Jahre alter Mann mit 20 Jahre alten zwei Schwarzen, da ist die Polizei halt drauf zugekommen, dachte, da geht irgendwas anderes ab, dann haben die den Polizisten Pokémon Go erklärt und dann hat der Polizist sich auch Pokémon Go runtergeladen und auch angefangen damit zu spielen. Also es führt genauso auf der anderen Seite halt dazu, dass Leute halt socialisen und Toll! Wenn du als Frau jetzt durch den Park läufst, nachts, ne, und Angst hast und dann kommt ein Kerl oder zwei Kerle auf dich zu, dann fängst du schon mal vom Weiten an zu rufen, Bisasa! Da hinten ist ein Onyx! Team Yellow? Okay, ne, wenn sie antworten, ist alles super, wenn nicht, umdrehen und ein bisschen schneller laufen. Okay. Okay, da gebe ich dir recht, das ist ein gutes Argument, Slippy. Was dafür spricht. Okay. Ja. Ja. Wir haben definitiv viele Plus und viele Minus in dem So wie Fall. Immer, wenn so ein Massenphänomen auftaucht. Eben. Es ist nie eins nur schlecht und es ist nie eins nur gut. Mhm. True. Ich muss Kilometer laufen, damit die ausgebrütet werden? Och Mann. Ja. Mal gucken, ob das mit dem Auto auch funktioniert. Du musst mir sagen, du musst vorher welche fangen. Fahr nur nicht selbst. Was? Fahr nur nicht selbst. Wieso? Das, muss man die App dabei aufhaben? Ja. Klar. Oh nö, ich hab gedacht, das ist mir zu anstrengend. Hey, das kurbelt übrigens wieder den Verkauf von Powerbanks an. Und wie? Hast du dir auch schon eine gekauft? Aber nicht deswegen. Ach so, okay. Ich hab tatsächlich vorher eine gehabt, ja. Ich hab immer noch keine Powerbank. War eine geile Investition, muss ich zugeben. Für die Gamescom würde ich dir das empfehlen, Nils. Kann mit einer Powerbank. So komischer Powerbank 6-mal das Handy aufladen und das Handy lädt übel schnell auf aus irgendeinem Grund. Das ist richtig krass. Oha. Oh, was war denn? Nee, glaube ich, gerade mal. Richtig nett. Kauf dir eine
Drohne und mach das Handy dran, finde ich auch gut. Pokémon Go! Ich glaube, Ray macht das. Der fängt so Pokémons, hat er irgendwie erzählt. Wie cool ist das denn? Oder hat er. Nee, ich glaube, das war seine Idee, ja. Kannst du nicht theoretisch hier diese Google. Nicht Glas, sondern Google Cardboard oder halt die Samsung Gear, die auf den Kopf ziehen mit dem Handy drauf und dann darüber Pokémon Go spielen? Alter Falter, wie die Zombies draußen. Weil du, ja. du guckst doch quasi ja auch dann durch die Kamera wiederum. Das heißt, du siehst ja im Prinzip alles plus halt eben die Pokémon. Das heißt, theoretisch könntest du doch, ich stelle mir das witzig vor, mit so einer Brille durch die Stadt zu laufen. Pokémon! Bam. In der Fußgängerzone. Das ist meins. Weggegrätscht. Das klingt sehr gut. Die Idee gefällt mir. Da würde ich das auch wieder spielen dann. Nicht. Können wir ja gemeinsam spielen. Auf der Gamescom spielen wir gegeneinander Pokémon Go. Gegeneinander. Natürlich. Oh, hier ist eine schöne Frage. Was war der schönste Urlaub, den ihr hattet? Alle sind, soll ich? Meine Flitterwochen. Wow. Meine Flitterwochen war der schönste Urlaub, den ich hier hatte, weil meine Eltern uns 2 Wochen Koh Samui in Thailand geschenkt haben. Und es war der schönste Urlaub meines Lebens. Und ich würde nirgendwo anders mehr hingehen wollen. Es war so schön, das Essen war so lecker. Und es war alles, es war toll. War mein schönster Urlaub. Als ich noch fit war, bin ich in Slowenien, den Triglav habe ich bestiegen, an einem Tag hoch, an einem Tag runter. Das waren über 2000 Höhenmeter, also 4000 dann insgesamt. Und wir haben mit einem VW-Bus am Fuße auf dem Gelände von einem Anwohner dort geschlafen. Der hat uns darauf gelassen und auch dann Essen und so hat er uns auch gegeben. Das war der schönste, billigste und geilste Urlaub, den ich je hatte. Das war richtig geil. Das hört sich aber auch toll an. In der Tat, ja. Ja, das war sehr, sehr geil. Mein schönster Urlaub war Ungarn. Als wir 2 Wochen lang mit zu 6, 3 Pärchen damals, wir waren mega jung, das war noch mit meiner allerersten Freundin, durch Ungarn gefahren sind. Wirklich in Budapest angekommen, da ein bisschen Zeit verbracht, nach Pécs, da ein bisschen Zeit verbracht. Dann hatten wir irgendwie, waren wir auf einer Hochzeit von einem Onkel, von einer Freundin, mit der wir da waren, auf so einem großen Berg irgendwie, hatten da eine Hütte ohne fließend Wasser, haben da eine Woche verbracht. Also nicht fließend Wasser heißt alles nur über Zisterne, die uns dann nach dem ersten Tag leer gelaufen ist, weswegen wir trotzdem in den Wald gehen mussten. War aber schön. Also jetzt nicht das in den Wald gehen, sondern das da wohnen, so nah an der Natur und so, wenn ihr versteht. Und dann halt zum Balaton am Ende. Also das hat richtig Fun gemacht, so einen schönen Urlaub. Den muss ich bis jetzt immer noch wieder mal mitmachen. Jetzt kommt Wolverus ja an der Ostsee, damals oben im Ostblock, du. Schön, ich versuche gerade noch rauszufinden, welche Sprache dieses Wort Urlaub ist. Du warst noch nie im Urlaub? Ich habe nie Urlaub gemacht. Mit den Eltern mal? Das zählt nicht als Urlaub, finde ich. Okay, ja gut. Also wenn ich damals mit meinen Eltern wohin musste, ist das für mich kein Urlaub gewesen. Vor allen Dingen musste. Musste. Durfte nie allein zu Hause bleiben. So ein Ärgernis aber auch. Nein, tatsächlich. Das Einzige, was ich halt als Urlaub bezeichnen muss, weil es meine freien Tage sind, ist, wie gesagt, das Full Force Festival. Das ist alles. Mehr habe ich nicht. Wird aber mal Zeit. Irgendwann mal. Hey, haben wir nicht vor einer Stunde oder so kurz, Wir haben noch kurz aufgegriffen. War sie, ja. Wir können ja mal eine S-Tour machen oder so. Ich bin da offen. Wir können irgendwo... Aber traurig. Ulf, ich hab gehört, ich sehe so Ideen, Donation Goal Urlaub. Und dann schlägst du einfach hat noch. Hat nicht Jim letztens mal so was Krasses bekommen? Ja. Ja, ne? Ja?
Mach Urlaub, viel Spaß. Such dir was Schönes aus. Fliegen ist günstig, ist wirklich so. Das stimmt. Kommt drauf an, wohin? Überall. Ja. Das ist überall. In Europa, du kannst halt für 15 Euro nach Barcelona fliegen. Ich wollte gerade sagen, in Europa, ja. Also Europa, in Europa habt ihr wahrscheinlich noch nicht alles gesehen, von daher, let's go. Ich wollte letztens nach Kamerun, das ist nicht so billig. Ich find's edel, also ich reise gerne irgendwo hin. Also ich besuche in letzter Zeit sehr gerne Leute und wenn es nur 2-3 Tage sind. Aber es ist cool, kannst halt für eine Stunde hinfliegen. Also Europa ist meistens so ein Stundenflug und mal so einen Tag nach Barcelona, auf geht's. Das mache ich mit meiner Freundin irgendwann mal. Wenn sie bereitwillig dazu erklärt, dass sie fliegen will, dann kaufe ich einfach 2 Flüge. Komm, Schatz, wir fahren jetzt los. Wo willst du denn hin? Ja, wir fliegen kurz nach Barcelona. Was ich empfehle euch Rom. Nee, Pizza schmeckt da nicht. Das ist zu dünn. Aber die Stadt ist schön. Das stimmt, ja. Schönste Stadt der Welt. Rom? Ja. Jetzt Vatikan oder Rom? Ja, Rom und Vatikan. Okay. Vatikan ist im Rom. Ja, aber Vatikan ist Vatikan. Ja, das... I'm sorry, Kartograf. Entschuldigung, wenn ich sonst nichts weiß, aber das wurde mir eingetrichtert. Hm? Ich war mal in den englischen Gärten, das ist schön. Da hast du alles für dich. Keine Touristen. Ja, im Vatikan. Ach so. Stehst du quasi über den Dingen. Hast deine Ruhe. Du wohnst doch im Keller, oder? Da hast du doch auch deine Ruhe. Wow, der war gemein. Wie gehen wir jetzt durchs Leben so, ne? Hey, das ist die Rache für vorhin. Ja. Ich habe eine schöne Frage, weil ich weiß, dass Wolf darüber, das habe ich bei seinem Twitter verfolgt, SGDQ, habt ihr SGDQ verfolgt? Was haltet ihr davon, etc. pp? Ihr spinnt das Thema ja eh im Aus. Wolf, ich würde es gerne von dir hören. Weil du toll, jetzt hast du mir meinen Kanal der Woche quasi genommen. Ja, und? Ist doch egal, ist okay. Ja, mega geil. Ich liebe diese Serie, egal ob Summer Games Done Quick oder... die Winterversion davon aus dem Games Done Quick schaue ich wahnsinnig gerne, wenn ich die Zeit dazu habe. Wo wir dazu kommen? Ich beende sogar Streams, um das zu gucken. Wirklich? Ja. Nee, habe ich tatsächlich 2-mal gemacht letzte Woche. 2 Streams beendet und gehostet, weil ich dann zusammen mit meiner Community das gucken wollte. Weil ich das Event einfach mega gerne liebe. Was Summer Games Done Quick ist, das ist eine Veranstaltung, die quasi, also da versammeln sich so mit die besten Gamer der Welt, so könnte man das sagen, und die spielen x-tausend Spiele so schnell wie möglich durch, egal ob auf legalen Wege oder auf ganz nicht so ganz legalen Wege, quasi glitschen oder so. Und nebenbei sammeln die Geld für gute Zwecke. In diesem Falle war es jetzt Doctor Without Borders. Und bei Awesome Games Done Quick ist es immer gegen Krebshilfe. Gegen Krebshilfe. Also gegen Krebs. Ne? Für Krebs. Also Ärzte ohne Grenzen, ne? Genau. Für Chemtrails. Und da gibt es halt immer so Sachen, die würdest du selber nie sehen. Mhm. Ich habe jetzt das Letzte, was ich geguckt habe, also ich habe zum Beispiel den Demon's Souls Run habe ich geguckt oder dann zum Beispiel, da hat dann einer Dark Souls 2,5 von 20 Minuten durchgespielt und das war so mindblowing, das war so unglaublich genial zu sehen und die meisten, die da sitzen, sind auch noch so tierisch sympathisch. Ich habe zum Beispiel Witwix über Awesome Games Done Quick damals kennengelernt oder Trihex und sowas. So wie 30.000 andere. Ja, wahrscheinlich. Und das sind richtig coole Leute, die wahnsinnig entertaining sind, vom Commentary her und von dem, was sie da tun. Und deswegen so viel Zeit wie möglich gucke ich das recht gerne. Je nachdem natürlich auch, was für Spiele gezeigt werden. Ich habe auch schon bei einem mal zugeguckt, der hat irgendein Spiel gespielt, das Spiel hat mich null interessiert, aber der Typ war so geil im Erklären darin. Der hatte eine so unfassbar coole Erzählweise, dass ich das 3 Stunden lang geguckt habe und ich habe zwar keinen Peil gehabt, was er tut, aber es war unfassbar unterhaltsam. Und das kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ja. Es sind übrigens nur Speedrunner und nicht die besten Gamer der Welt. Also, ja, die sitzen beim Plankenschnack. Ne? Das ist okay. Ja. Also ich nicht. Der Witwix ist ja damals, glaube ich, er hat vorher irgendwie für 300 Leute gestreamt und hat dann quasi durch eben die Games Done Quick
irgendwie genau, direkt gekommen. Direkt irgendwie auf die 2000, 3000 Viewer dann hoch. Aber sein Run damals war auch legendär. Also wie der die Leute unterhalten hat. Der hätte machen können, was er wollte. Der hätte sich auch da hinsetzen müssen und gar nichts machen müssen. Ja. Und gut, ist halt Weed Weeks, ne? Sehr geil. Easy. Wollte ich nicht unterbrechen. Nee, ich wollte auch gerade loslegen. Nee, ich wollte nur sagen, ich habe ja vorhin so viel erzählt. Macht ihr mal. Also ich habe es dieses Jahr nicht so geschafft, leider, die Runs zu gucken. Ich hoffe, dass da ein paar gute Highlights geben wird im Nachhinein. So in den letzten Jahren habe ich es immer wieder geguckt. Da waren auch ein paar echt Highlights dabei, wo ich immer froh war, dass ich die auch live gesehen habe. Wie zum Beispiel vor einem halben Jahr, glaube ich, war das, wo sie dieses Rhythmusspiel auf der Tastatur gespielt haben. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber da haben die halt, wo halt diese ganzen Pfeilen, ich weiß das. Genau, runterkommt und die da drauf getippt haben. Das war das absolute Highlight von letzten Mal und sowas. Wahnsinn. Und dann, ich weiß nicht, ich habe aber auch dieses Jahr oder bei den Awesome Games Done Quick das Gefühl gehabt, dass gar nicht so viel jetzt über Twitter irgendwie reinkam. Beim letzten Mal habe ich dann immer nur bei Twitter gucken müssen, boah, dieser Runner ist so krass. Und dann bin ich sofort reingegangen und habe mir das angeguckt. Das war jetzt dieses Jahr nicht so. Das war jetzt auch nicht minder erfolgreich. Also. Ich habe mir einige dieser Racing-Runs angeschaut, ne, wo dann zwei oder drei Speedrunner gegeneinander das gleiche Spiel spielen und man halt alle zwei, drei oder vier Bildschirme gleichzeitig sieht. Da habe ich einiges angeschaut. Von Aladdin über Pokémon hatte ich mir auch angeschaut. Und hier, wie heißt denn dieses Rätselspiel? Das ist dieses Jahr erschienen. Kostet so um die 35 bei Steam, wo du nur. Talos Principes irgendwie. Nee, das andere. Das andere. Es ist ein bisschen bunter. Du musst solche Strahlen aktivieren. Ach ja. Hm. Ja, Namen wüsste ich jetzt auch nicht. Mann, warum? Witness. The Witness. The Witness. Mhm. Hm. Also da bin ich da gesessen, so. Okay. Also diese Platten, worauf man Sachen verbinden muss, ne, das war so weit weg. Du hast nicht erkannt, was er gemacht hat. Und das alles so auswendig. Das war ein cooler Run. Der hat mir mega gefallen. Also ich gucke das immer. Wenn es mir die Zeit möglich hat, ne? Donkey Kong habe ich auch gesehen. Donkey Kong 2. Hm? Ich wünschte ich mir, gut. Sie würden die Technik endlich in einer angemessenen Zeit umbauen. Ach, das ist das Allerschlimmste an dieser Sendung. Das ist grauenvoll. Wenn ich da als Streamer zugucke und die braucht eine halbe Stunde, um die Stecker zu wechseln, da kriege ich die Krise. Das Event ist richtig geil. Die Spiele, der Hammer. Was die da machen, richtig edel. Aber wenn mir einer dann schon sagt, ja, wir wechseln die Konsole, okay, warte, ich bin dann in einer Stunde wieder da. Oh. Also, ich freue mich ungemein, ohne Witz, dass so viele Menschen dort so viel Kohle reinbuddern und einer guten Sache oder einem guten Zweck helfen. Es ist nichts Profihaftes oder überhaupt nichts richtig crazy, was sie da machen. Die Halle sieht super einfach aus. Da ist Technik dahinter, reicht völlig zu. Nichts, was crazy ist. Und das finde ich schön. Da sieht man, dass man aus minimal, in Anführungsstrichen bitte sehen, minimaler Aufwand maximal was rausholen kann. Und ich finde es super, was die dort machen. Ich mag die Leute. Also manche sind halt schon sehr, also denen merkt man an, dass sie Speedrunner sind. Sie leben in ihrem eigenen Universum. Sie reden nicht viel. Ja. Aber das müssen sie auch nicht. Warum? Ich mag das, was sie da tun. Und ich unterstütze das auch. Und ich finde das klasse. Ich mag die Runs. Finde ich gut. Ja. Auf jeden Fall. Ist eine gute Geschichte. Und ich finde es schön, dass sie es mittlerweile, glaube ich, schon zweimal im Jahr machen, ne? Ja, genau. Immer und schon. Winter. Genau, ja. Und früher war das ja nur einmal. Da war es auch bei Weitem nicht so groß. Richtig. Ja, dieses Jahr haben sie ja sogar Werbung bei in der Tonight Show gemacht, glaube ich. Ach ja. In Amerika. Deswegen war es jetzt dieses Jahr noch ein bisschen erfolgreicher. Und das war letzte Woche im Übrigen, weil gerade die Frage aufkommt. Und Awesome Games Done Quick ist wieder vom 4. bis 11. Januar, meine ich, dass sie es heute verkündet haben. Glaube ich, irgendwie sowas. Läuft das immer noch heute? Nee, ist vorbei. Ah, okay. Ist vorbei. Es ist jetzt vor Geige gegangen. Gestern war, glaube ich. Genau. Heute Morgen. Heute Morgen war Abschluss, ja. Genau.
Ja, sehr cool. Mhm. Aber die Highlights findet man bei YouTube auch. Also. Ja, die haben Quick Games Quick Archiv, irgendwie sowas. Oh. Da könnt ihr jeden Run nachgucken, das ist ziemlich nice. Ich war bei Dings war ich begeistert. Trials Fusion. Oh ja, da habe ich auch reingeguckt. Alter Vater, ich spiele ja selber auch Trials Fusion ab und zu. Alter Vater, die haben richtig aneinander an der Birne, ne? Die sind, also weiß ich nicht. Die sind immer aus dem anderen Universum, das sind Aliens am Gamepad oder so. Das ist echt so. Auch bei den anderen Jumps oder so. Da, also man merkt aber richtig, dass die Leute nichts anderes machen. Nee, absolut. Also wenn mir schon jemand da kommt mit Frames zählen, ja. Dann sitze ich das mir nur davor. Das finde ich immer so krass. Mhm. Oh, da hast du ein 2-Frame-Zeitfenster und ich denke nur so, Alter. Ja. Ja. Genau den und den Jump da oben drauf, da nochmal und dann hast du einen Frame Zeit. Oh, er hat ja. Den Film erwischt. Yeah, first try, GG. Wow, was? Und dann Frame? Die ganze Halle. Wow. Ich wäre so gern mal dort, ne? Wenn die da mal so richtig steil gehen und dann alle jubeln und applaudieren, ich glaube, da muss eine riesige Stimmung sein. Ja, aber es ist ja, da das 24 Stunden lang, ne, die ganze Zeit läuft, siehst du halt auch, ne, nachts, wenn dann wirklich nur so 4, 5 ja, das stimmt, da das sitzen stimmt. Und dann denke ich mir immer, oh Mensch, jetzt haben die da so eine gute Leistung und dann sitzen da so 2, 3, oh ja. Ja, aber es gucken halt 100.000 Leute zu, ne? Ja, aber in der Halle ist halt am Tag, die ist dann, da ist sie gefüllt und da ist dann wirklich... Immer, ja. Das finde ich ist sowieso das Geilste, ja, an diesem ganzen Ding. Ihr müsst euch halt mal vorstellen, das sieht halt völlig nach Dilettanten aus. Also das Overlay ist dilettant, ihre Giveaway-Fotos sehen aus wie dilettant. Also dieser ganze Stream ist super dilettant. Einfach nichts Krasses, minimalster Aufwand. Und dann fahren die, wie lange haben die das jetzt gemacht? 2 Wochen? Eine Woche? Eine Woche. Geht das immer. Nach einer Woche fahren die 1,3 Millionen Dollar ein. Dann bezahlen die Flüge, alles abgezogen und so weiter und so fort. Bleiben immer noch 1,3 Millionen Dollar übrig. Ja. Und das ist so gut. Und das, ich bin echt super begeistert, dass das so die Runde macht. Und ich finde es klasse, dass jeder da zuguckt und da mit hilft sozusagen. Finde ich sehr geil. Finde ich sehr, sehr schön. Und ich hoffe, sie machen es noch ein paar Jahre. Ich denke doch. Ja, hoffentlich. Aber Kill the Animals habe ich immer noch nicht verstanden, was das soll. Ich auch nicht. Das ist, glaube ich, irgendwas mit Metroid oder so. Das ist ein Speedrun. Warte, welcher war denn das? Wenn du die Animals killst, ist der Speedrun schneller zu Ende. Und wenn du sie leben lässt, dauert es halt länger. Ne? Und dann, 3 Frames. Ja, 3. 3 und ein halber. Ja. Und die Leute donaten halt dafür, dass man die Tiere leben lässt. Oder eben nicht. Oder eben nicht, auch, ja, es waren auch sowas wie Namensgebungen. Ich glaube, bei Final Fantasy war... Nee, warte. Genau, ja. Doch, da haben sie auch überall, wo man Charakternamen eingeben kann, kann man dann für Namen donaten. Genau. Und so weiter. Oder gutes Ende, böse Ende bei Dark Souls zum Beispiel, etc. Und Super Metroid ist es ja. Super Metroid. Wollen wir die nächste Frage nehmen? Ja, bitte, bitte. Was würdet ihr von einer Education-Kategorie halten auf Twitch? Sehr gute Idee. Oh Gott, ich hab. Ich würde am liebsten losballern. Was willst du denn in der Education? Wie man streamt oder was? Nee, ich habe mir vor kurzem mal einen sehr intelligenten Menschen angehört. Professor Dr. Leck mich am Arsch, der sich wirklich fast in jeder Kategorie auskennt und der hat mal ein bisschen was über das Bildungssystem erzählt und... Aber nicht Dietrich Schwanitz. Nee. Ich habe seinen Namen vergessen. Irgendwas mit Lech, glaube ich. Lech heißt er. Nachnamen. Und ach so, Harald Lesch. Lesch, ja. Harald Lesch. Ja. Lesch Kosmos. Ja, die Sendung finde ich affig, aber also... Die finde ich gut. Nee, ich finde die Sendung irgendwie ein bisschen affig, das ist so gestellt. Wenn er halt einfach so kontinuierlich wegredet, ist das sehr cool. Ich denke, ich würde mir solche Menschen wünschen, dass sie Monologe führen würden. Unendliche Stunden. Unendliche Stunden. Jeden Tag. Weil... Die, also es gibt ja, man sagt ja immer, je intelligenter man ist, desto weiter denkt man voraus. Wie weit dieser Typ vorausdenkt, ist, also er hat über 200, 300, 400 Jahre vorausgedacht mit wirklich guten Argumenten. Ob das nachher
ob das trifft oder nicht. Und er hat auch ein bisschen was über das Bildungssystem erzählt. Und da ist mir mal klar geworden, das war auch schon in meiner Zeit, ich meine, was willst du mit scheiß Physik in der Schule? Was bringt dir das? Die Leute haben eh keinen Bock da drauf. Was willst du mit Chemie? Warum sitzt du nur im Klassenzimmer? Und er hat zum Beispiel ein sehr, sehr, sehr geiles Argument gebracht und gesagt zum Beispiel, warum zeigt man den Leuten das nicht praktisch? Warum nimmt man sie nicht, macht Chemie, Bio und Physik in eins und geht raus zum Beispiel? Und wie geil... Knopfhoff? So wie Knopfhoff zum Beispiel, genau. Ah. Und wie geil wäre das, wenn sich jemand hinsetzen würde, der was in der Pfanne hat, was vermitteln kann und die das streamt? Ich würde das so geil finden, weil es ist einfach, das ist halt ein anderer Lerneffekt. Und zum Beispiel, wenn ich mir den Lash angucke, da hört nicht jeder zu. Das ist echt hart, 45 Minuten lang dazu zu hören. Da muss man richtig Bock drauf haben. Aber ich würde sowas richtig geil finden. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt jetzt Slabby und Sali oder wir, sagen wir mal, wir vier machen eine Sendung, eine Education-Sendung. Und wir machen nebenbei Witze, wir finden gute Beispiele oder wir gehen raus und zeigen euch da irgendwas. Ich denke, dass das mehr Hand und Fuß hat, als in irgendeinem Klassenzimmer zu sitzen und den drügen Zeug runterzuballern. Das bringt keinem was. Also ich würde es gut finden. Aber das ist halt auch so, da müsste man wieder ins Schulsystem reingehen und das wollen wieder einige nicht hören. Und also Twitch Education wäre ich dafür, wäre cool. Hätte ich Bock drauf. Naja, aber du kannst es ja quasi von YouTube ein bisschen abgucken und halt in die Richtung halt Livestreaming ein bisschen übertragen. Es gibt auch genug englischsprachige. Im deutschsprachigen Bereich würde sich das sowieso nicht durchsetzen. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das würde sich so durchsetzen wie auf YouTube im deutschsprachigen Bereich. Aber im englischsprachigen Bereich halt so Jungs wie Vsauce oder, Vsauce, genau. Halt sowas in die Richtung oder halt, da gibt's zu viele mittlerweile, die halt wirklich diesen gut produzierten Educational Content halt machen. Und selbst wenn sie halt nur über irgendwelche Hirngespinste quatschen, die bringen dir trotzdem dabei irgendwie so ein bisschen Physik bei. Momentan auf Twitch, wenn du, Naturwissenschaften oder irgendwie sowas, Wissen bei. Das gibt's halt momentan, wenn du sowas halt lernen möchtest auf Twitch, dann kannst du das halt nur über Umwege machen. Wenn du jetzt zum Beispiel dir einen Kerbal Space Program Stream anguckst, dann lernst du halt darin halt Physik wie jetzt Orbitalkräfte gehen, weil das Spiel halt extrem realistisch ist, was das betrifft. Und deswegen, das fände ich echt richtig gut, wenn es halt so ein Content halt, wie es auf YouTube schon gibt, wenn es den halt wiederum auf Twitch gäbe. Halt. Der wäre dann natürlich nicht so perfekt durchgeskriptet, weil das ist alles live. Aber fuck it, let's do it live, quasi. Also das wäre trotzdem cool, wenn du es vorher vorbereitest. Und selbst wenn du dich nach einem Monat anfängst zu wiederholen, aber trotzdem wäre das, glaube ich, finde die Idee gut. Muss ich echt sagen. Wer hat die Idee gehabt? Boggy. Wer sonst? Boggy direkt, oder was? Ja, ja. Boggy, du bist mein Held. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Oh. Ich habe heute auch einen gefunden, der selber bastelt. Und den fand ich sehr lehrreich. Der ist so wie Slappy gerade sagt, fuck it, just do it. Der Typ ist ja Wahnsinn. Also da kannst du halt auch einfach so schlechtes Schweißen lernen und sowas. Das ist halt echt richtig gut. Und ich würde mich freuen, wenn Menschen sowas machen würden. Ich glaube, dadurch würden einige viel mehr lernen. Und ich denke, dass das echt wichtig ist. Ich denke, dass das sehr wichtig ist, weil sehr viele sehr wenig lernen heute. Sehr, sehr wenig. Vielleicht sogar schon zu wenig. Und wenn es nur mit Social-Zeug zu tun hat. Umgang untereinander, finde ich zum Beispiel. Also, was ich super gerne, und die Idee hatte ich auch schon mal, leider habe ich sie nicht umgesetzt, was ich halt gerne immer machen wollte, ist, mir Beispiele aufzugreifen aus dem täglichen Leben und den Leuten einfach mal vorzuspielen, was man draußen sieht. Wie Menschen sich verhalten. Ich hatte heute Morgen zum Beispiel auch mal gesagt, es gibt Menschen, die nehmen dich irgendwo mit hin. Auf eine Party zum Beispiel. Und dann verpissen die sich einfach und lassen dich da stehen. Beim Polnischen. Also das sind so Sachen,
Ich denke, dass das für mich unter Education fällt. Und sowas ist wichtig, dass man Leuten sowas mal, wie sagt man immer, man soll den Spiegel demjenigen richtig vors Gesicht halten. Und ich denke, sowas wäre zum Beispiel auch sehr, sehr geil. Und das live halt, einfach so improvisiert, wenn irgendwer, so wie jetzt gerade, dir das reinschreibt, dass da halt so, zum Beispiel Ezekiel ist ein Schauspieler, der könnte das wahrscheinlich improvisieren. Sowas wäre super witzig. Das ist halt Bildung in einem witzigen Bereich. Das gibt es wahrscheinlich auf YouTube schon und vielleicht auch auf anderen Plattformen, aber warum soll es das nicht hier auch geben? Wiederholen ist gut. Also, ich würde es cool finden. Das wäre auf jeden Fall ein Bereich, wo du noch deine eigenen Regeln durchsetzen könntest, weil das gibt es noch nicht. Live-mäßig. Tatsächlich. Also, ne, wenn du jetzt heute anfängst irgendwie und anfängst Minecraft zu streamen oder Dark Souls oder was auch immer, hältst du dich halt daran, was andere schon mehr zu Zehntausenden gemacht haben, mehr oder weniger. Aber Bildungsstreams, das wäre mal was, wo man wirklich seinen eigenen Stempel auftragen kann. Coming soon. Morgens bei Periscope, auf Twitter beim Fitnessstudio. Die Ani-Curls, wie man es richtig macht. Lol. Nächste Frage? Ja, aber warum nicht? Ja, nächste. Oder wolltet ihr... Ja. Wollten wir nicht eigentlich auch noch ansprechen, dass demnächst der HTML5-Player kommt? Ja, das hatte Kartoffelkatze vorhin schon in einem Chat ausgiebig besprochen. Da habe ich mir gedacht... Wer liest denn Chat? Ja, ich... Ich nicht. Ja, dann mach das doch, Slabby. Ja, nur kurz zusammengefasst, weil viel gibt's da noch nicht zu sagen. Ja, ich glaube, aber Kartoffelkatze hat ja auch geschrieben, dass das jetzt tatsächlich schon draußen ist, sobald man Flash deaktiviert im Browser. Aber, und das ist wichtig, es läuft ja momentan nur die Beta. Das heißt, das gilt tatsächlich nur für Twitch Turbo-Nutzer, weil die Twitch Turbo-Nutzer quasi von Twitch auserwählt wurden, um das quasi zu testen. Was auch Sinn macht, weil das quasi wirklich jemand, der Twitch Turbo hat, der zahlt nicht einfach nur so Twitch Turbo oder die 7 Euro oder was das ist im Monat, sondern der weiß schon, wofür er das zahlt. Das heißt, der ist intensiv am Twitch gucken auch und sich am Chat beteiligen. Von daher macht das schon Sinn, diesen Kreis auszuwählen. Genau, und die dürfen jetzt quasi schon den HTML5-Player testen, der eigentlich schon für das letzte Quartal angesagt war, aber immerhin kommt er jetzt, von daher. Seitwärts. Ja. Yes. Oh mein Gott, endlich vielleicht mal in vernünftiger Qualität, nicht für Pixel-Stream. Yes, und keine Capture-Card für 1000 Euro kaufen, um nur ein paar Pixel rauszuholen. Yes. I like it. Sollen wir das so stehen lassen oder wollt ihr noch was dazu schreiben? Das ist doch alles, was man dazu sagen kann. Okay. Willst du weiter auf Fragen eingehen oder wollen wir noch auf Neuerungen von Twitch eingehen? Gibt's denn noch Neuerungen? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal jetzt irgendwann besprochen habt, aber so die letzten Neuerungen, die kamen, vielleicht nochmal ganz kurz anschneiden. Die Freundesliste. Zum Beispiel. Das wäre sogar eine Frage gewesen, die wir jetzt aufgreifen können. Sehr schön vorgenommen. Herr Wolf, bitte. Ich übergebe das Zepter an Sie. Also was alles jetzt so neu kam. Also ich hätte jetzt mir hier noch so drei Sachen notiert. Einmal, wie es ja gerade schon gesagt hat, die Friendlist, dass man jetzt sich halt eine Friendlist auf Twitch aneignen kann, indem man seine Accounts halt gegenseitig edit. Gut, wie nötig das jetzt ist, weiß nicht, was meint ihr? Deaktiviert mit bei der Twitch TV. Gut. Kann man das an der Seite rausmachen? Ja! Yes! Ja! Yes! Wo geht das? Sag ich dir nachher. Ich komme! Nee, nicht nachher, jetzt. Warte. Jetzt, ist, Anleitung ja, für alle. Das, hier, Education, wie man das ausmacht. Warte, bei der Twitch TV Settings, da gehst du rein. Ich habe das doch auch gesagt bekommen, wie das funktioniert. Wo ist denn das? Bei der Viewerlist? Also ich nehme einfach Hide nur friends. Keine... Hide friends. Hide friends. Da. Ich nehme einfach nur keine Leute an. Mein Leben ist halt weg. Sie ist ausgeblendet, ist weg. Sehr gut. Dann glaube ich, muss man dazu nichts mehr sagen, oder? Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es vor allem halt für Leute, die halt viel gucken. Nicht für jetzt Streamer, aber für Leute, die viel gucken, finde ich es ganz gut. Ja. Halt vor allen Dingen jetzt... wir reden momentan echt wenig miteinander.
Wir haben viel zu tun. Tut mir leid, dass ich jetzt dir früher sagen soll. Du hättest es ihm ja chatten können über die Freundesliste. Endlich muss ich nicht 80 Leute wegklicken und ablehnen. Oh, ich muss nicht die Leute mehr ablehnen. Ihr könnt mir so viel Freundschaftsanfragen schicken, wie ihr wollt. Ich sehe sie eh nicht mehr. Juhu! Oh, ja. Schön. Ich nehme die meisten auch nicht an. Aber ich finde es trotzdem gut für halt Viewer, die jetzt halt viel, viel zusammen gucken, dass sie halt untereinander. Ich wollte gerade sagen, unter Freunden vielleicht oder so. Oder unter halt Streamer, Kumpels. Genau. Das mehr Sinn als für Streamer. Ja. Weil manchmal guckt man halt, der eine guckt Whitwix, der andere Dan und dann will man trotzdem sich miteinander unterhalten. Oder, okay, das macht jetzt keinen Sinn. Aber sagen wir in einem kleinen Chat, wo man halt normalerweise sich mit demjenigen immer unterhalten konnte und er hat jetzt gerade zum Beispiel keinen Bock auf irgendeinen besonderen Streamer, guckt gerade halt woanders. Ist ja vollkommen verständlich. Und dann kann man trotzdem sich mit ihm weiter unterhalten. Dann finde ich das gut. Oder auch für Mods, damit die sich halt untereinander absprechen können, zum Beispiel in Streams. Ja. Finde ich das auch gut. Aber jetzt für einen Streamer als solchen nutzt das halt wirklich null. Nada niente. Genau. Dann hätte ich noch, wir können jetzt, oder beziehungsweise jeder kann jetzt Clips erstellen. Was ja vorhin schon viele über Oddshot, glaube ich, genutzt haben, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Das bedeutet, ihr habt jetzt hier, wo bin ich? Ach, da, ich glaube, direkt unter mir gibt es jetzt so ein kleines Theater, nicht Theaterfenster. Nee, so eine Klappe, oder? Hier so eine Klappe halt. Ja. Wenn ihr da draufklickt, dann werden die letzten 30 Sekunden gespeichert quasi und ihr kriegt einen extra Link für diese 30 Sekunden, die dann, wie die sie schon gesagt hat, in einem extra, auf einer extra Seite dann wieder gespielt werden. Und das könnt ihr dauernd machen. Könnt ihr dann instant auch teilen, oben auf Twitter etc. Ist, finde ich, schon eine ganz coole Funktion. Zum Beispiel könnte man jetzt sagen, wenn irgendwas wirklich extrem Cooles passiert ist und das macht jemand und nach dem Stream schickt ihr dir das als kleinen Reminder zum Beispiel für dich, dass du das highlightest zum Beispiel auf deinem Kanal. Könnte man das nutzen oder halt, um dann, was weiß ich, nach dem Stream auf Twitter zu posten, hey, guck mal, das war die beste Szene, falls ihr verpasst habt, wollt ihr doch den Stream so nachgucken, keine Ahnung. Alles in allem gab es mit Oddshot schon, jetzt ist es halt direkt in Twitch, ist okay, fertig. Ich find's auch gut, hauseigen wieder. Eben, hauseigen. Hauseigen ist eigene schön. Marke, zu Hause, genau. Zu Hause sein. Ich find's auch gut. Jo. Gerade weil sie jetzt eingebaut haben, dass wenn du oben drauf drückst und du deinen Twitter-Account verlinkt hast mit Twitch, dass dein Ad gleich mit drin steht. Also, ja, genau. Wenn das genau. jemand shared, schickt er dir das gleich per Twitter zu. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr geil. Ja, das ist super. Ich auch gut. Ja. Also, wenn ihr wirklich gerade was gesehen habt und es ist keine 30 Sekunden alt, scheut euch gar nicht, mal einfach auf diesen Knopf zu drücken. Und da wir sind die Letzten, die dann sagen nach dem Stream, oh, jetzt hat uns schon wieder jemand eine coole Szene geschickt. Ja, also, oh Gott! Mach warum? Das ruhig. Da hat schon wieder kostenlos Werbung für mich gemacht. Was soll denn das? Hört auf. Also, wenn ihr was Cooles gesehen habt, haut auf den Knopf. Yep. Dafür ist er da. Eben. Und danach ist es witzig. Ist witzig. Ja, weil man dann auch Highlights schneiden kann für immer. Eben. Das wäre halt cool, wenn es da noch zum Beispiel so eine Rubrik geben würde, die auf deinem Profil das noch irgendwie abspeichern könnte. Ja. So ein Insta-Highlight, ja. Genau, der das denn irgendwie noch in eine extra Rubrik da reinpackt, Clips, die von so geschnitten wurde. Das wäre auch cool. Das ist das, was ich nämlich am Anfang meinte, so dass es für dich ein Reminder, damit du weißt, wann du was nochmal nachträglich highlighten müsstest. Genau. Wenn du das dann wolltest. Ja, und das ist halt für 30 Tage da oder so und dann genau. Das wäre geil, ja. Gibt es dazu noch was? Nee. Ich habe auch nur noch einen Punkt, der jetzt, ist auch schon wieder ein bisschen älter jetzt hier, aber ich wollte es trotzdem nochmal ansprechen, weil das vielleicht gar nicht so uninteressant ist. Und zwar, wie in alten Zeiten, quasi Twitch geht back to the roots, ad-free for Subs. Habe ich ausgemacht, meine Subs gucken auch noch Werbung. Ach so, ja, das kann man natürlich ausstellen. Ja. Aber man könnte damals, weil das ist deswegen eine ganz nette Anekdote, weil ich habe damals halt Streamer geguckt, die halt damit geworben haben, wenn du meinen Channel subscribest, siehst du halt nie wieder Werbung auf meinem Channel. Und dann, als ich damals Partner geworden bin, habe ich damit halt dann auch, also ich habe das auch halt niedergeschrieben, dass man dann keine Werbung hat auf meinem Kanal. Und dann habe ich aber erst 2 Monate später so rausgefunden, dass das gar nicht stimmt, weil die das wieder ausgemacht haben. Da hast du wohl deinen Vertrag nicht gelesen, junger Mann. Und dann
Aber dann habe ich, also mir war das irgendwo schon klar, aber ich habe mich da gefragt, warum darf der das dann schon? Also der, zum Beispiel der amerikanische, den ich geguckt habe, warum darf der das schon? Und dann habe ich erst rausgefunden, dass die, die damals halt eben schon gepartnert waren bei Twitch, das immer noch dürfen. Nur die neuen Partner dürfen das nicht mehr. Mhm. Und jetzt ist es wieder eben wie früher, dass man eben, wenn man Subscriber eines Channels ist und der Streamer würde Werbung schalten, dann würde man diese nicht sehen. Bei mir ist es hinfällig, weil ich schalte eh nie Werbung, aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja gut, aber wenn jemand bei dir reinkommt, sieht er so oder so Werbung, oder nicht? Ja. Ja. Wenn er damit reinkommt, nur nicht während des Streams. Genau. Ja. Ja. Ich habe mich auf Twitter nur ein bisschen lustig gemacht über die Streamer, die damit geworben haben, ihr müsst bei mir nie wieder Werbung gucken, wenn ihr gesubbt seid. Ich meine, ganz ehrlich, wir subben dafür, weil einer sagt, das ist ad-free. Eben. Krass, oder? Das meine ich halt. Hä? Also ich hab zu meinen Subs habe ich gesagt, Leute, wisst ihr was? Ich mache nur am Ende Werbung. Ich mache nie mittendrin. Am Ende. Ja. Am Ende vom Stream, wer das gucken will, kann gucken. Wenn nicht, haut ab. Und dann habe ich zu den Subs gesagt, ganz ehrlich, Leute, ich tue euch nicht weh, ihr tut mir damit nicht weh. Guckt euch das an oder nicht? Das habe ich zu den Leuten gesagt. Wir haben alle einstimmig abgesagt, ja, mach, stört keinen. Dann habe ich das ausgemacht. Warum? Ich habe das, ja. Da muss man ja keinen Hehl draus machen. Also wenn du nicht mitten im Stream alle 30 Minuten einen Block laufen lässt, ist doch so eh scheißegal. Also ja, es gibt ja, die machen das. Also es mag schon sein, dass das für einige Leute relevant ist. Ja. Hm? Also es gibt einige Amis, die lassen automatische Rolls alle 30 Minuten laufen. Die schalten das nicht per se, sondern die lassen das einfach laufen. Hm? Und dann können die natürlich sagen, wenn ihr subscribt, dann seht ihr das halt nie. Fertig. Muss man aber nicht. Ich kann für den Preis von 1,5 Subs Twitch Turbo mir holen und muss überall auf Twitch nicht mehr Werbung sehen. Richtig. Ja. Also, wenn das der Grund ist, dann gibt's andere Methoden. Denke ich doch auch. Aber es ist eine Neuerung, jetzt kann man drüber streiten, muss das sein oder hätte man sich um was anderes kümmern können? Das finde ich gut. Finde ich gut, dass jedem das freisteht so. Ja. Wenn damit jemand werben möchte, dann soll er das tun, mein Gott. Ist doch gut. Jeder das, was er mag, ne? Und wenn ihr noch nie Werbung gesehen habt auf Twitch, dann kann das entweder daran liegen, dass ihr irgendwo herkommt, wo Twitch noch keine Werbung schaltet. Oder ihr vielleicht mal den Adblock ausmachen solltet. Mhm. Genau. Mhm. Der gute Alte. Ich schalte so wenig Werbung, wenn ich aufs Klo gehe, dann lasse ich Werbung laufen. Nicht mal dann. Oder wenn ich was zum Essen hole oder so, wenn ich jetzt eine kleine Pause dazwischen mache, dann lasse ich Werbung laufen. Und da habe ich dann gesagt, ich habe es ausgeschalten, sage ich, weil es gibt in dem Moment nichts zu sehen. Ja. Ich bin nicht da, dann lasse ich halt die Werbung laufen. Also, ja. Du hast vollkommen recht. Würde ich auch so machen, aber mache ich zum Beispiel nicht, weil dann die Views einfach krass droppen. Echt? Ja. Ich sag das immer, sage ich so, ich gehe jetzt kurz aufs Klo. Ob ich jetzt aufs Klo gehe und die Werbung laufen lasse oder aufs Klo gehe und die Werbung nicht laufen lasse, das ist kein Unterschied. Nee, das stimmt. Das ist kein Unterschied. Der Trump ist so oder so da. Ja gut, ne? Aber wie gesagt, wie lange gehst du aufs Klo? Ja, 3 Minuten. Ja gut, mit Hände waschen und vielleicht kurz nach den Tieren suchen. Eine längere Pause, einen längeren Werbeblock kannst du ja sowieso nicht machen. Das ist ja okay. Aber wenn ich jetzt jedes Mal 30 Sekunden Werbung schalte, wenn ich schnell aufs Klo flitze, dann... Ach so, ich gehe vielleicht einmal während des Streams aufs Klo oder zweimal. Blase halten ist auch ungesund, meine Liebe. Ich halte das nicht, Entschuldigung. Was bist denn du für ein, was? Hallo? Bist du durchlaufen? Stream, du gehst nur einmal, was da los? Ich bin trainiert. Ich gehe auch nicht mehr aufs Klo. Echt? Nee, ein oder zweimal, also. Ich gehe ständig aufs Klo. Ich trinke aber auch Kaffee. Deswegen streamst du auch so wenig. Weil du nur auf dem Klo sitzt den ganzen Tag. Ja. Demnächst stream ich Periscope vom Klo. Hallo, meine Freunde. Das Schlimme ist, das würden Leute gucken. Ja. Ich wollte euch meinen neuen Duschschaum vorstellen. Ich habe letztes Mal, ohne Witz, das fand ich so geil. Ich habe letztes Mal so einen großen Pokerspieler gesehen, der Millionär ist und der streamt immer, wenn er in den Hotels ist, von seinem MacBook. So als Jux und Dallerei. Und den interessiert das einfach einen feuchten Kehricht. Ne? Und der nimmt eiskalt das MacBook mit auf Toilette, stellt das oben auf den Spülkasten,
hat geguckt, ob die Kamera passt, hat den Dödel ausgepackt und hat laufen lassen. Und hat nebenbei in die Kamera gequatscht, hat noch gepokert. Das fand ich so geil. Alter. Ich habe so gelacht, ne? Und der so, denn alle so gefragt, warst du auf Klo? Interessiert mich doch nicht. Habt ihr jetzt irgendwas gesehen? Ihr habt nur meinen Oberkörper gesehen. Was anderes seht ihr sonst auch nicht. Und dann hat er original und hier reinlaufen lassen. Finde ich gut. Ja, dem ist aber auch echt alles egal. Ich habe noch ein paar Fragen. Na dann. Ich habe eine sehr witzige Frage jetzt. Ich musste vorhin schon lachen, als ich sie gelesen habe. Bekommt ihr eure Gaming-Shares gesponsert oder sind die selbst gekauft? Wie echt jeder denkt, dass die Dinge gesponsert sind. Selbst genäht sind die. Also ich nutze da Sommer- und Winter-Sale. Und Humble Bumble. Humble Bumble. Boah, das habe ich ewig nicht mehr genutzt. Eure Stühle. Shares, Stühle. Shares, nicht Shares. Shares. Ja, alles hier. Mein Stuhl. Meine zwei Lambos, ich musste den dritten Sommerloch, ne? Also der dritte, der ist jetzt gerade, ja, Sommerloch. Echt. Stuhl. Ich habe den so gern gehabt. Was? Pflaumen. Nee. Also ich habe meinen für 400 Euro in Polen bestellt. Beim Hersteller im Werk. Punkt. Ohne irgendwas geschenkt zu kriegen. Weil wisst ihr, wie schwer das ist, heutzutage was geschenkt zu kriegen von irgendeiner verschissenen Firma? Da kannst du dich mal melden, wenn du 10.000 Leute hast, die dir täglich zugucken. Vorher kriegst du nichts. Echt so. Da ist die ganze Zeit nur so angesagt. Antworten auf deine E-Mail, dann kriegst du so ein Gift zurück hier. Irgendwas gesponsert kriegen. Auf welchem Planeten wohnt ihr denn? Ja, wir kriegen das von euch gesponsert, ja. Ihr kauft die Sachen für uns. Das sind die Sponsoren. Aber ich glaube, bis sich so eine Bude dazu entschließt, dir was zu schicken. Ich habe da so eine richtig gute Seite gefunden. Slapchairs heißt die. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gehört habt. Das Link steht in der Description. Die machen die besten Stühle. Könnt ihr euch mal angucken. Slapchairs? Weißt du, wie viel Geld ich ausgegeben habe für den Stuhl? Ich lasse mich, wenn der nicht zusammenbricht oder irgendwas nachlässt, lasse ich mich beerdigen in dem. Sitzen? Ist mir egal. Nein. Hier sitzt Salista Melanton. Hallo, mit dem kannst du dich so hinlegen. Das stimmt. Ja. Wenn ich nicht so viel Profil hätte, würde ich das jetzt tun, aber ja. Kann das irgendeiner machen, der schlanker ist? Nein, ich zeige jetzt die Alpen auch nicht. Also, aber ich habe es letztens im Stream gezeigt. Man kann sich so. Warte. Muss man ja nicht. Jetzt auch aus dem Bild lehnen. Also. Das ist, ne? Ja, weil... Oh, das ist weit hinten. Ich lass mich da drin beerdigen. Ja, die Dinger sind halt ihr Geld wert, jeden Cent. Die sind ihr Geld wert, ja. Und deswegen hat diesen Scheißstuhl jeder. Ja. Der eine, weil er ihn irgendwann bei irgendwem gesehen hat und denkt sich, das ist cool, und andere, die tragen das aus Überzeugung. Ich aus beiden Gründen. Ich, naja... Aus Schmerzen besorgt und ich liebe ihn. Ja, ich sag mal auch aus beiden Gründen. Und Neugier. Hm. Aus Neugier habe ich mir für 400 Euro einen Stuhl bestellt. Ich war so neugierig. Wow, ich habe ja erst Test gesessen. Okay. Ich habe Test gesessen. Ja, ich und auch. Dann habe ich mich dafür. Ich habe mich ja überzeugen lassen davon. Also meine Geschichte war ja, dass wir bei einem Vertrieb in der Schweiz waren, uns das angeguckt haben. Und ich mich reingesetzt habe und habe mir dann so gedacht, wow, okay. Dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich 400 PayPal, wow, okay, bestellt, meins. Also die Dinger sind halt wirklich nicht gesponsert und richtig geil. Es ist, glaube ich, fast mit der einzige Stuhl, in dem man wirklich senkrecht sitzen kann. Ich kenne keinen anderen. Nächste Frage. Welche Verantwortung möchtet ihr, / könnt ihr hinsichtlich politischer Themen übernehmen? Was? Welche Verantwortung möchtet, / könnt ihr hinsichtlich politischer Themen übernehmen? Wählt nicht AfD. Das ist alles, die ganze Verantwortung, die ich auf mich nehme, sonst seid ihr frei.
Ich bin Streamer, kein Politiker. Ich nehme jetzt die Freiheit raus oder die Frechheit raus. Ich lebe seit über 8 Jahren nicht in Deutschland, also habe ich dazu der Politik erstmal nicht so viel zu melden, weil ich einfach so hinsichtlich gar nicht mehr richtig up-to-date bin. Ich bin raus. Ich weiß nicht, was man dazu nichts sagen soll. Nichts zu sagen. Oh, das Bild weg. Der 4-Stunden-Abort! Einfach alle die Kamera aktivieren, wir sind nicht da. Bin da. Dö, 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 dö. Aber wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, was denn? Psst, Kameras sind noch nicht da. Und jetzt im Kanon. Nur Slappy sein. Jetzt kommst du. Ich bin mal ganz kurz weg, ja? Okay. Ja. Aber Sound ist doch da. Ja, weil Sali, deine Kamera ist nicht da und Slappy deine auch nicht. Meine ist da. Meine ist da. Bei mir nicht. Oh, geht das schon wieder los? Jetzt aber. Ist halt 4 Stunden. Was soll ich machen? Kann ich nichts dafür. Jetzt? Bin ich schon am Buffern? Bin ich denn da? Nee. Ah. Er hat so einen schönen runden Kreis. Ja, dann kommen wir. Ja. Das ist das Sommerloch. Rington. So, jetzt bist du weg. Jetzt sehe ich Nils auch nicht mehr. Ja, okay, warte. Also ich sehe Wolverus, sehe ich noch. Meiner ist jetzt an. Wolverus sehe ich auch. Nee, ich sehe jetzt wieder gar keinen mehr von euch. Jetzt ist dunkel bei mir. Ich sehe Slabby, ich sehe Wolf wieder, ich und sehe ich sehe mich selbst. Keinen. Nee, ich sehe und jetzt sehe ich Nils auch. Nee, ich sehe wieder gar keinen von euch. Und keiner buffert nichts. Mach's nochmal aus. Da. Ach, Skype, was für eine schöne Erfindung du doch bist. Oh, Sali ist wieder da? Yeah! Bei mir auch. Woo! Ich noch nicht, oder was? Was ist hier mit dem Slappy los? Ja, du bist auch nicht da. Mach nochmal. Hallo, ich bin da. Ich sehe ihn. Aber wir können dich noch nicht sehen. Ich sehe ihn. Du musst an ausmachen. Mach nochmal. Hab ich doch schon. Ich bin doch ja, müsst ihr öfter machen, weil ich wohne im Osten. Die Hälfte wurde wieder von Polen geklaut. Aber ihr seid bei mir alle dunkel. Ja, ja, das kommt danach. Das kommt gleich wieder. Ja, das ist Skype. Das ist egal. Okay. Ich cool. Drücke jetzt die ganze Zeit auf Video beenden und wieder anmachen, bis ihr mir sagt, ich bin da. Aha. Machen wir so. Ja. Mhm. Wow. Crazy. Aber ich bin da, ja? Ja. Hm. Wow. Also bin ich Slappy, auch, Slappy, da ist, ich Slappy ist wieder da? Oh, nice. Ich nicht? Nee, du noch nicht? Nein, das kannst du nicht. Ja, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Ja, jetzt ist wieder alles hell bei mir. Ja, jetzt ist wieder alles. Ja, wir sind nah dran, Freunde. Klein Moment, schreibt kurz bei Skype. Bin ich jetzt immer noch nicht zu sehen? Nein. Bufferst du nicht. Jetzt bist du wieder weg. Jetzt bufferst du wieder. Kaum sagt man soll nicht die AfD wählen, schon reißen sie hier einem das Internet ab, weißt du? Wieso haben wir eigentlich jedes Mal kommt diese Politikfragen? Weil es alle was angeht, das ist so wie Wetter. Ja. Jeder redet gerne über Wetter und Politik halt. Weil Menschen wollen, dass wir darüber reden, scheinbar. Ach das so. Problem ist, du gehst halt nicht zu einem Videospielstreamer, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als Videospiele zu spielen und zu quatschen und holst dir bei ihm halt deine politische Bildung ab. Machst du halt. Lass einfach mal kurz laufen, Wolf. Vielleicht kommt er gleich wieder dran. Ja. Bei Slappy hat das auch einen Moment gedauert. Ah, ja. Aber wir können ja trotzdem kurz darüber reden, also ist ja kein Problem. Ich habe da eine sehr nette Meinung zu. Na dann? Ich bin wie für alle Themen, ich erziehe meine Zuschauer, wenn ich Erziehung sagen darf, dahin, dass sie ihr Hirn benutzen. Ich gebe Quellen, aber keine Meinung. Und ich kläre nicht auf, sondern gebe nur die Texte, die sie brauchen. Was Politik angeht, bin ich selber ungebildet. Ich kenne die Basics, ich weiß, was ein No-No ist und ich weiß, was ein Okay ist oder das kleinere Übel. Mhm. Nichtsdestotrotz liegt das am Menschen, was er machen möchte und nicht in meiner Hand. Und mir steht nicht das Recht zu, irgendwem zu sagen, mach das, mach jenes, mach und so weiter. Und Politik ist und bleibt ein verschissenes Streitthema. Und jeder Hobby-Wikipedia-Experte aus dem Internet
will dir irgendeinem vom Fass erzählen und mit dir diskutieren. A, kannst du über Twitch nicht diskutieren, weil eine Partei schreibt und die andere Partei redet. Sinnlose Diskussion. Aufklärung, okay. Auch da hat das nichts im Entertainment zu suchen. Eine Meinung abgeben, okay. Aber wie gesagt, meine... Oh, wir sind wieder da! Oh, da ist er! Woo! We are back in business! Halleluja! Halleluja! Okay, super. Geil. Well done. Also ich denke nicht, dass wir Verantwortung übernehmen müssen. Aufklärung, alright. Ich meine, ich weiß, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was man bei AfD aufklären will. Oder Brexit. Das sind die ersten Google-Einträge, wenn du nur B eingibst oder A. Dann kommt das Thema. Also, ich habe zum Beispiel, was ich sehr cool fand, als Beispiel zu Brexit, ich habe in DayZ jemanden getroffen, einen Briten, und der hat uns Brexit erklärt. Ich habe wertfrei nichts dazu gesagt. Ich habe ihn nur gefragt, hey, magst du vielleicht als Brite mal was zu Brexit erzählen? Er hat eine Stunde lang Brexit erklärt und dann war das für mich gegessen. Aber jemanden aufzuklären oder jemanden eine Meinung aufzudrücken, und das ist das für mich, das hat nichts mehr mit Aufklären zu tun, sondern ist auch in irgendeiner Art und Weise Manipulation, finde ich persönlich, ist nicht meine Verantwortung. Mhm. Aber wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, was in meinem Umfeld passiert, CSGO-Betting, Twitch-Features, bla 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 und so weiter und so fort, da kriegt ihr bei Twitter bei mir alles, was ihr wollt. Da bin ich zu Hause, da habe ich was zu sagen. Ansonsten habe ich nichts zu sagen. Perfekt. Kann man so stehen lassen. Also nur um halt abschließend zu sagen, man sollte immer da die Fresse aufreißen, wo man die Ahnung von hat. Wenn man keine Ahnung hat, Fresse halten. Punkt. Immer. Immer. Bringt nichts. Ganz einfach. Könnt ihr euch um eine Alternative für Skype kümmern? Nein, können wir nicht. Würden wir, wenn es eine Alternative gäbe. Passt auf, Leute, ich erkläre euch kurz mal die Alternative. Ja, du lädst irgendjemanden ein, der vom Computerspielen keine Ahnung hat oder von seinem Computer null Ahnung hat. Das Einzige, was er geschissen kriegt, ist sein Skype gestartet und kommt ins Teamspeak. Wir hatten mal was für Teamspeak, ein Plugin. Das haben wir verworfen, weil bei zwei Leuten die Installation so unfassbar lange gedauert hat, dass eine Stunde Vorbereitung nicht gereicht hat und wir trotzdem Skype benutzt haben. Alrighty. Es gibt keine gute Alternative, schnelle und einfache. Warum trefft ihr euch zum Plankenschnack nicht auch mal privat? Ihr redet ja auch gerade nur mit dem Bildschirm. Warte, ich komme eh vorbei. Ja, also ich lebe in der Schweiz. Ich mach das aber gerne. Bei wem treffen wir uns? Dizzy, ich habe gehört, du hast eine Riesenvilla. Da ist richtig Platz, du, oder? Ne? Ja. Wenn du es finanzierst. Ich rufe meinen Chauffeur mal eben an. Wolfros, von wo bist du eigentlich? Wenn ich fragen darf. Aktuell. Von wo oder wo ich gerade bin? Wo du gerade bist. Ja, zu Hause. Bei Köln. Wo du lebst. Ja. Köln. Köln. So, da haben wir dann Köln, Dresden, Schweiz. Dortmund. So, also Wolf und Slabby, die hätten es jetzt noch einfach, sich zu treffen für den Sonntag Blankenschnack. Ne? Ja. Also ich habe auch nur eine Stunde Flug, aber kostet halt dann wieder... Ja, ich dachte, in Europa sind es da 15 Euro. Ja, ja, aber das musst du ja dann vorher planen und alles, ne? Und das ganze Equip dann auch noch mitnehmen. Ja, kommt auch dazu. Die Ideen sind immer nett, aber einen Streamer aus seinem eigenen Heim rausreißen, das kann nicht jeder. Das Habitat. Außerdem will sich nicht jeder mit jedem mal privat treffen, weil, sagen wir einfach mal so, ich war bei Sali schon, ich könnte mich mit Slappy treffen. Nee. Aber ich kenne Wolf, zum Beispiel gar nicht. Und dann sage ich zu Wolf, hey, Magge, pass auf, nächste Woche Sonntag, ich komme zu dir, wa? Was? Hau ab! Und dann kriegst du ihn. Ich glaube nicht, dass das immer so einfach ist. Also, man versteht sich, man lernt sich kennen, aber man hat noch überhaupt keinen gemeinsamen Grund, um einen Plankenschnack irgendwo zu machen.
Ich meine, in der Kneipe außerhalb von einem Zuhause, okay, cool, aber Schlafplatz finden, Technik mitbringen, ne? Also das geht halt nicht einfach so. Ich glaube, das stellt man sich immer einfacher vor, als es ist. Wir sind ja nur auch nicht alle so, oh, ich meinte so Freunde, ja, also. Ja, ja, das verstehe ich auch unter Freunden. Vape Nation. Oh, ich kenne da was anderes, aber. Ja, ja. Hm. Das Sommerloch. Das Sommerloch. Genau das. Außerdem gibt es ja auch noch das Community-Treffen. Das wollen wir nicht vergessen. Wir haben alle Fragen raus, Leute. Alle? Mhm. Das ist aber heute Stille. Na, obwohl, guck entspannt. Mal auf die Uhr. Guck mal auf den Tacho. Bis ja. 11:30. Oh. Ja. Hat Portugal gewonnen? Na, es ist 120. und Portugal führt immer noch 1-0. Nice. Gegen wen nochmal? Frankreich. Gegen die anderen. Gegen das eigene, gegen das Heimatland. Gegen Frankreich, ja. Das war eine schöne Runde heute. Ja. Ich meine, wir sind noch nicht am Ende. Aber es war sehr nett. Hat noch einer was von euch auf dem Herz? Was wir vielleicht noch ansprechen könnten, möchten? Nee, ich glaube, wir hatten alles. Ich glaube, wir sind wirklich gut durch. Oh, doch, eine Sache, die hier noch kommen soll. Video-Uploads für Twitch. Oh, ach so. I like it. Mm. Hauseigen. Hauseigen. Mm. Aber cool. Wie viel Sinn hat das wirklich für uns Streamer? Kein. Doch, wir können gut, unsere Vlogs hochladen. Das ist richtig. Für Vlogs ist das super. Aber für unseren Gaming-Inhalt nicht. Ich hätte dann aber bitte gerne, dass diese Mediathek da unten mit den Highlights, dass das boah, ein boah, das Biss muss echt mal. Oh. Was ich mir so sehr, also mein größter Wunsch ist eigentlich, dass bei den Highlights, wenn ich auf Highlights klicke, dass dann für jedes Spiel eine Kategorie kommt. Oh, also wie wenn du ins Verzeichnis gehst, auf Twitch hast du ja auch deine Games. Mhm. Und das soll im Verzeichnis auch so sein, sodass ich verschiedene Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel, da nimmst du nur Spiele, egal ob bei Arma was Cooles passiert ist oder du ein geiles Match bei Hearthstone hattest, das ist irgendwann so durcheinander in den Highlights, dass du nicht weißt, was wo ist. Aber ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sag, okay, ich guck den, weil ich gerne mal bei Hearthstone reingucke und ich gehe dann auf diese Kategorie Hearthstone und sehe seine coolsten Matches, Bums, geilste Highlights, dann guckt sich das auch mal jemand an. Oh, aber jetzt, toll, wenn du auf meine Highlight-Seite gehst, ey, da scrollst du dich ja durch bis, oder bei Dizzy auch, da scrollst du dich ja bis zum Wahnsinnigen durch. Ja. Das ist doch so. Das reicht bis 2013 runter. Richtig. Und deswegen brauchen wir super dringend, dass das mal gestaffelt ist. Ja. Das ist wirklich, das wäre mein größtes Anliegen, dass ja, man ist das auch mein größtes schön machen kann. Ich mache momentan schon mit Klammern vorne dran, weil ich habe dann Fun, das sind dann eben lustige Highlights, dann Game, wo man wirklich das ganze Game highlightet, kreativ, wo man dann eben am Kochen war und so. Es wäre so schön, das besser hinzubekommen. Ja. Ich würde dich so gerne zernichten, Klau. Ich würde nee, da im Chat gerade. Ich würde dich so gern verbal jetzt einfach nur durch den Fleischwolf drehen, aber lies einfach, was ich dir geschrieben habe, bitte. Und du bist 30, okay? Ich habe das damals sogar in die Suggest-Funktion von Twitch geschrieben. Es hat 262 Upvotes bekommen. Und es ist immer noch keine Highlights-Folder. Verdammt. Ach so, er beschwert sich gerade, dass wir kein Gaming-Content machen. Ja. Bitte was? Da hat jemand zu viel Langeweile gerade. Wohl bemerkt, der junge Mann ist 30, ja, und fühlt sich auf wie, naja. Naja, das Alter als solches ist kein Garant für. Okay, Leute, kommen wir. Da ist noch eine Frage wollte ich bei sagen. Twitter. Hat sich schon erledigt. Hups, ich bin ausgerutscht. Ich habe noch eine Frage. Wie findet ihr die Whisper-Funktion mit dem kleinen Fenster und nicht mehr direkt im Chat? Sehr gut. Gut. Ja. Sehr gut. Im Chat geht's unter. Richtig. Nee, es ist halt herrlich, auch weil du nicht mehr die ganze Slash W, sondern bist da nur in dem Fenster drin, wenn man am Wisp. Finde ich super. Abgesehen davon, dass ich Wispern deaktiviert habe und. Genau das wollte ich gerade sagen. Ich habe Wispern auch deaktiviert. Aber wenn du einmal mit jemandem gewispert hast, dann können die dich noch anwispern. Also das ist so, ne, wenn meine Mods, die können mich anwispern.
Ja, das so. Geht. Geht das? Das geht. Ja, Mods wispern. Die können immer durchwispern. Das ist in Ordnung. Okay. Und mit denen dann dieses kleine Extrafenster finde ich super. Ansonsten habe ich Wispern leider deaktivieren müssen. Aber schon etwas länger. Typisch Cell, ja, was denn? Wenn ihr wüsstet, was ich früher für Whisper irgendwann reinbekommen habe, das war echt, und ich war gerade in meiner Welt bei Witcher und ich war gerade voll vertieft und dann kommt da so. Irgendwo geht's ab. Entschuldigung, Fußball. Achso, das sind wahrscheinlich die Portugiesen bei dir, wa? Mhm. Hat Portugal jetzt gewonnen, oder? Ja, Portugal ist Europameister. Oh, nice. Ronaldo freut sich wieder. Cool. Nee, Ronaldo ist ja in der 20. Minute ausgewechselt. Aber er hat Messi jetzt für immer was voraus. Oh. Oh mein Gott, ey. Was, er wurde ausgewechselt? Ja, der verletzt. Wurde in der 20. Minute umgetreten. Oh, schade. Hat geweint, ganz bitterlich, der Arme. Naja. Der hätte wohl auch geweint. Aber wir sind jetzt wirklich am Ende, oder? Wir müssen ja ausmachen, sonst kriegen wir Ärger von Twitch, weil wegen Gaming-Content. Weil zu geil. Nee, weil kein Gaming-Content, steht ja in den AGBs drin. Man muss ja Gaming-Content liefern. Wieder voll am Ende. Ja. Nee, haben wir noch was? Oh Gott, ich habe mir das gerade noch vorgestellt, ne? Wenn du bei Twitch heraufgehst und dann nur auf Games, dann geh noch wie in der Videothek, weißt du, dann siehst du das Spiel. Egal. An sich. Und das wäre als Highlight, das wäre so schön. Du gehst drauf und dann siehst du alle Games, wo es Highlights von gibt. So, oh, was? Oh, der hat mal das gespielt. Klickst du drauf und dann gehen alle auf. Genau. Oh, wäre das toll. Playlisten wären halt nicht schlecht. Das würde mich auch mal freuen. Playlisten gibt's doch schon. Nee. Naja, nur für Offline-Content. Ja, du kannst halt deine Playlist laufen lassen, wenn du offline bist, ja. Ja. Aber ich meine, richtig alles archivieren. Zum Beispiel ein Playthrough und eine Playlist machen. Ach so. Ja, das wäre geil. Ja. Also das ist ein ganz, ganz großer Wunsch. Den hätte ich. Kümmert euch, Twitch. Please. Gut. Wollen wir den Streamer der Woche vorstellen? Können wir? Übrigens, gerne. Ich bin mittlerweile echt dafür, dass wir, warte mal, ich habe jetzt, von wem habe ich denn jetzt alles hier, wartet mal. Ruhe bitte, danke. Ah, oh, diese Host-Funktion, die nervt mich auch so ein bisschen. Okay, hier sind wir richtig und dann fehlt mir noch einer. Brauchen wir doch auch noch was. Wenn jemand mal ein Disco hat, soll das nach 5 Minuten der Host immer noch funktionieren, finde ich. Das wäre auch cool, aber dieses Seite aufploppen und drüberlegen, das nervt mich auch, weil du immer dreimal wegklicken musst, damit das endlich weg ist. Stimmt, und das haben sie ja geändert. Früher hast du gehostet und dann ist der Host überhaupt nicht rausgegangen, egal ob der jetzt da war oder nicht. Ja, genau. Das fand ich auch, da ist mir das jetzt lieber. Wolfus, du bleibst bei deinem Host, ne? Den du hattest mit, was du gesagt, Games Done Quick? Streamer der Woche. Streamer der Woche. Hosten tue ich dich gerade. Nein, ich meine, ob du bei dem bleiben möchtest jetzt. Ja, Streamer der Woche, auf jeden Fall der Kanal Gamester Quick. Okay, super. Ich bin dafür, dass wir unsere Kategorie erweitern auch und YouTuber mit zunehmen. Habe ich auch vorhin überlegt. Ja. Oh, da kommt bestimmt Finn. Mir gehen die Streamer aus. Ich möchte heute den Schritt gehen und möchte jemand von YouTube nehmen. Weil für mich ist das dasselbe und immer wieder neue Streamer finden. Okay, aber ich selber heute habe keinen Streamer der Woche. Ich habe einen YouTuber der Woche. Tut mir leid, ich werde euch den zeigen. Punkt. Ich werde meine Kategorie heute erweitern. Sorry. Kein Problem. Soll ich anfangen dann? Die Fragen, die jetzt gerade noch über Twitter kommen, die lassen wir uns dann für nächstes Mal, ne? Ja. Denke ich auch. Okay. So. Ja, dann stell mal deinen Gronkh vor, Izzy. Mein Gronkh soll ich vorstellen? Gronkh, das Do-It-Yourself. Ich hab mir Finn Kliman rausgesucht. Ist ein YouTuber, habe ich durch meinen Mitbewohner gefunden. Ich habe eigentlich überhaupt nichts mit YouTube eigentlich am Hut. Nicht wirklich. Und den Typ... Den hat mein Mitbewohner mir heute gezeigt und er macht Handwerker-Sachen und hat von den Sachen überhaupt keine Ahnung. Nada. Niente. Also er weiß weder, wie man mauert, noch weiß er, wie er richtig schweißt oder irgendwas.
Aber ihr baut witzige Sachen zusammen und es ist super lustig. Alter Vater, ich habe heute die erste Folge geguckt, ich habe mich weggepisst vor Lachen. Und ich finde ihn, er ist ein klasse Typ, er hat ein norddeutsches Mundwerk und deswegen würde ich ihn euch empfehlen als Content für die Woche. Also, Wolverus, vergiss nicht, du bist jetzt, du gibst dich als Sali, weil untersteht bei dir Salissa Belladonna. Ja, ich bin die Sali, wie das Rollenspiel lebt. Ich habe deinen Stream geöffnet, du darfst jetzt dann als Sali den Stream vorstellen. Es tut mir leid, Leute, sorry. Ach so. Ja, gut. Mein Channel, Games Done Quick, ist halt jetzt dummerweise vorbei. aber es ist halt der Streamer der Woche oder der Kanal der Woche. Und das war halt die Woche, war die Woche des Games Done Quicks. Also, was ich empfehlen kann, Channel abonnieren bzw. followen, denn da kommt so schnell nichts mehr wieder. Aber ihr wisst dann, wann es losgeht, nämlich wieder nicht 100% sicher, am 4.1.2017, nämlich mit Awesome Games Done Quick. Auf diesem Kanal werden Spenden für gute Zwecke gesammelt und die Speedrun-Community aus aller Welt findet sich zusammen, um die besten Spiele aller Zeiten so schnell wie möglich abzuschließen und sind dabei so unterhaltsam wie nur irgendwie möglich. Top-Empfehlung. Super vorgestellt. Ganz toll. Ich würde es instant kaufen. Whitwicks war von 99. Mir. Von 99. Von Slabby. Wer möchte Whitwicks jetzt machen? Sally. Ich. Wer? Sally. Okay. Sally ist dicker. Slabby. Hauptsache Slali. Sally macht jetzt einen auf Slabby. Auf geht's. Was? Ich möchte unbedingt auf die Twitch-Party, ne? Bei der Gamescom. Also das ist der einzige Grund. Ich will auf diese Twitch-Party. Kommst du, Sally? Was? Nein. Aber ja, schade, das hätte ich sonst organisiert. Oh, das mache ich überhaupt nicht. Das war vorhin, ich habe gedacht, du bist noch auf dem Klo. Bist du still? Ich glaube, ich habe die Super Mario-Musik dazu gesungen. Whitwicks. Ich gucke seit Wochen am Wochenende mit meinem Mann zusammen immer Whitwicks. Whitwicks ist bekannt durch seine Speedruns in Super Mario 64 All-Stars sammeln. Ich weiß gar nicht, ob er in Boshi? Boshi, ja. Das ist sein Spiel gewesen. Das ist sein Spiel gewesen. Also Boshi, wenn man das einmal bei ihm gesehen hat, das ist nur... Und Guitar Hero. Diese Kastendinger zockt er auch sehr gerne, ja. Das ist einfach, der ist sensationell. Er spielt meistens momentan den Mario Maker. Und das ist für mich Nostalgie pur. Ich sitze morgens mit meinem Mann da, wir frühstücken und schauen zu, wie er halt jedes Mal im superschwer oder im super, super schweren Modus diese Level spielt, die andere Menschen designt haben. Und es macht mega Spaß. Ich schaue das schon seit Jahren, aber momentan wieder. Ja, das ist sogar mal einer, wo ich mir die Pass-Broadcasts anschaue. Einfach, wenn er gerade nicht live ist, dann schaue ich mir Pass-Broadcast an und der ist top. Slabby. Ja. Er war auch mal Guitar Hero Weltmeister, glaube ich. Weltmeister? In Guitar Hero 3, glaube ich. Das ist krass, wenn du dem da zuguckst, das ist schon... Also alles bei dem ist krass, aber Guitar Hero, das ist noch ein ganz anderes Level. Wie dem auch sei, ich habe Alaskan Savage, das ist ein Streamer, dem ich immer wieder mal zugucke. Der schlägt in die Kerbe von Man. Man macht sich auch immer über ihn lustig, meint, alles was er macht, ist ihn nachmachen den ganzen Tag. Aber den mag ich eigentlich ganz gerne, weil der halt auch sich traut, alte Spiele zu spielen und die auch wirklich durchzieht. Jetzt aktuell hat er das allererste Deus Ex durchgespielt in der letzten Woche. Und da habe ich ihm sehr, sehr gerne bei zugeguckt. Und weil er halt eben derjenige war, dem ich, glaube ich, am meisten zugeguckt habe letzte Woche, habe ich ihn als mein Streamer der Woche vorgeschlagen. Der hat sein Schnurrbart nicht mehr, leider, aber ist immer noch cool. Genau. Alaskan Savage. Ja. Dann? Schön was. Wolf? Ja.
Und seinen Gästen ist die Pflicht auferlegt worden, in der ersten Sendung sich zu verabschieden. Oh, du hast das Schlusswort heute. Aber noch nicht jetzt, weil jetzt machen wir und du einen dann am Ende. Du ich habe das Wort Schluss verstanden, ja. Ja, aber du wolltest gerade schon... Nee, ich wollte nur sagen, dass das schön ist. Okay, cool. Entschuldigung, ich habe schon wieder in die Hose gemacht. Nein. Gut. Ich mache wie immer als erstes, ich habe heute so wenig geredet. Viel zu viel eigentlich, Entschuldigung. Hey, vielen lieben Dank, Leute, dass ihr alle da wart. Wolf, sehr geil, dass du da warst. Das hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Es ist wieder mal ein weiterer Streamer im deutschsprachigen Bereich, den ich als nett empfinde. Ich komme demnächst mal vorbei. Ja, machen wir so. Ich habe gehört, du bist gut in UFC und Wrestling. In UFC, ja. Kannst du mir eigentlich mal erklären, wie du diesen WWE-Rotz eigentlich spielen kannst? Schämst du dich eigentlich nicht, so einen Kack zu spielen? Ich spiele es ja nicht. Hast du es nicht mal gespielt? Ja doch, ich hab's mal. Das Spiel ist so grottenschlecht. Ja, das stimmt. Oder? Okay, danke. Ja, ich habe mir schon volle, Sorgen volle gemacht. Zustimmung. Okay, ich dachte, okay. Ich hatte Angst. Nein. Okay, ich hab's nämlich nach einer 10-minütigen Spielzeit deinstalliert. Kurz gespeedrun und dann. Ja. Hey, danke schön, dass ihr alle zugeguckt habt, Leute. Schaut bei uns bei Twitter vorbei. Jetzt gibt's die richtigen Gesichter zu den Namen unterm Titel. Direkt dort unten. Twitter ist das Medium. Da gibt's eigentlich, glaube ich, bei allen außerhalb vom Stream die Informationen, die ihr braucht. Schaut bei unseren Twitch-Kanälen vorbei. Die findet ihr, glaube ich, dann über Twitter. Ihr seid ja bei mir, seid ihr schon. Danke schön, dass ihr alle da wart, so schön zugeschaut habt und mitgemacht habt bei Twitter. Und danke an Slabby, danke an Sali und bis in 2 Wochen mit mir und den Rest mal gucken. Achso, morgen ist alles bei YouTube. Dann hoffe ich. Werde ich rausgeschmissen? Naja, also aufgrund der Tatsache, dass du dich heute etwas daneben benommen hast, muss ich überlegen, ob du in der Stammcouch noch Platz findest. Benimmschelle. Oh. Solange jemand auf die Casting-Couch komme bei dir. Alles gut. Ja, da musst du aber ein bisschen Kleidung loswerden. Das kleine Schwarze kannst du dir borgen. Okay, weil Sally jetzt wahrscheinlich die nächsten 10 Minuten noch lachen wird, verabschiede ich mich jetzt schon mal. Sage auch Dankeschön, Wolverus, dass du dabei warst. Bei dir gucke ich auf jeden Fall auch die Tage vorbei. Genau. Ansonsten, was wollte ich noch sagen? Danke den anderen beiden hier. und wir sehen uns ja auch in 2 Wochen hier. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob wir uns beiden sehen, aber ich bin auf jeden Fall hier. Oh yeah, Schatzfeier. Weißt du Bescheid. Genau. Ansonsten danke fürs Zugucken und bis in 2 Wochen. God bless. Schön war's. War sogar sehr schön. Schön mit Ö. Nein, es war sehr, sehr schön. Wolf, schön, dass du da warst. No, das freut uns wirklich sehr, dass du zugesagt hast und dir Zeit genommen hast. Zum Glück hat Deutschland verloren gehabt. Quasi. Da war ich auch sehr froh. Ja. es war heute wirklich sehr unterhaltsam. Ich habe Spaß gehabt. Schön, dass ihr alle da wart. Und ich freue mich aufs nächste Mal. In 2-4 Wochen. Ich bin fertig. Ach so, ja. Danke. Ich wollte ja nicht nochmal ins Wort fallen, weißt du? Das habe ich ja schon schlechtes Gewissen genug. ich bedanke mich sehr für die Einladung. Es war mir eine Ehre, bei euch zu sein. Slappy, dich auch kennenzulernen. Sally, mal den direkten Kontakt zu haben. Und die sind natürlich auch von deiner Seite aus, also an dich, Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Gerne wieder, also nur Fragen, ne, wisst ihr ja. Und ich sage auch Dankeschön an alle, die auch aus meiner Community so zahlreich im Chat unterwegs waren. Fand ich mega nice von euch, dass so viele da waren. Und natürlich auch alle anderen, die da waren. Es war unglaublich schön, diesen Sonntag mit euch zu verbringen. Bis zum nächsten Mal. Ich finde das immer so cool, wenn man so anfängt, ja eigentlich beim Stream, nee, ich möchte keine Unterschiede machen. Nee, Subs und Viewer sind dieselben. Ja, so geil, meine Community war da und dann die anderen.
Ja, hey, die anderen, okay. Vielleicht möchten die anderen ja mal... Entschuldige mal, aber ich finde es sehr cool, dass angekommen ist, dass ich heute nicht streame, sondern hier bin. Oh, und ja, das verdient es, erwähnt zu werden, ja, dass die alle so fleißig dann auch da sind. Okay, und die anderen. Und die anderen, die ich heute kennenlernen durfte. Hallo? Alles gut, ich mach nur Spaß. Mann, ey. Ich mach nur Spaß. Dizzy ist aufgedreht, der zieht gleich wieder das kleine Schwarze an. Du, na. Hört auf. Wenn ihr nicht wisst, von was ich rede, folgt Dizzy auf Twitter. Folgt uns allen, aber auch Dizzy. Ich muss das kurz, er hat sich eine Cappy bestellt. Ich such nochmal, soll ich das schnell raussuchen? Ja. Okay. Das ist super. Das, also sowas ist mir nie passiert. Sowas ist mir noch nie passiert, nur den Ding. Ich finde das klasse. Das steht ja unglaublich gut. Mm. Welche Größe war es? 75A? Ich zeig das nochmal kurz hier für euch auf Twitter. Also, ich wollte eigentlich eine Cap haben, ja, ich sammle gerade die Avengers und da sollte eigentlich was kommen davon und zu Hause ist angekommen das hier. Also das war dann mein Cap, 75A, passt mir aber nicht. Das ist jetzt halt das kleine Schwarze, was da gekommen ist. Wo ist das Bild, wo du es anhast? Komm, scroll noch eins nach rum. Die wissen halt ganz genau, wie gerne du die Unterwäsche über den Kopf ziehst. So trage ich das jetzt halt heimlich im Stream dann. Wird Zeit wieder für einen Schlüppi-Samstag. Oh, herrlich. Ja, es tut mir leid. Ich finde das super. Ich war köstlich amüsiert. Ich teile übrigens sehr viel von diesem dünnen Pfiff auf Twitter. Just saying. Da kommt ab und zu mal so ein Geistesblitz. Herrlich. Alrighty. Ja. Ich würde sagen, wir schwingen die Patschepfötchen in die Kamera, sagen Tschüss und Tschüss! Yeah. God bless! Okay, alles aus!